Sommer in Deutschland. Während Phil und Steffi die warmen Temperaturen genießen, wollen Paddy und Thorsten lieber nach Island auswandern. Doch das ist nicht die einzige Diskrepanz bei den Klingsianern. Das ist eine Frechheit. Also wirklich. Was redet ihr da? Wieso, was heißt das? Das ist ein Sender- und Empfänger-Ding. Also ich spreche doch deutlich. Drohen die Meinungsverschiedenheiten, die Klingsianer zu zerreißen? Alter Schwede, ist es gut geschrieben. Und jetzt mit poetisch, wie es oftmals auch irgendwie behauptet wurde, kann ich jetzt da nicht entdecken. Oder sind sie harmonisch wie eh und je? Hallo, ich freue mich. Guck mal, wer da ist. Philipp da. Und Steffi ist auch da. Heute Abend finden wir es heraus. Was erwarten wir vom neuen Stephen King? Außerdem, wir begrüßen das fünfte Mitglied der Klingsianer. Dich. Denn in der großen Sub-Challenge entscheidest du, was wir lesen. Heute haben wir die Horror-Challenge, wie es Thorsten gerade so schön benannt hat. Die Suppe von Edeka, wie in diesem Schlauch. Paddy. Hallo meine Lieben und willkommen. Steffi. Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen. Phil. Hallo du hinterm Bildschirm und herzlich willkommen. Und Thorsten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. So, und damit guten Abend, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu einem neuen Livestream der Klingsianer. Wir sind heute wieder versammelt, um über Gott und die Welt zu reden, über Stephen King, über Bücher und vieles, vieles mehr. Vielleicht kennt ihr uns schon. Wie immer kann man den Livestream auch im Nachgang noch angucken. Das wird alles aufgezeichnet. Aber live dabei zu sein, lohnt sich heute ganz besonders, denn wir haben einige Sachen geplant, wie wir euch ein bisschen einbinden. Es wird eine lange, lange Fragerunde geben und wie bereits im Teaser erwähnt, werdet ihr heute entscheiden, was wir als nächstes lesen sollen. Also es wird heute so interaktiv wie noch nie und ich möchte kurz die vier Klingsianer vorstellen. Zum einen haben wir Ladies First, die Sonnenanbeterin unter den Klingsianern, die geistige Bürgerin von Mittelerde und die Königin des Livestreams auf BookTube, weil niemand macht so viele Hangouts wie die liebe Steffi, die uns mit ihrer sonnigen Art immer wieder den Abend versüßt. Also herzlich willkommen, liebe Steffi von Lady of the Books. Ja, okay. Dann, hallo und schönen guten Abend. Was für Worte. Dann machen wir direkt mit den Damen weiter, denn wir haben die Frau dabei, die so viel Zeit in ihre True-Crime-Videos investiert, dass sie dabei vergisst, neue Bücher zu kaufen. Denn sie hat den kleinsten Sub aller Klingsianer, wie wir heute noch feststellen werden. Und sie wird heute die einmalige Chance bekommen, endlich mit dem dunklen Turm weiterzumachen, auch wenn ich sie dazu zwingen muss. Die Rede ist natürlich von der lieben Paddy von What Paddy Loves. Hallo! Hallo. Ich freue mich. Und das haben wir eben gerade schon backstage gesagt. Bei dem dritten Mitglied im Bunde sind wir uns nämlich alle sicher einig, dass wir ihn auf BookTube so ein bisschen vermissen. Aber deswegen freuen wir uns, dass er sich für die Klingsianer doch immer noch Zeit nimmt. Und ich bin mir sicher, auch heute wird er wieder mit seinem fundierten Fachwissen glänzen, frei nach dem Motto völlige Überzeugungskraft bei absoluter Ahnungslosigkeit. Herzlich willkommen, Thorsten von Toto Lies. Guten Abend zusammen. Und an dieser Stelle ein ganz großer Applaus für Phil und dieses Intro, was einfach unglaublich ist, genau wie beim letzten Mal, dieses Mal auch wieder. Wahnsinn. Das freut mich. Ja, es wird immer schwerer, dich zu übertreffen. Ja. Das funktioniert im Übrigen nur, weil ich so viel Trash-TV gucke, weil diese Intros einfach zu 100% Trash-TV sind. Ja. Passt zu uns. Irgendwas muss es gut sein. Also nehmt euch ein Getränk und stellt euch ein auf einen schönen Abend mit uns. Prost an alle, die schon dabei sind.
Im Chat geht schon völlig ab und es wird direkt uns recht gegeben. Thorsten ist schon viel zu lange Booktube-Abstinent. Ich könnte ja was spoilern. Ich könnte ja was spoilern. Oh, kommt da etwa was, was wir nicht wissen? Aber nicht auf meinem Kanal. Aha. Er macht ein Geheimnis drauf. So. Ja. So. Phil, womit geht's denn los in diesem Livestream heute? Was haben wir denn alles hier auf der Agenda? Punkt Nummer 1. Wir haben sehr viel auf der Agenda, so wie immer. Und ich glaube, wenn ihr unsere anderen Livestreams auch kennt, dann wisst ihr, womit wir meistens beginnen. Nämlich mit der Frage, was lesen wir gerade? Ach du Scheiße, ich könnte ja schon mal anfangen. Thorsten ist wie immer top vorbereitet. Thorsten ist heute ganz besonders stolz auf sein schönes Hemd. Und wir waren uns alle einig, dass sein Hemd hier wirklich, also, dass es unheimlich gut steht. Und da er uns ja gerade nicht hört, schreibt doch alle mal in die Kommentare, wie geil dieses Hemd ist. Bitte, ja. Top Mach Idee. Wir werden jeden einzelnen Kommentar einblenden. Ja, solange bis der. Ah, da ist er ja wieder. Ich muss mal eben die Cover drum machen. Weil ich die ja Thorstens, ich habe Thorstens Kanal im März entdeckt und habe noch nie mitbekommen, dass er Videos hochlädt. Aber Dankeschön für dein Abo. Oder? Ja, oh, und jetzt kommt hier Thorsten. Was ein schönes Hemd. Wo kriegt man diese tollen Hemden zu kaufen? Das habt ihr doch gerade, das habt ihr doch gerade gesagt. Das haben wir nicht gesagt. Ja, natürlich. Ich gucke das sowieso alles nach. Ja. So leicht zu durchschauen. Verdammt. Übrigens, die schönsten Hemden. Die schönsten Hemden auf BookTube. Ich dachte ja, ich hätte die. Aber das stimmt gar nicht. Wer hat sie denn? Hendrik hat die schönsten Hemden auf BookTube. Ich wollte gerade sagen. Ah, Diana ist da. Und Lena. Ich finde immer dieses Hemdknüpfding bei Phil so cool, wie auch immer, was das für einen Namen hat. Dass so aussieht wie so Cowboy, wenn du gleich aufs Pferd steigst. Das sieht total cool aus. Du meinst diese Kragenkette? Ja, oder so, was ich auch immer. Das ich versuche ja immer Trends zu setten mit meiner Kragenkette oder mit meiner Dauerwelle neuerdings, aber es funktioniert irgendwie nie. Also schön, dass es wenigstens einer anerkennt. Habe ich in den 80ern mit dieser Kette auch mal versucht, aber auch nicht. Und ich in den 90ern da mit der Dauerwelle, das hat einmal gereicht. Das Coole am Jahr 2000, drauf, ja. Das Coole am Jahr 2021 ist, du kannst alles tragen und es wird dann irgendwie richtig cool. Also du kannst auch am roten Teppich mit der Jogginghose rumlaufen und die Leute feiern es und räumen dann am nächsten Tag alle damit rum, was ich super finde, weil ich sowieso am liebsten Jogginghosen an. Ja, aber dann lass uns doch mit dem Programm starten und darüber reden, was wir gerade lesen. Hallo an alle, so geht's um Hemden. Bester Kommentar bisher. Ja, gut. Ja, was lesen wir gerade? Gute Frage. Ja, Paddy, fang du doch mal an. Und gut, ich bin vorbereitet, der Schutzumschlag ist auch drauf. Ich lese gerade das neue Buch von Simon Beckett, Die Verlorenen. Und ich habe nicht mehr viel. Hier, ich bin fast durch. Und das ist ja... Stopp. Ich hab's, das könnt ihr runternehmen. Ja. Okay. Entschuldigung. Ich lese meinen Sohn. Ich sag ja nicht. Auf jeden Fall der neue Thriller von Simon Beckett, der erste Teil einer neuen Reihe. Ich war sehr gespannt und ich war sehr skeptisch, denn ich liebe ja die David Hunter-Reihe von ihm. Und wie immer, wenn so eine neue Reihe anfängt, bist du ja so, ob das was wird, aber ich finde es mega, ich finde es total spannend. Ich mag den Protagonisten hier, Jonah Colley. Der ist Mitglied in einer bewaffneten Spezialeinheit der Londoner Polizei und es ist echt spannend. Also es ist so typisch Beckett, es gibt auch viele ruhige Szenen dann wieder, ne? Also nicht so wie bei Carter, so ständig oben mit der Spannung, sondern ne, es wird auch viel erzählt aus der Vergangenheit und so von ihm. Man merkt schon ein bisschen, dass es der erste Teil ist, weil er natürlich immer wieder
so ein bisschen was dann auch über ihn erzählt und so, dass man ihn halt auch ein bisschen kennenlernt. Ja, ich bin gespannt, wie viele Teile das es geben wird, aber den ersten finde ich bisher echt super. Ich habe auch nebenbei ein bisschen Hörbuch immer mitgehört, so ein bisschen gehört, ein bisschen gelesen. Und jetzt bin ich fast durch und ja, also wenn der Schluss jetzt mich nicht total enttäuscht, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Buch und dann lese ich die Reihe auch auf jeden Fall weiter. Sag mal, Paddy, so Männer mit Hunter, mit Nachnamen Hunter, die machen die irgendwie an, oder? Ja, und vor allen Dingen Männer mit Hunter in Uniform und wenn sie John heißen. Ich weiß nicht, was das ist, John McClane, John Schlee, ich habe keine Ahnung, was das alles ist, aber ich finde einfach alle... John Travolta, naja. Aber ich finde die irgendwie alle heiß. Keine Ahnung, was das ist. John Cleese ist auch super heiß. Ja, das ist alles, was ich im Moment lese. So. Ach nee. Sie hat ja auch nicht mehr auf dem Sofa. Da liest Paddy ein Buch, und zack, ist ja alle Sub weg. Es ist halt auch so witzig, dass wir jetzt betreiben wir schon Sub-Shaming, wenn der Sub zu klein ist. Das finde ich auch großartig. Irgendwie hat sich das verändert. Ist euch das aufgefallen? Also ja. Früher wurde das man gehatet, wir, wenn man viel Bücher hat. Das haben wir verändert, das haben wir extra verändert. Endlich sind wir wieder da. Viele Bücher kaufen, wenig lesen. Yeah! Ja. Make my Sub great again. Ich hab gerade gelesen, wie hoch ist denn Subis Pad? Da denke ich, hä? Ach, da steht Paddy Sub. Prost. Paddy, hier ist die Frage von Simone. Muss man die Vorgängerbände kennen bei Simon Beckett, wenn man den jetzt lesen möchte? Oder? Nee, weil das hier überhaupt nichts mit den anderen Bänden, mit der anderen Reihe zu tun hat. Das ist völlig ein neuer Beginn mit einer neuen Reihe, mit komplett anderen Protagonisten, hat überhaupt nichts mit David Hunter zu tun. Also einfach lesen, alles kein Problem. Gut. Hast du noch ein Buch? Nee, ich lese aktuell nur das. Und ich merke auch, dass ich richtig gut vorankomme, weil ich halt nur das lese. Ne? Also da bin ich halt dann auch schnell durch, weil, ja. Genau, was liest der Rest so? Schön's. Ich bin gespannt. Steffi? Ja, also zum einen habe ich ein echtes Buch in der Hand von Maike Winnemuth, um es kurz zu machen. Mich hat ja Maike Winnemuth begeistert mit Bin im Garten und das ganz große Los. Sie hat ja mal bei Wer wird Millionär, ich glaube, eine 500.000 gewonnen oder eine Viertel und hat dann ja eine Weltreise gemacht und war 12 Monate in 12 Ländern und ist immer einen Monat dort geblieben. Und hier hat sie eben eine Sammlung ihrer Kolumnen, ihrer Artikel und es ist sehr humorvoll und ich finde, die Frau schafft es einfach, die Welt zu beobachten und das mit einer ganz wunderbar speziellen Prise Humor, die meinen total trifft. Und es macht einfach super viel Spaß. Also es sind wirklich nur so Geschichten, die 2-3 Seiten lang sind und sich so um verschiedene Themen drehen, um was man liebt, was man hasst, was Trödeln bedeutet, natürlich auch das Lesen, das Reisen und beobachtet da eben einfach so ihr Umfeld und das macht wirklich großen, großen Spaß. Und das zweite Buch, blendet Phil bestimmt jetzt ein, ist ein E-Book, was ich zusammen mit der lieben Becky lese. Vielleicht. Ja. Oh, da bin ich auch gespannt. Ein Fluch so ewig und kalt von Brigitte Kämmerer ist der Auftakt einer Trilogie. Und wir haben ja im Grunde so als Setting grob die Schöne und das Biest. Aber eben in Neuzeit, also das heißt, die Harper, unsere Protagonistin, die lebt in unserer jetzigen Zeit und wird eben entführt zum Hofe des Biestes. Und er möchte aber aus diesem Fluch, wie man es sich vorstellen kann, natürlich auch herauskommen. Und bei dem ist es so, dass immer der Herbst beginnt und diese ganze Jahreszeit durchläuft. Und dann, bevor eben der Winter kommt, muss irgendwie der Fluch gebrochen sein. Wie oder was, noch keine Ahnung. Aber wir haben eine taffe, tolle Protagonistin, die sich nicht einwickeln lässt von dem Prinzen auf dem Pferd und im Ankleidezimmer. Der Stil ist schnell, modern und erinnert nur sehr gering noch an das ursprüngliche Original oder an die Disney-Verfilmung. Macht super viel Spaß bisher. Also ist richtig toll.
Und da freue ich mich auf jeden Fall aufs Weiterlesen. Ich glaube, Band 2 ist auch schon da und der dritte kommt dann, glaube ich, im August. Also man muss da auch gar nicht lange warten, bis dann alle drei Bücher sozusagen da sind. Macht sehr viel Spaß bis jetzt. Ich habe das Gefühl, es kommen ständig die Schöne und das Biest neue Erzählungen. Sollte nicht hier dieses Furchtbare von Sarah J. Maas, hier dieses Das Reich der Sieben Höfe, das war ja auch so das Schöne und das Biest mäßig. Ich weiß nicht, warum immer diese Geschichte die Vorlage ist für diese ganzen komischen Jugendbücher. Ja. Oder geht das nur mir so? Ja, ich glaube, weil du natürlich schon, also ich finde, das ist schon ein Spiegelbild auch irgendwie. Also du hast jetzt nicht, dass alle Männer oder jungen Männer ein Biest sind, aber du hast hier natürlich einen ganz alten Menschen hier eigentlich, der ist, glaube ich, 540 mal 18 geworden. Und jetzt wird hier so geschmutzelt, habe ich was verpasst? Nein, okay. Und ich glaube halt schon, dass es das irgendwie zeigen soll, dass man eben so diese Unterschiede hat, wie eben vor 500 Jahren oder 400 Jahren die Welt tickte und eben hier in dem Bezug wirklich auch das Moderne, also dass sie ein Smartphone dann zum Beispiel auch dabei hat und in diese Welt mitbringt und wie man eben durch Freundschaft doch sich irgendwie positiv verändern kann. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil zu sonstigen Jugendbüchern ist es ja so, du hast immer diesen Bad Guy, der im Grunde eher die Mädels da in den Abgrund zieht und sie da mit Alkoholproblemen zurücklässt. Und ich mag diese Version tatsächlich eigentlich ein bisschen mehr. Aber ich weiß natürlich noch nicht, wie es ausgeht. Ne? Also wir haben erst, keine Ahnung, 120 Seiten davon. Also es ist, wir lesen das auf 2 Wochen. Aber ja, oh ja, wie schön man das ist. Thorsten? Ich habe ja eine ganz eigene Theorie, warum die Schöne und das Biest immer wieder recycelt wird. Weil ich glaube, dass die Autoren und Autorinnen, die ganz wichtig, einfach keine eigenen Ideen haben und dann einfach mal diese alte Legende kopieren, weil die ja ist ja eh nicht mehr urheberrechtlich geschützt und ja, ist natürlich einfach. Ne? So eine Märchenadaption ist natürlich einfacher, als sich selber eine interessante Geschichte auszudenken. Das ist meine Theorie. Ja, wobei du das auch geschrieben auf die Schöne und das Biest so. Ich meine, das gibt es ja nicht nur im Jugendbuch, das gibt es ja auch in Liebesromanen und Thrillern und Krimi. Also so eine Variante davon, dass ein Mensch den anderen eben so verändert und ja, obwohl er eigentlich ein Idiot zu Beginn ist. Also, das glaube ich nicht nur Jugendbuch. Genau, das wird hier auch gerade geschrieben. Warum nur Jugendbücher? Stockholm-Syndrom ist doch bestimmt auch bei Thrillern ein Thema. Wenn man so sieht, klar, Stockholm-Syndrom, Schön und das Biest, das ist schon, da ist was Wahres dran. Und hier wird auch nochmal gesagt, das Stockholm-Syndrom ist für sie, das ist für sie die Geschichte. Ich kenne jetzt die Grundstory nicht so hundertprozentig, weil ich mich bis heute immer standhaft und auch erfolgreich geweigert habe, mir diese schnulzige Disney-Verfilmung anzuschauen. Das ist so schön. Vor allen Dingen, es soll ja auch tatsächlich, was ich gar nicht glaube, was gar nicht sein kann, eine Realverfilmung davon geben. Ja. Ja. Aber das, ich finde das... Mit Emma Watson, ich wollte gerade sagen. Nee, nee. Das finde ich gruselig. Doch, ich glaube das nicht. Ich auch nicht. Ich habe da auch mal die Augen vor verschlossen. Ich gucke mir das auch nicht an. Aber finde ich ganz gruselig. Ja, mein Apropos ist einmal ein Buch namens Girl A. Oh, das will ich auch das lesen. Das liest du. Das hätte ich mir jetzt gar nicht gedacht. Das finde ich von spannend. Abigail Dean. Und zwar ist mir das aufgefallen, natürlich aufgrund des Covers, weil das ja ziemlich cool ist. Und aufgrund der vielen sehr positiven Kommentare, unter anderem von Jeffrey Diva, ja, von der Elle, von Guardian, von der Sunday Times. Um was geht's denn da? Ich habe kennengelernt. Ja. Und Marion Keyes. Es geht um ein Mädchen, was allerdings am Anfang des Buches, ich bin noch nicht sehr weit, ich bin glaube ich auf Seite 78, 79, was am Anfang des Buches allerdings schon eine junge Frau ist, die in Rückblicken ihr Leben Revue passieren lässt. Und zwar ist sie als 15-Jährige aus ihrem Elternhaus geflohen, wohl aufgrund auch sehr extremer Gewalttaten, sehr starker
körperlicher Belästigung. Und das Besondere dabei ist, dass sie, ich meine, ganz, ganz viele Geschwister hat zurücklassen müssen. Ich glaube, die waren zu fünft oder zu sechst, mit sechs Geschwistern, unter anderem ein älterer Bruder. Und man bekommt so langsam einen ganz kleinen Einblick darin oder darein, was da passiert ist. Also sie ist wohl auch mit ihrer jüngeren Schwester in einem Zimmer gefangen gehalten worden, unter anderem auch gefesselt worden. Und das Zimmer ist wohl sehr, sehr vermüllt gewesen. Also es kommt so ganz langsam ans Tageslicht, was da so passiert ist. Es ist also wahrscheinlich eine ziemlich erschreckende Geschichte, ja, die mich bisher schon ziemlich begeistert hat. Also alleine von der Sprachtechnik her, von der Erzähltechnik, Ich-Erzählung, und sie erzählt dann auch, wie sie auch mit ihren anderen älteren Geschwistern so in Kontakt tritt. Mit einigen hat sie gar keinen Kontakt mehr. Und ich möchte einfach wissen, was da passiert ist. Ihre Mutter verstirbt quasi kurz vorher in einem Gefängnis und hinterlässt ihr das Haus. Hinterlässt ihr, glaube ich, einen bestimmten Bargeldbetrag, ich glaube 20.000 Pfund. Und das Haus, wo sie damals eben halt ausgebrochen ist. Und das nimmt sie eben jetzt als zum Anlass, so ihre Geschichte nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Also wir sind in England praktisch, ne? Oder? Ja, das spielt in England. Also sie kommt aus New York und trifft dann in England ein. Sie ist wahrscheinlich irgendwann nach New York gegangen. Oder in die USA. Ich weiß nicht, ob es jetzt New York war. Ich glaube, es war New York. Und ist dann jetzt entweder in Manchester oder in London. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht richtig. Wie gesagt, ist ja erst seit zwei Tagen lese ich es erst, aber es ist wirklich, bisher begeistert mich das. Und das Zweite, ich hatte mal wieder Bock, ich habe gesehen, dass es eine Island-Trilogie gibt und das hat mich natürlich sofort an Hulda erinnert, an unseren Johansson, hieß er Johansson? Ja. Und Lilja Sigurðardóttir hat auch eine Island-Trilogie geschrieben, fängt mit Das Netz an, ist aber bei weitem nicht so spitzfindig, ausgeklügelt, düster, dramatisch wie die Hulda-Trilogie, aber macht auch Spaß zu lesen. 250 Seiten habe ich, bin fast fertig. Ich weiß leider schon, um was es im zweiten Band geht, weil ich nämlich mir erst den zweiten Band kaufen wollte, mir das hinten durchgelesen habe und dachte, oh, das klingt ja spannend. Und dann aber gesehen habe, dass das eben halt eine Fortsetzung ist. Und deshalb weiß ich eigentlich schon, was im zweiten Band anfangs passiert. Kleiner Spoiler, aber ja, kann man lesen, ist jetzt aber nicht so. Also ist jetzt nicht das große Highlight wie die Hulda-Trilogie. Ja, das ist mein Currently Reading. Prost. Ach so, ja. Mein Currently Reading steht ja auch noch. Hallo, Erde an Philipp. Ja, meine Currently Reading sind ein bisschen schwierig, denn eins davon ist ein Hörbuch von einer Politikerin und ich möchte immer nicht so gerne über Politik sprechen. Das zweite Buch, das ich aktuell lese, ist ein Buch, das ich testlese. Das heißt, darüber darf ich nicht reden. Ah, und dann habe ich angefangen, ja, gerade jetzt letztens... Warst, aber über das hier kann ich reden. Ja, Der Tausch von Julie Clark. Mhm. Wobei ich auch eigentlich nicht so viel darüber reden kann, weil ich erst irgendwie auf Seite 40 bin. Und ich weiß nur, dass es mir eigentlich ganz gut gefällt. Es ist so ein bisschen... Es hat so eine mysteriöse Stimmung. Wir haben eine Protagonistin, die offensichtlich vor ihrem Leben flüchten möchte. Sie ist mit einem renommierten Politiker, glaube ich, verlobt oder verheiratet, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Und der nimmt sie so sehr ein, dass sie eigentlich nur vor diesem Leben flüchten möchte. Und soweit ich weiß, tauscht sie dann die Flugtickets mit einer anderen Person, aber so weit bin ich noch nicht. Ich bin gerade nur da, dass diese Flucht aus ihrem Leben gerade geplant wird und ich habe keine Ahnung, wohin die Reise geht. Und das macht es gerade recht spannend. Ich glaube, sowohl Paddy als auch Steffi haben das schon gelesen, oder? Jo. Ja. Spaß, also, viel Spaß. Das wirst du auf jeden Fall haben. Ich glaube, es wird dir weitergefallen. Ja, also mir hat es sehr gefallen. Ich glaube auch. Also bisher gefällt es mir wirklich gut. Hattest ich habe nur ein bisschen Sorge, dass es... Hattest du schon so einen Perspektivwechsel zwischen den beiden Frauen?
Nee, noch nicht. Okay. Bei dem fand ich sehr speziell. Also das fand ich richtig toll, dass das sich auch sprachlich so abgehoben hat. Deswegen, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass es dann vielleicht zu konstruiert wird, hinten raus. Aber wir schauen mal. Also das ist mein currently read. Und Philipp, du brauchst dich nicht zu schämen, wenn du den Baerbock liest. Das lesen im Moment viele. Ich höre ihn ja. Ich habe von anderen schon gelesen. Oh, hier wird gesagt, der Tausch ist dieses Jahr leider mein Jahresflop. Also ich kann mir das tatsächlich auch gut vorstellen. Also ich glaube, das ist halt oft bei so Thrillern einfach so, dass entweder ist man da voll drin und lässt sich begeistern oder man findet es langweilig, weil man irgendwie schon eine Ahnung hat und dann oder auch nicht reinfindet. Also ich kann das nachvollziehen, wenn jemand sagt, oh, mir war das Ende irgendwie so, keine Ahnung, merkwürdig, so an den Haaren herbeigezogen, was weiß ich. Habe ich ja auch öfter bei Thrillern, dass ich denke, ja, wie ist es ja, aber ja, aber ich fand es toll. Also für mich war es wirklich ein Thriller, der mich so ein bisschen in diese Stimmung dann auch wieder gebracht hat. Ja. Also Simone, ich werde es auch nicht lesen. Das klingt mir viel zu sehr nach nichts für Toto. Ich finde halt, bei Thrillern ist das immer so ein, entweder du feierst es halt mega oder es ist halt nichts für dich, aber ich finde, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie sehr man mit dieser Geschichte mitgeht, wie sehr man mit den Protagonisten mitfühlt, weil ich habe das ja, ich finde wirklich irgendwie 90% aller Thriller sehr unwahrscheinlich und sehr schwachsinnig, aber von diesen 90% kann ich irgendwie bei 50% darüber hinwegsehen, weil ich halt so mitgerissen werde und halt die Story einfach sehr spannend finde. Das ist immer entweder so ein Thriller, der mich halt einfach mitreißt, oder der, wo ich auf jeder zweiten Seite irgendwie die Augen rolle. Und ja, so ein Thriller aus erster Kategorie, den ich gut fand, darüber können wir später auch noch reden. Ja, aber hier ist halt tatsächlich, fand ich zumindest das Besondere, diese unterschiedlichen Erzählstile, das ist mir in Thriller noch nicht so häufig über den Weg gelaufen, dass das so gut gelöst und gemacht wurde, und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Ja. Ich fand den Tausch gut und spannend, aber letztendlich war es Fast Food. Ja, ja, wisst ihr was? Das ist ja bei Thrillern oft so. Das ist auch Fast Food. Also ich sag mal, die Hulda-Trilogie ist eine große Ausnahme. Ich sag mal, so wie die Millennium-Trilogie eine große Ausnahme war, oder die Scherbenkind-Trilogie war auch eine große Ausnahme. Die sind so extrem, die haben so viel Neues, die haben so viel Innovatives. Das bleibt eben halt im Kopf. Ansonsten frag mich nach meinen Harry-Hole-Büchern. Ich kann euch nicht mehr sagen, was da drin vorkam. Die sind dann irgendwann weg. Deshalb, also das ist ja auch jetzt erstmal nichts Negatives. Ja, finde ich auch. Ja. Und es ist auch schwierig, glaube ich, einen Thriller nochmal zu lesen, wenn man halt genau trotzdem noch weiß, wie er irgendwo endet, in welche Richtung. Ja, habe ich noch nie gemacht. Du liest ja eh kaum Reread, aber ich glaube, das ist bei Thrillern halt nochmal schwieriger, wenn man da einfach schon, also genau weiß, welchen Weg gegangen wird. Ja. Ich glaube auch, ich habe wenige Thriller in meinem Leben rereadet, also wirklich Thriller. Der einzige, den ich jemals rereadet habe, war Sakrileg von Dan Brown. Genau. Ja, und da auch nur, weil das halt so historisch ist und halt diese ganzen Verknüpfungen hat. Und ich finde, da lohnt es sich einfach, das nochmal zu lesen. Ich wollte gerade sagen, das ist aber auch ein Buch, da kann man viel vergessen, was eigentlich auch interessant ist. Da geht es ja nicht nur darum, ich löse einen Fall, sondern da geht es ja um viel, viel mehr. Das ist ja... Aber sowas wie das krasse Gegenteil wäre zum Beispiel Gone Girl von Gillian Flynn. Das ist halt ein Buch, ne, die Frau verschwindet und er wird beschuldigt. Und wenn man halt weiß, was eigentlich dahinter steckt, was ja so der Twist ist in diesem Buch, dann ist das halt komplett witzlos, das eigentlich nochmal zu lesen. Also ich hab zum Beispiel vor ein, zwei Jahren nochmal Bird Box nochmal gelesen. Das mache ich aber auch nur dann, wenn tatsächlich eine Verfilmung kommt, die mich sehr, sehr interessiert, wo ich aber jetzt nicht mehr so richtig das Buch drauf habe. Wobei, ich sag mal, den Grundtenor dieses Buches, den werde ich auch nicht vergessen. Also es ist ja auch so eine sehr besondere Geschichte. Hier werden gerade auch wieder Bücher genannt, bei denen es sich dann doch lohnen würde, zum Beispiel The Ending von Ian Reid, finde ich auch.
Oder Diana ja, schreibt auch. Weil du nachher wissen willst, was hast du eigentlich alles verpasst? Was hast du überlesen? Wo sind diese gewissen Stellen in dem Buch, die dich quasi schon auf das Ende vorbereiten, die es ja gibt? Und das finde ich auch interessant. Und es ist nicht so dick, das lohnt sich auch. Also es ne, ist nicht so viel zu lesen. Hm? Ja, der Astronaut von Andy Weir, ja, den habe ich ja hier liegen, ne? Der kommt ja demnächst weg, ne? Der geht ja in den Bücherschrank, ne? Das waren ja die langweiligsten 100 Seiten. Du hast den Marsianer, Ich wollte gerade sagen. Marsianer hier liegen, nicht der Astronaut. Das macht nichts, weil Thorsten findet das alles nicht gut. Alles dasselbe. Eben. Habt ihr das gehört? Hat der Chat das gehört? Oder was hier auch rereadet wurde, Ein wenig Leben. Das ist auch ein Buch, das ich auf jeden Fall zeitnah rereaden werde. Jo. Und ich glaube, das ist auch ein Buch, das beim zweiten Mal lesen vielleicht sogar noch schlimmer wird. Oder was du bei Ein wenig Leben zum Beispiel machen kannst, du kannst das lesen und du kannst das hören. Weil ich glaube, dass das da auch nochmal ein Unterschied ist, ob du es liest oder ob du es hörst, weil es wird halt echt von Torben Kessler großartig vertont. Es ist halt ein Erlebnis, das auch nochmal zu hören. Und wenn man sagt, man hat es gelesen, dann finde ich, kann man es in dem Fall auch wirklich nochmal hören. Ich finde so allgemein so Rereads, okay, einmal lesen und wenn man weiß, es gibt das Hörbuch, dass man es dann vielleicht nochmal hört, so mache ich oftmals dann. Mache ich bei King auch manchmal. Kannst du mal eben den Kommentar von Maler einblenden? Danke. Ich komme nicht mehr mit, Freunde. Wie kann das denn langweilig sein? Das war doch total cool. Könntet ihr auch den hier einblenden? Ja, das sind wir doch schon eher hier. Leute, der Film ist großartig. Ich habe diesen Film geliebt. Ich könnte den tausendmal gucken. Aber dieses Buch, der pflanzt auf den ersten 100 Seiten Kartoffeln an. Ja, aber er ist witzig beim Anpflanzen. Das Nein. ist mehr, als viele andere von sich behaupten können. Ja. Okay. Aber der Chat sagt auch, viele, die es ab... Ich glaube, ich habe das ja auch noch nicht gelesen. Ich habe das ja auch noch auf dem Sub, ne? Aber ich kann mir halt genau vorstellen, wie dieses Buch ist. Und ich weiß mittlerweile auch, dass es einfach nichts für mich ist. Weil ich einfach genau weiß, irgendwie, was Thorsten meint. Steffi, hast du das gelesen? Das wäre das erste Mal. Du mochtest es doch total gerne. Ja, ich habe das geliebt. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass Paddy und ich vielleicht das vor dem Film schon kannten. Ja. Und deswegen fand ich auch den Film so furchtbar, weil der Film ja total kastriert ist von hinten bis vorne. Ja. Das war ja ganz schlimm. Und ich glaube halt, wenn man den Film kennt und dann zum Buch greift, ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach daran. Aber ich weiß, es ist doch komisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich habe immer das Gefühl, ich bin der Einzige, der ein Buch schlecht findet. Weil alle das total hypen. Und dann sage ich das mal und plötzlich merke ich, dass ganz, ganz viele, also ich sag mal im Moment gefühlt die Hälfte, dieses Buch auch total langweilig findet. Ich meine, ja, aber das ist doch bei den Kingsianern auch. Die Hälfte feiert es, ein Viertel findet schlecht und das andere Viertel will gar nicht mehr lesen, weil vielleicht langweilig. Es ist halt immer interessant. Es kann gut oder schlecht sein. Das ist das ging mir bei Margaret Atwood so. Das ging mir bei Ready Player One so. Das Nein, da warst du nicht alleine. Das habe ich sogar abgebrochen, als wir das gemeinsam. Ja, wir haben das ja gemeinsam gelesen, genau. Aber ich habe das nicht beendet. Ich fand den Film aber gut. Ja, den Film kenne ich nicht. Ich glaube, das ist auch eher eine visuelle Geschichte. Ja, und da war es großartig. Ja. Ja. Okay. Ja, so, wir haben schon eine halbe Stunde verquatscht, Leute. Genau. Mhm. Mit Phil, wie geht's denn hier weiter? Wir, glaube ich, wollten als Der nächste Punkt auf der Tagesordnung besagt auch wie sonst immer, dass wir noch unsere Highlights und unsere Flops Revue passieren lassen. Da wir jetzt ja immer jedes Quartal einen Livestream machen, passt es ja auch ganz gut. Und ich würde jetzt gerne von euch wissen, was waren denn im letzten Quartal eure Highlights? Gehen wir wieder in der gleichen Reihenfolge wieder. Ne, Paddy? Möchtest du den Anfang machen? Ja, also ich kann euch das Buch jetzt nicht haptisch zeigen, weil ich es meiner Mama geliehen habe, die es im Übrigen abgebrochen hat. Nur mal eben. Und für mich war es ein Riesenhighlight, ist also auch ein Jahreshighlight und das hat auch gute Chancen, das beste Buch des Jahres zu werden. Ich zeige es euch jetzt mal so. Könnt ihr es sehen? Der Verdacht.
Von Ashley O'Brien. Da habe ich ja auch in meinem Lesemonat so geschwärmt und das fand ich ja einfach nur irre. Ich fand es irre. Ich habe das in kürzester Zeit durchgesuchtet. Das war so toll geschrieben. Das hat mich so mitgenommen. Ich war danach völlig fertig. Ich war überhaupt nicht mehr ansprechbar, als ich das beendet habe. Und ich fand an diesem Buch war das Beste, dass es ein Ende hatte, das nicht so war, wie sich's, glaube ich, viele gewünscht hätten von der Autorin. Also, da, ich kann jetzt nicht genau sagen, wieso, weshalb, warum, aber der Inhalt des Buches lässt, glaube ich, viele Leser hoffen, mich nicht, aber viele andere hoffen, dass es ein bestimmtes Ende hat, was den Leser auch wieder versöhnt. Und mir hätte dieses Ende aber nicht gefallen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie es genauso macht, wie sie es gemacht hat. Auch wenn es mir dann danach nicht gut ging dabei. Aber das fand ich einfach großartig, dass sie echt so gesagt hat, nee, ich ziehe das jetzt durch, das wird jetzt so beendet. Auch wenn dann der Leser wahrscheinlich da sitzt und sich denkt, bitte nicht, aber sie hat es gemacht. Ich fand es toll geschrieben, ich fand es mega spannend, ich fand es total schockierend. Es hat mich mitgerissen von hinten bis vorne. Und solche Bücher sind halt dann einfach große, große Highlights. Und Highlight Nummer zwei. Da bekommst du auch gerade wirklich Zuspruch bei der Verdacht. Ja. Ah ja, genau. Also, ja. Was gießt überschlagen sich alle. Ja, also es ist ein bisschen, übrigens, da schreibt gerade auch jemand, auf Englisch heißt es The Push. Und ich finde, dass das einfach der viel bessere Titel ist, weil es im Prinzip genau um das geht. The Push, es geht genau darum. Deswegen, der Titel passt einfach tausendmal besser als der deutsche Titel wieder. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie die jetzt auf diesen Buchtitel wiederkommen. Also The Push wäre wirklich perfekt gewesen. Aber ja, also wie gesagt, ich fand es mega. Und ich finde es echt interessant, dass das dann danach auch so viele toll fanden. Ich habe da auch voll Feedback auf Instagram bekommen, dass die Leute da wirklich mitgegangen sind. Das ist ein bisschen heikel, das Ganze, weil es halt um eine Mutter geht, die ihr Kind nicht liebt, ist jetzt der falsche, die keine Beziehung zu ihrem Kind hat. Und es ist aber auch umgekehrt so. Also das Kind hat auch keine Bindung oder keine Beziehung zu ihrer Mutter. Und das merkt man halt, umso älter das Kind dann wird, dass das einfach zwischen diesen beiden nicht funktioniert. Und das allein ist schon so ein bisschen anstrengend, das zu lesen, weil das natürlich eigentlich nicht normal ist, in Anführungsstrichen. Man kennt das ja eigentlich so nicht. Und wenn, dann kennt man es vielleicht von Müttern gegenüber den Kindern. Das kommt ja hier und da vor. Aber umgekehrt, dass es auch umgekehrt so ist, dass da nichts stattfindet zwischen Mutter und Kind. Das ist das, wie so ein bisschen die Geschichte angeht. Und dann entwickelt sich das zu einem Buch, wo ich mir wirklich dachte, also ich war wirklich teilweise, musste ich eine Pause machen, weil mich das wirklich richtig mitgenommen hat. Phil, das wäre zum Beispiel auch was für dich, Steffi. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, Thorsten, glaube ich jetzt eher nicht ganz so, wobei... Ja, doch. Also eigentlich glaube ich, für alle Keynesianer wäre es was, weil es halt psychologisch auch wirklich toll ist. Interessant, ja. Ja, klingt echt ist gut. Es auch. Meine Schwester liest es auch gerade und hat es mir heute auch geschrieben, dass das so was richtig sagt gut sie? Wäre. Gefällt es ihr, ja? Ja, mega. Okay. Ah ja, oh Gott, im Chat. Da ist richtig was los, ja. Ja. Hier sagen ganz viele, dass sie die Thematik des Buches so ein bisschen abschreckt. Da haben sie Angst vor. Aber es wird auch immer wieder gesagt, dass es halt so richtig verfolgt, dieses Buch. Ja, ich denke auch jetzt immer noch dran. Und das ist es halt eben. Und solche Bücher sind Highlights. Wenn ich jetzt nach 3 Monaten immer noch genau weiß, was ist passiert. Wenn ich noch weiß, dass die Protagonistin Blythe hieß. Ich weiß es. Und oftmals liest man ein Buch und man weiß halt 3 Tage später nicht mehr, hieß sie jetzt Kate oder hieß sie Anne? Keine Ahnung. Und ich weiß noch, dass es Blythe war und sie wird mir immer in meinem Kopf bleiben, diese Protagonistin. Und solche Bücher haben halt Highlight-Potenzial, ne? Das wissen wir ja. Ja, das stimmt. Ja. Sehr intensiver Roman, genau so würde ich es auch beschreiben. Ist wirklich so. Und ich kann auch verstehen, wenn man sagt, man will von dieser Thematik so ein bisschen Abstand nehmen. Ich kann das verstehen. Ich muss halt aber sagen, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen dabei, der jetzt Angst hat, dass dieses Buch sehr
Gewalt oder dass es von viel Gewalt geprägt ist. Das ist es gar nicht. Also sie empfindet halt nichts für ihr Kind. Das kann man jetzt natürlich auch auf eine Art, also eine Art von Gewalt jetzt bezeichnen, aber sie tut ihm nichts so, weil sie jetzt da irgendwie die Angst ist. Weil das haben ja dann auch viele nach meinem Lesemonat geschrieben, sie haben Angst, dass quasi das halt zu aufwühlend ist, wenn man ein Buch liest, wo die Mutter ihr eigenes Kind verletzt oder sowas. Ne? Ja. Aber ist immer so, dann sind solche Sachen natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ne? Also genau. Dann darf man da natürlich auch nicht nachgreifen. Mhm. Genau, ja. Klar. Kann natürlich auch extremst triggern. Wobei dieses Buch trotzdem meiner Meinung nach triggern kann, aber auf eine andere Art und Weise wieder. Ja, ja. Also nicht so offensichtlich, weil Gewalt an sich eine Rolle spielt, sondern durch die Hintertür kann das triggern, finde ich. Also es hat sogar mich extrem lang beschäftigt und ihr wisst, mit welchen Themen ich mich so in meiner Freizeit beschäftige. Ich denke mal, dass es da ja auch um gewisse psychische Erkrankungen geht, ne? Um Empathielosigkeit oder so. Das gibt es ja. Ja, auf eine Art und Weise schon, ja. Ja, also ich bin wirklich mal drauf gespannt, wenn ihr das liest, was ihr da sagt. Also da, glaube ich, gibt es ganz viel Diskussionsstoff, weil über dieses Buch kann man, finde ich, stundenlang diskutieren, stundenlang. Und das ist auch wieder so ein Grund. Das ist gar nicht so dick. Ich glaube, das hat 350 Seiten und ich könnte 3 Tage drüber reden. Also daran merkt man ja schon, wie viel Input das einfach hat, ne? Wie einen das wirklich mitreißt. Aber Paddy, die 3 Tage hast du hier nicht. Mhm. Nee. Deswegen du wirst jetzt das zweite Buch vorstellen. Deswegen mache ich es ganz kurz. Ja. Und ganz ehrlich, ich hätte mir das nie im Leben gedacht. Never. Dass mir das gefällt, sage ich euch, wie es ist. Und ich habe mir wirklich, also meine Mama hat mir das Buch gekauft, die hat es mir mitgebracht und ich bin ehrlich, ich gucke so drauf und denke mir, naja, so was lese ich eigentlich nicht. Und dann habe ich es als Hörbuch angefangen, weil bei Bookbeat ist ja was ganz anderes. Wenn er das selber liest, ist es doch was ganz anderes. Großartig. Ich habe mich weggeschmissen. Ich habe so gelacht. Ich weiß noch, dass ich beim DM stand. Total peinlich. Und auf einmal, und es war, also ich war so ganz ruhig an der Kasse und auf einmal passierte mir das. Es war auf einmal was total Witziges und dann auf einmal und die Kassiererin und die hinter mir und dann ich so, ich höre nur Hörbuch. Ja, okay, dann bin ich schnell raus mit meinem Haarspray, schnell zur Tür. Aber das war wirklich mega. Es war so witzig. Es war so unterhaltsam einfach. Er war grandios und es ist nicht nur, letzter Satz, was für Katzenbesitzer, sondern es ist was für jeden, weil es einfach so witzig ist und ich mag keine witzigen Bücher, aber das hier war wirklich genial. Unterhaltung pur, totale Empfehlung. Jahreshighlight. So, jetzt habe ich mir gefragt, kann man das auch als Hundemensch lesen? Ja, definitiv kann man. Ja. Ja. Und ich habe das bei der Gartenarbeit unter anderem gehört und bin dann zu diesen Szenen gekommen am Flughafen, wo er mit seinen Katzen reisen möchte und wie er dann wirklich erzählt, wie er da versucht, gewisse Dinge auszutricksen. Und ich hatte da so herzhaft gelacht und bei mir ist auch der Nachbar vorbeigekommen, hat mich so angeguckt. Ist ihm irgendwie das Unkraut zu Kopf gestiegen? Daran liegt es nicht, aber ich habe mich echt so hingesetzt und musste erstmal so lachen und habe mir da so bildhaft vorstellen können. Und das kann Harpe einfach wirklich so eine Bildhaftigkeit. Und man sieht diese Katzen, man sieht ihn so treu doof am Flughafen in der Szene stehen und denkt so, oh mein Gott, ich sehe mich da auch so wieder. Also er hat uns Katzenbesitzer, glaube ich, auch ganz gut getroffen in vielen Szenen, wo man echt denkt, oder auch Tierbesitzer oder Tierliebhaber. Ja. Also das ist dann Katzengefühl. Vor allem, als er dann nachgemacht hat, wie er mit seinen Katzen spricht. Und dachte ich mir so, wow. Ich mach das auch so. Aber dann wird es dir erst richtig bewusst, wie, ne? Wie doof das klingt. Wie doof es eigentlich klingt, wenn du dann so, ja, und also auch noch so Tipps gibt, also es ist ja so ein Ratgeber, wo er eben sagt, auf was man so zu achten hat, wenn man sich ein Tier holt oder eine Katze holt. Und dann auch loben sie ihr Tier und das macht man am besten
nicht mit langen Sets und dann bringt er so Beispiele, sondern machen sie es kurz und knackig, aber immer in süßer Stimme. Und dann legt er da los, das war Hammer, also war wirklich großartig. Und was ich auch toll fand, ist, dass er immer so ein bisschen einen historischen Touch mit drin hatte. Also er hat immer viel erzählt über die Geschichte der Katze an sich eigentlich und von irgendwelchen chinesischen Kaisern, die schon Katzen hatten, oder ich fand auch eine Stelle total toll, da hat er erklärt, warum Katzen eigentlich immer auf den Füßen landen. Nämlich, weil ihnen der Prophet über den Rücken gestreichelt hat und deswegen können sie niemals auf ihrem Rücken landen, sondern immer auf ihren Füßen, weil er sie halt gestreichelt hat. Und solche Anekdoten gibt es ständig in diesem Buch und das fand ich so toll. Ja, das kannte ich, das wusste ich auch nicht. Also es gibt ja so viel, so Ägypten und so weiter, da ne, gibt es ja immer viele Verbindungen, aber das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und das ist aber die ganze Zeit in diesem Buch immer wieder. Und das fand ich richtig interessant auch, weil es halt viel war, was ich noch gar nicht wusste. So, das war halt also ich glaube, ganz Deutschland wird ab morgen dieses Hörbuch hören. Ja, es ist aber wirklich wert, weil es macht so viel Spaß. Also wirklich, der Hausputz oder was ihr auch immer vorhabt, klappt wirklich sehr schnell, wenn ihr das nebenbei hört. Ja, so. Absolut. Und jetzt ist wirklich Schluss hier mit mir. Jetzt bitte sprecht ihr, weil ich quatsch hier ganz alleine die ganze Zeit. Steffi, du bist, glaube ich, dran. Ja. Also bei mir war es mal wieder sehr Fantasy-lastig. Ich hatte einige Highlights. Also ich habe auch im letzten Quartal relativ viel gelesen, was natürlich auch durch meinen Urlaub dann im Juni nochmal war. Aber ich habe so drei Bücher sofort im Kopf gehabt, als es um Highlights ging. Und sie sind alle mehr oder weniger Fantasy. Ist super? Nein, wohl nicht. Zum einen Grisha von Leigh Bardugo. Damit hat jetzt meine Liebe im Grishaverse begonnen. Ich habe die Trilogie gelesen, habe das Lied der Krähen gelesen, habe jetzt den ersten Teil der Nikolai-Dilogie gelesen und ich feiere das wirklich groß. Ich habe Grisha geliebt. Ich mag Alina, ich mag diese Welt, die erschaffen wurde. Ich fand die Magie großartig und ich fand es toll, dass wir hier so, also wirklich auch einfach diese magische Welt, wie die Grisha funktionieren, was dahinter steckt, welche Probleme es gibt, wie man sich so hin und her gerissen auch fühlt mit dem Antagonisten, sag ich mal, weil auf der einen Seite findet man das gut, was er macht, wie er ist, wie er auch so charmant natürlich manchmal rüberkommt. Auf der anderen Weise weiß man eigentlich, dass es falsch ist, dass man ihn mag, wie es ja dann doch so häufiger ist. Und ich fand auch Alina als Protagonistin richtig, richtig stark, richtig toll, irgendwie nicht so verzogen, nicht so ich möchte irgendwie ein Held sein, sondern sie wollte einfach so ihr Ding machen, ihre Familie, ihr Leben, ihre Freunde und die es dann eben wurden, irgendwie beschützen. Und das fand ich richtig toll. Ich mochte den Sprachstil und besonders auch noch in der Grisha-Trilogie, da sind wir ja auch in der Ich-Perspektive, was ich richtig, richtig toll fand. Und es gibt wahnsinnig tolle Nebencharaktere, die man dann eben in das Lied der Krähen oder eben dann auch in der Nikolai-Trilogie wieder sieht oder Dilogie, habe ich absolut gefeiert. Also wahnsinnig toll und richtig, richtig episch und groß und auch die Serie kann ich sehr, sehr empfehlen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und es sieht so schön aus. Können wir mal darüber sprechen? Ja, das ist noch die vergriffene Hardcover-Variante, ne? Ja, ich wollte... Hast du die anderen Teile auch in der Variante? Was nochmal? Hast du die anderen Bände auch in dieser Variante? Da bin ich zu geizig. Die kosten bei Rebuy oder eBay jeweils um die 70 bis 80 Euro. Und nee, also für 150 Euro zwei Bücher, also nee, das sehe ich, da bin ich zu geizig. Da reicht mir so ein Vertreter, den ich bei Tauschticket günstig ersteigert habe, der in einem Top-Zustand auch ist. Und ja, wunderschön. Also ich finde die richtig toll. Ich finde auch die neuen Cover toll, die es im Schuber gibt, die ja dem Original entsprechen. Aber ich finde das mit dem Aquarell und es hat ja auch das Tier, Rechts-Links-Schwäche hier, das Tier in den Sinn, was jeweils auf den Covern drauf ist. Und es ist, ich fand es bombastisch gut. Also, ja, ich fand es schön. Ja. Dann geht's fantasy-lastig weiter. Victoria Schwab mit Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass es gar nicht so viel Fantasy ist, außer dass wir hier eben den Teufel treffen, der eben einen Deal mit Eddie LaRue macht, die, ich glaube, wir starten 1714, um es genau zu sagen, also irgendwann Anfang 18. Jahrhundert. Und sie hat das Landlebenssatz, sie will nicht verheiratet werden und sie möchte reisen, sie möchte die Welt sehen, sie will sich kennenlernen, sich finden, ist noch relativ jung und trifft dann eben irgendwann ja den Teufel im Wald und der macht mit ihr eben den Deal, dass sie unsterblich sein kann, aber unter der Bedingung, dass sich nie jemand an sie erinnern wird.
Und so reisen wir mit ihr durch die Zeit, sind eben auch bei historischen, echten Ereignissen dabei, erleben diese mit ihr, wie sie damit umgeht, wie sie die Zeit auch empfindet. Und natürlich trifft sie immer wieder auf ihren Weggefährten, den Teufel. Und irgendwann eines Tages in unserer Zeit trifft sie eben jemanden, der sich doch am nächsten Tag wieder an sie erinnert. Und das war so eine grandiose Geschichte. Sie ist relativ dick. Ich fand keine Seite zu viel. Man ist da richtig eingetaucht in dieses Leben, wie es eben ist, wenn man so allein ist, wenn man einsam ist, wenn man Dinge im Grunde jeden Tag mit einem gleichen Menschen wieder tun kann, ohne dass der weiß, dass er das ja gestern mit einem auch schon erlebt hat. Und das war so eine besondere Stimmung. Es war mega atmosphärisch. Und ich feiere die Autorin sehr. Also ich fand das, ja, es ist für mich auch ein absolutes Lebenslese-Highlight. Ich habe es als E-Book gelesen, weil es das E-Book zuerst gab. Und ich glaube auch schon 4 Wochen vor dem, dass dann das Taschenbuch kam. Und ich muss das aber im Regal stehen haben. Und ich möchte es auch unbedingt wieder rereaden, vielleicht diesmal dann hören. Ich finde das Hammer. Also es war so toll. Ja, und auch sprachlich, wie Lina hier schreibt, einfach toll. Also Victoria Schwab kann das wirklich richtig, richtig toll. Hört sich an wie Faust. Das ist. Nee. Es hört sich vielleicht nicht mal so an, also es ist schon eine andere Geschichte. Thorsten. Was ist nochmal Faust? Bitte? Was ist nochmal Faust? Na, von Wagner, oder? Oh Gott. Nein, nicht Wagner, ne? Von Goethe. Das ist, glaube ich, Goethe, aber ist egal. Okay, da hast du recht, es ist Goethe. Da habe ich was anderes am Kopf von Wagner. Okay, Entschuldigung. Da möchte ich keinen Faust Vergleich. Faust 1 und Faust 2 jetzt. Was ist denn dann Faust, Thorsten? Erzähl doch mal. So. Ich habe das nicht gelesen, ich weiß es nicht. Okay. Gut. Ja, ich bin nicht beschlagen. Wirklich toll, war richtig, richtig schön. Kann ich sehr, sehr empfehlen und könnte, glaube ich, auch den King's Yarn angefangen. Ja, ich hatte es auch schon im Auge. Ist aber kein Jugendbuch. Also wenn Thorsten so guckt, es ist tatsächlich kein Jugendbuch. Nein, es ist definitiv. Ja, aber wie du weißt, muss ich ja erstmal dieses Jahr noch die Witcher-Saga beenden. Da habe ich ja noch ein Band. Und dann werde ich ja das Lied der Krähen anfangen. Habe ich ja schon ein bisschen reingelesen. Aber, kennst du doch gar nicht, oder? Wieso liest du dann das Lied der Krähen? Ja, das frage ich mich auch. Hä? Das ist mir so empfohlen worden, das sollte ich lesen. Nein, mach das nicht. Das spoilert halt Grisha. Also, jein. Ja, vielleicht will ich das gar nicht lesen, Grisha. Okay, also wenn du es, aber es ist schon dann verwirrend, vermute ich, weil du natürlich das Grisha, die Grisha-Magie nicht kennst. Aber jetzt muss ich hier mal, unser aller Buchhändlerin unseres Vertrauens, und wir wissen alle, worüber wir sprechen, ja? Liebe Kerstin. Hat mir damals empfohlen, ich soll unbedingt das Lied der Krähen lesen. Aber mir hat es ja damals gar nicht, also ich habe damals ja nur so 3,5 Sterne gegeben, als ich es ohne Grisha gelesen habe, und jetzt ist das Lied der Krähen ein Highlight, weil ich einfach nicht erst 150 Seiten brauche, bis ich in der Geschichte drin war. Lies doch Grisha, das ist großartig, finde ich. Ja, aber ich habe mir doch jetzt... Nein, das ist absolut nichts für Thorsten. Also nee, wirklich Grisha nicht. Grisha glaube ich auch nicht. Also Grisha ist für Thorsten, das ist dann doch ein bisschen zu Jugendfantasy. Ja. Aber das ist das Lied der Krähen doch auch, oder? Aber es ist natürlich schon ein bisschen erwachsener, finde ich. Also hier hast du halt ein Mädel, das sich auch zwischen zwei Jungs, Männern irgendwie hin und her kriselt. Das hast du halt bei dem Lied der Krähen nicht. Da hast du halt eine Bande von sehr coolen Typen. Ja... Ich habe die Krähen gelesen, ohne Grisha zu kennen. Fand das wirklich nicht gut. Also es gibt ja auch sehr unterschiedliche Meinungen. Also ne, man kann das ja theoretisch machen, das Lied der Krähen einfach unabhängig zu lesen von Grisha. Aber ich denke auch, dass es wahrscheinlich mehr Sinn macht, erst Grisha zu lesen, einfach um das ganze Worldbuilding zu verstehen. Aber ich glaube auch, und das wird hier gerade auch nochmal geschrieben, dass Grisha halt nichts für Thorsten ist. Glaube ich auch nicht. Also deswegen probier es. Wenn du Fragen hast, komm einfach rum. Ja, so würde ich das nämlich auch machen, weil ich finde, ich habe auch überhaupt nichts gegen Jugendfantasy. Also überhaupt nicht. Ja. Sie darf eben halt nur nicht so
sehr, typisch sein. So sehr romantisiert sein. Nein, das ist es auch, Grischer nicht. Also ich finde das zum Beispiel, auch Grischer nicht, finde ich. Doch, das ist Grischer Vollgas, klar. Nee, finde ich gar nicht. Ich hatte da keine Augenrollmomente. Ja, ich auch nicht. Ich fand das ganz erfrischend damals, ich weiß es noch, weil das war gerade so die Zeit, wo so viel kam so in die Richtung, was mich ein bisschen genervt hat, weil das halt immer so dieses ganze liebesromantisch Zeugs da war. Und dann kam Grischer und das war für mich total erfrischend, weil es halt einfach so ein bisschen anders war. So habe ich das damals empfunden, aber also anders als diese damals. Aber Thorsten, massenhaft. Du hast Panem, oder? Hast du die auch gelesen? Oder nee, ich lese nicht, nur die Filme geguckt. Also weil es geht schon vom Stil, finde ich, in eine ähnliche Richtung. Und auch Alina ist so, also jetzt nicht wie Katniss, so richtig 1:1, aber so vom Typus her würde ich schon sagen, dass das gewisse Ähnlichkeiten bietet. Aber lest die Krähen und probier es einfach aus. Ja. Ja, ja. Und dann das letzte Buch. So, Philipp, ich glaube, die nächste halbe Stunde gehört uns. Ja, Moment, ich bin ja schon ganz schnell. Es muss jetzt natürlich, es muss groß in die Kamera. Es ist Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Und auch hier sind wir natürlich irgendwo ein bisschen in der Fantasy, aber eigentlich ist das eine Lebensgeschichte von, ja, die, mir fehlen da echt die Worte. Ich kriege auch direkt wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich finde, es muss jeder gelesen haben. Es ist ein Buch über nicht verstanden werden, jeden zu akzeptieren, wie er ist, das Leben auch einfach zu leben, dass man darin glücklich ist, dass man sich wohlfühlt, dass man das tut, was man möchte und eben eigentlich darauf pfeift, was andere sagen, denken und fühlen. Und ja, wir treffen hier eben Linus, unseren Protagonisten der Kinderheime, begutachtet, die eben magische Kinder mehr oder weniger beheimatet und eben überprüft, ob die da gut aufgehoben sind. Und eines Tages wurde eben auf diese Insel geschickt von Mr. Parnassus und trifft in diesem Heim. Unter anderem trifft er dort ja den scheinbaren Sohn des Teufels. Und er trifft dort eben magische Kinder, die irgendwie verstoßen werden, weil sie als Monster gesehen werden, weil sie merkwürdige Gaben haben. Und es ist so, so, so viel mehr und es ist eine wunderbare Geschichte und auch sprachlich richtig toll und ja, ich fand es großartig. Also wirklich ein Buch, was jeder wirklich gelesen haben sollte und sich wohlfühlen kann und ja, also ganz warm wird und man die Welt dann doch ein bisschen wieder mit anderen Augen sieht und ja, so positiver und ja, ich liebe es einfach, ja. Und ich sehe im Chat auch viele, die es lieben. Und ja, ich glaube auch Kerstin. Also ja, definitiv. Und ja, ich bin sehr gespannt, was von ihm noch kommt. Und ja, gibt ja im englischen Original einiges, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob irgendwas so in die Richtung geht. Aber ach, es war so schön. Ja, gut. Thorsten? Ja, was? Du bist dran. Ich habe mich gerade so. Highlight Nummer 1 und 2, also quasi 2 in 1. Leute, warum habt ihr mir nie gesagt, wie geil diese Geschichte ist, Langolias? Haben wir das nicht gesagt? Nein, ihr kennt die doch alle. Nee, also, ich habe sie nicht gelesen. Okay, ich dachte, also die ist umwerfend. Das ist ja Science Fiction. Der Mann, ich habe ja schon häufiger mal gesagt, er kann ja auch Science Fiction. Der ist ja nicht nur Horror, er kann ja auch Science Fiction. Und wenn er das richtig macht, ist das richtig, richtig geil. Also das Flugzeug, wo plötzlich bis auf 5, 6 alle Passagiere plötzlich verschwunden sind und das landet dann irgendwo und die Atmosphäre ist ganz seltsam und es stellt sich nachher heraus. Das ist jetzt ein Spoiler. Naja, es hat schon was mit verschiedenen Welten zu tun und so weiter und so weiter. Also es ist einfach, ich glaube, ich habe mich immer so davor gefürchtet, weil es so eine ganz, ganz schlechte Verfilmung gibt. Ja. Mhm. Wurde ja auch gerade gesagt. Ja. Ich glaube, das habe ich mir mal irgendwann halb angeguckt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich die ganz schnell wieder gelöscht. Und das zweite. Ja, eine Lieblingskurzgeschichte. Ja, auch das heimliche Fenster. Fand ich auch super. Aber nicht, also das würde ich sagen, ist 4 Sterne und Langolias, ja, 5 Sterne, eine der besten Novellen.
Das geheime Fenster ist, ich finde, noch ein Tick besser verfilmt worden mit Johnny Depp. Ja. Und ich finde, auch diese Geschichte ist der absolute Hammer. Also das waren so zwei Novellen, die mir einfach noch gefehlt haben und die ich mir dann mal ebenso gegeben habe und ganz begeistert war. Ach, ja, das waren meine zwei Highlights, zwei in eins. Ups, sorry. Es hat gerade bei mir an der Tür geklingelt. Ich muss leider ganz, ganz kurz mal gucken, was da los ist. Bengoli, das war für mich ein Flop. Aha, aha. Aber das geheime Fenster. Otto hat mal wieder mit allem recht. Amen. Also ich weiß, dass es diese Geschichten, dass es Lengolias gibt, da sind zwei Geschichten drin, dann gibt es Nachts, da sind auch zwei Geschichten drin und dann gibt es alle vier Kurzgeschichten nochmal in einem separaten Band. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das ist. Ich glaube, dieser Band hat noch der Bibliothekspolizist, was auch eine phänomenale Geschichte ist. Ja, großartig. Es Stimmen gibt. Bei Nachts drin, genau. Wartet bei ihm. Und Thorsten hat einen Krampf im Fuß. Ich habe gerade einen Krampf. Alles gut. In den Schmerz, hat mein Therapeut früher immer gesagt. Ich habe gerade im Schneidersitz auf meinem Stuhl gesessen. Das war nicht gut. Der Was habe ich verpasst? Da ist man einmal eine Minute weg. Ich hatte einen Krampf. Oh Mann. Und die vierte Geschichte war, glaube ich, Zeitraffer. Ich habe Nachts noch nicht gelesen. Den habe ich auf dem Sub mit diesen beiden Geschichten. Oh, den Julius habe ich beide gelesen. Schon. Und war dann in der Verfilmung total verwirrt. Ich habe gar nicht gecheckt, als das damals mit Johnny Depp rauskam. Und dachte, jetzt passiert doch das und das. Und dann gibt es ja aber Änderungen trotzdem in der Story. Also Hund, Katze. Und da stand dann dachte ich, das kenne ich und bin aus diesem Film raus und habe zu Freunden gesagt, ich habe diesen Film schon gesehen, bis ich dann irgendwann mal dahinter gekommen bin, dass das ja die Verfilmung aus dieser Kurzgeschichte heißt, die ja anders heißt wie eben der Film, weil es da ja um das geheime Fenster und der Film heißt das geheime Garten oder irgendwie umgekehrt. Und dann habe ich das erst im Kopf irgendwann zusammengebracht. Und also ich glaube, die Geschichte heißt Das heimliche Fenster. Dann gibt es eine auf Englisch, glaube ich, und dann gibt es die deutsche, heißt Das heimliche Fenster, der heimliche Garten, und der Film heißt Das geheime Fenster. Genau, und das habe ich überhaupt nicht zusammengebracht damals, also wie auch, und das war ja großartig, also der Film war richtig, richtig toll. Also ich würde gar nicht sagen, jetzt hat Dominik seine Frage zurückgezogen, ich wollte die gerade beantworten. Ich glaube, es kommt immer drauf an. Er hat, glaube ich, gefragt, ob es wichtig ist, bei King erst das Buch zu lesen und erst den Film zu sehen. Ja. Ich glaube, das kann man grundsätzlich so nicht sagen. Also ich bin ja immer ein Fan davon, erst das Buch zu lesen und dann den Film zu gucken. Bei mir funktioniert das wirklich nur in vielen Ausnahmen andersherum. Aber du könntest bei King, könntest du ohne weiteres The Green Mile gucken und dann dieses Buch lesen und du hättest genauso großen Spaß oder auch, ne, also nicht Spaß jetzt in dem Sinne, aber du wärst genauso emotional gepackt wie bei dem Film, finde ich. Stimmt. Du könntest die Verurteilten den Film gucken und danach die Geschichte lesen. Du könntest auch die beiden S-Filme gucken und dann S lesen, weil das einfach so wenig miteinander zu tun hat. Ich glaube sogar, manchmal würde ich das sogar empfehlen, weil umso leichter kommst du durch dieses Buch, weil dir vieles schon bekannt vorkommt. Ja. Wird dir auch geschrieben. Ohne den ersten Teil von der S-Neuverfilmung hätte ich wahrscheinlich nie das Buch gelesen. Wobei das ja bei S auch wieder ein krasser Sonderfall ist. Wenn man angenommen, man liest nur, man guckt nur den ersten Film und liest dann das Buch, ne, dann kriegt man halt den zweiten Teil auch mit. Also das ist halt nochmal was ganz anderes, finde ich. Ja. Außer man schaut sich die alte Verfilmung natürlich an, weil die ist ja so aufgebaut wie das Buch, dass wir eben die Rückblenden in die Kindheit haben und nicht so getrennt wie jetzt in der neuen Verfilmung. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass gerade bei S, diesen unglaublich dicken Schinken, es viele Leute halt einfach nach wie vor immer noch abschreckt, sich an dieses dicke Buchprojekt ranzuwagen. Und wenn man dann sagt, okay, man hat jetzt die Möglichkeit, den Film zu schauen, dann guckt man und vielleicht denkt man sich dann, oh mein Gott, jetzt will ich das Buch lesen, weil jetzt weiß ich ungefähr, ne, oder zumindest habe ich ein bisschen
bisschen was vor Augen und dann denkt man sich vielleicht, okay, dann gehe ich jetzt dieses Buchprojekt einfach an, als dass man sich jetzt komplett ohne irgendwas da reinstürzt, weil ich meine, auch wenn ich dieses Buch noch 30 Mal in meinem Leben lesen könnte, weiß ich ja, dass das schon sehr abschreckend ist, da 1300 Seiten vor sich zu haben. Also. Wobei, es gibt wirklich so Bücher und ich würde es dazu zählen und mir wird auf Anhieb auch noch eins einfallen, wo man tatsächlich einfach anfangen muss, weil die Seitenzahl im Endeffekt nachher keine Rolle mehr spielt. Weil es einfach, man ist nachher eigentlich, es ist traurig, dass man nicht noch 500 Seiten mehr hat. Das ist bei S so, finde ich immer, man liest sich da rein und dann merkt man gar nicht, wie schnell 100, 150, 200 Seiten vergehen. Und diese Erfahrung hatte ich bei S und so eine ähnliche Erfahrung hatte ich halt bei Die Säulen der Erde. Genau. Ich habe dieses Buch gelesen und das war plötzlich zu Ende. Da habe ich gesagt, nein, waren jetzt keine 1200 Seiten, das geht nicht. Und man muss da auch kein Kampfleser sein, um sowas zu lesen. Man muss einfach anfangen. Ja. Und der Rest kommt von alleine. Ja. Habt ihr gelesen? Da kommt die Frage, wie wir Arena fanden. Ist ja auch ein ganz schöner Wälzer von King. Habe ich gelesen, ist aber schon ewig her. Also ich würde damals sagen, okay. Arena ist auch anstrengender, das durchzulesen und längst nicht so gut. Ja, ich war schon ein guter King, aber ein guter King mehr halt auch nicht. Ja. Ich muss auch sagen, so wenn man zum Beispiel fragt, hey, was ist dein liebstes Buch von Stephen King? Oder hey, was ist dein Lieblings-King? Man hört immer ständig irgendwas, aber man hört nie die Arena. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand gesagt hat, mein liebstes Buch von King ist die Arena. Noch nie. Oder ne, dann kommt The Stand oder dann kommt The Green Mile oder S oder Friedhof der Kuscheltiere, das kommt nie die Arena. So. Ja, wir können ja mal im Chat fragen, von wem ist die Arena das Lieblingsbuch? Ja, okay. Lina mochte es schon mal gar nicht, hat sie gerade geschrieben. Ach, krass. Aber Anne war Arena der erste King und sie fand es wirklich klasse. Auch wenn das Ende mistig war. Ich finde, bei der Anschlag merkt man das. Der Anschlag, genau. Ist ja auch dick. Da merkt man das auch nicht. Da habe ich vorhin dran gedacht. Ich dachte, das ist das zweite Buch, was du nennst. Weil ich dachte auch beim Anschlag, da hätten auch noch 1000 Seiten kommen können. Da war keine zu viel. Ja. Ich finde, man merkt es auch bei Duddits nicht, weil Duddits einfach komplett nochmal was von King ist. Thorsten, du wirst wissen, was ich meine. Was halt nochmal ganz, ganz speziell und anders ist. Und ja. Ich. Aber wobei, auch da, also. Ja, aber Paddy Duddits ist im Mittelteil aber mächtig anstrengend. Ja, extrem. Es ist auch überhaupt nichts zum Einstieg. Null. Also wenn man das als erstes liest, glaube ich, liest man nie wieder einen King. Da flutscht man nicht so durch wie durch S. Nee. Also ich jedenfalls nicht. Es ist halt auch so verwirrend teilweise dann, ne? Also gerade in der Mitte dann auch. Das stimmt. Phil, was liest du denn eigentlich gerade? Mal so nebenbei gefragt. Highlights meinst du? Highlights meine ich was ja. Was ich lese, habe ich schon gesagt. Ja. Was sind denn deine Highlights? Also, um ein bisschen die verhärteten Fronten zwischen uns zu verhärtete wie sagt man, zu verringern, würde ich zeigen Blutroter Schatten von Patricia Walter. Allerdings ist das für mich ein 4-Sterne-Buch und kein 5-Sterne-Buch. Also ich hatte einfach in letzter Zeit nicht so die krassen Highlights. Und auch dieses Buch hier, finde ich, muss man ein bisschen Abstriche machen, weil es halt für meinen Geschmack vielleicht ein kleines bisschen zu flach war. Also man hätte, glaube ich, noch tiefer reingehen können in die Psychologie, weil hier geht es ja um einen Serienkiller, der hinter Gittern ist. Und dann gibt es eine neue Mordserie. Und dieser Serienkiller hinterlässt immer eine Nachricht mit den liebsten Grüßen von Herrn Rode. Und Herr Rode ist halt dieser Serienkiller, der gerade im Gefängnis sitzt. Und dieser Serienkiller... Herr Fitzek. Bitte? Ich dachte, Herr Rode ist Sebastian Fitzek. Jetzt geht da, glaube ich, ein bisschen was bei dir durcheinander. Jedenfalls, dieser Serienkiller weiß wohl, wer der neue Serienkiller ist, sozusagen, möchte es aber nur seiner eigenen Tochter erzählen. Und dann kommt es eben zu diesem Psychospiel zwischen diesem eingebuchteten Serienkiller und seiner Tochter. Und das ist
extrem interessant, wie da die Dynamik zwischen den beiden ist, wie die Tochter auch damit umgeht, dass sie halt die Tochter eines berühmten Serienkillers ist, wie sie vor der Presse flüchtet und so weiter und so fort. Und gleichzeitig haben wir halt diesen neuen Serienkiller, der irgendwie sein Unwesen treibt, und wir sehen das auch aus seinen Augen teilweise, diese Geschichte. Und das fand ich richtig, richtig spannend. Es hatte immer so richtig kurze Kapitel, es hatte so Ermittlerarbeit, es hatte die Psychologie der Täter, es hatte die Psychologie der Opfer, das war irgendwie alles mit drin. Aber insgesamt hätte ich mir irgendwie noch 100 Seiten mehr gewünscht, einfach damit es noch tiefer abtaucht. Also ich fand, hin und wieder war es ein bisschen klischeehaft, aber insgesamt war das ein sehr guter Tipp von Paddy an dieser Stelle. Einer der seltenen guten Tipps. Das musste jetzt noch hinterhergeschoben werden. Du hast mir Sayaka Murata immer noch nicht verziehen, stimmt's? Naja. Paddy, warte ab. Später noch. Unsere Zeit kommt auch noch. Und was aber wirklich mein Highlight war, ich möchte es kurz machen, ich glaube, das kennen auch wirklich die wenigsten, ist Atme von Judith Merchant. Merchant, keine Ahnung. Es geht um eine Frau, die ihren Mann heiraten möchte, und sie steht im Brautmodengeschäft, probiert gerade ihr Hochzeitskleid an, geht kurz in die Umkleidekabine, und als sie wieder aus der Umkleidekabine rauskommt, ist ihr Mann weg. Der ist einfach Moment, ich notiere mir das Buch. Spurlos verschwunden. Man weiß nicht, wo er ist. Die Kassiererin hat ihn nicht gesehen. Alle sind so, es war kein Mann mit dir hier, und der ist halt weg. Sie muss dann die Ex-Frau kontaktieren, ihres Freundes, denn sie hat dieser Ex-Frau den Mann ausgespannt. Und diese beiden Frauen, die ja eigentlich völlig verfeindet sind, suchen dann gemeinsam nach diesem Mann und versuchen nachzuvollziehen, was da wirklich passiert ist, weil es halt so absurd ist, dass dieser Mann einfach spurlos verschwindet. Und das ist ganz außergewöhnlich geschrieben. Also wirklich, das ist sehr, sehr, sehr literarisch angehaucht und hat so eine ganz eigene Art, das zu erzählen. Und wir haben eine ganz besondere Protagonistin, und das fand ich wirklich richtig, richtig gut, weil es mal ein ganz anderer Thriller war. Paddy? Ich hab eine Frage dazu. Ist es was für mich? Nein. Yes. Gut, weil ich sehe nämlich gerade, es gibt es als Hörbuch umgekürzt. Richtig, ich habe es auch gehört auf BookBeat, es war mega. Und ist es gut vertont? Wer spricht es? Judith, wer spricht das ein? Ist das die kenne ich, die Sprecherin. Wie lang geht es? 8 Stunden, das lade ich mir. Das ist schon wirklich ein... Habe ich noch nie vorher gesehen und gehört, ganz ehrlich. Ja, ich habe es geschenkt bekommen und fand, dass es wirklich richtig gut klingt, habe einfach mal reingelesen. Ich mache das ja oft, wenn ich ein Buch neu habe, lese ich mir so das erste Kapitel, einfach so. Aber dann war ich plötzlich so auf Seite 100 und dann hatte ich es auch ratzfatz einfach durch, weil mich das so reingezogen hat. Also das war wirklich super. Ich habe auch gerade gesehen, es hat bei Amazon nur 3,5 Sterne, was immer ein großartiges Zeichen ist. Ja, ich gucke mir, wenn ich sehe, dass das bei Amazon 2 oder 3 Sterne hat, dann kaufe ich es mir sofort. Same. Umso schlechter es bewertet ist, umso mehr will ich es haben, ganz ehrlich. Und jetzt ist es auch gerade bei Thrillern. Bewertet. Gerade bei Thrillern, ne? Je absurder, das war ja auch bei Die Gerechte und bei Ich glaube auch Blutroter Schatten ist, glaube ich, auch relativ schlecht bewertet insgesamt. Und ich finde das alles toll, ich kann mir nicht helfen. Ich glaube, auf Goodreads hat das sogar nur irgendwie 2,9 Sterne oder irgendwie sowas. Guckt ihr euch das wirklich vorher an? Also Nicht immer, aber gerade wenn es so Bücher sind mit so einem Klappentext, so einer, wo Thorsten schreiend davonlaufen würde, da gucke ich dann schon immer, und dann ist es schlecht bewertet und dann ist für mich sonnenklar. Wenn es jetzt 5 Sterne hätte, wäre ich skeptisch. Ich finde halt den Klappentext schlechten Thriller von Fitzek schon kopiert. Ich finde halt, der Klappentext hier ist wirklich richtig gut. Ich möchte ihn ganz kurz vorlesen. Nina hat endlich ihre große Liebe getroffen. Der Klappentext. Ben, doch plötzlich verschwindet der Mann. Ich bin mir sicher, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Wenn die Liebe zum Höllentrip wird,
Merchant inszeniert in diesem hochkarätigen psychologischen Thriller ein so packendes wie raffiniertes Vexierspiel, ist mir auch egal. Aber toller Klappentext. Erstens weißt du noch nicht mal, was ein Vexierspiel ist. Zweitens weißt du noch nicht mal, woher die Dame stammt. Jetzt sag doch, ist sie Engländerin, ist sie Französin? Da steht doch Klappentext. Sie ist Deutsche. Also heißt sie Märchand, oder was? Vermutlich, ja. Es ist auf jeden Fall deutsch. Und es ist bei Kiepenheuer und Witsch rausgekommen. Und ich finde den Verlag auch super. Thorsten, jetzt hau mal auf den Tisch. So, da wir jetzt schon bei den Flops sind, Thorsten, atme. Steffi, direkt weitermachen. Arme hoch, so, oder atme? Atme. Hast du noch ein drittes Film? Nein. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Außerdem werde ich eh nicht ernst genommen von diesem älteren Herrn in Händen. Nein, dann schweige ich jetzt. Dann sag doch mal was Ernsthaftes. Wir machen jetzt mit den Flops weiter. Liebste Paddy. Ja. Und jetzt wird die Stimmung zwischen mir und Phil gleich wieder ein bisschen auf die Probe gestellt. Paddy, wage es ja nicht. Ich sage es dir. Wir haben es im Trailer schon gesehen und wenn sich das jetzt bewahrheitet, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Schöner! Ja, ich Phil ist raus. Guck, er hat sich abgeschaltet. Phil has left the Livestream. Ey. Was soll das denn? Ich brauche dann deine Unterstützung. Ich fand es halt einfach so schlecht. Und ich, ja, mit poetisch habe ich dann nichts entdeckt. Also, Paddy, ich unterstütze dich jetzt mal, ja? Also, wir beide sind uns ja einig, ne? Ich unterstütze dich jetzt. Aber ja, Thorsten hat es auch. Ja, also die Harpie von, wie heißt sie? Megan Hunter war leider für mich ein Floppy. So, jetzt genau. Jetzt. Nach dem Piepton kam erst nichts. Dann ein tiefes Einatmen. Ein Geräusch, wie man es von einem Seufzer macht. Ja. Dann folgten die Wörter. Es waren weniger Wörter als vielmehr. Es waren weniger Wörter als vielmehr Atomzertrümmerer. Ein wissenschaftliches Experiment, das die Zusammensetzung des Universums verändert. Das plastikverpackte Huhn in meiner Hand, den Herd, das Spülbecken, das Radiogerät. Ich finde es großartig. Das war so. Ich finde es großartig. Ich habe den Satz viermal gelesen. Ja, ach so, ja, der geht ja noch weiter, stimmt. Das war der längste Satz aller Zeiten. So, und dann kommt der Sprachnachricht. Hier ist David Holmes. Ich bin Vanessa Holmes' Ehemann. Achso, ich dachte das gleich vor, das spoilert ja. Ich meine, dass Sie wissen sollten, ein Schlucken. Vielleicht ein Räuspern. Aber das ist doch Atmosphäre, ist es, die da aufgebaut wird. Entweder ist es ein Schlucken oder ein Räuspern. Das ist ein halt Räuspern einfach so. Genial. Ein Schlucken ist. Das sind zwei komplett unterschiedliche Geräusche, die jeder vernünftige Mensch auseinanderhalten kann. Außer Megan Hunter. Da ist Schlucken und Räuspern das gleiche. Habt ihr es denn beide beendet oder habt ihr es abgebrochen? Das hat ja auch nur 200 Seiten. Das liest man doch Witz dann kommt auch zu ja Ende, noch. Oder? Der Witz kommt ja noch. Der Witz kommt ja noch. Der Witz kommt ja noch. Ein Schlucken oder ein Räuspern. Zu guttural, um es am Telefon wirklich hören zu können. Ja, verdammt, ja, weiß halt nicht, was es ist. Das geht in einer Tour so. Halb diese Frau ist auch völlig verzweifelt. Unsere Protagonistin immer, ist völlig verzweifelt. Dann reagierst du so. Prädikat, Objekt. Thorsten, du hast kein Empathieempfinden. Jetzt ist Schluss. Die Harpie war mein Flop. Thorsten, was war denn dein Flop? Ihr könnt gleich weitermachen. Steffi, rette die Stimmung. Steffi. Ich habe keinen echten Flop. Ich habe drei Bücher abgebrochen. Steffi, dann liest die ab hier. Okay, dann kann ich meinen Flop zeigen, um die Wogen ein bisschen zu glätten, denn mein aktueller Flop war der neue Sebastian Fitzek. So, oh ja. Weil dieses Buch alles gezeigt hat, was Sebastian Fitzek nicht kann. Und das ist Tiefe, das sind Emotionen, das sind Charaktere, die nicht wie ein Blatt Papier wirken.
Das kann er einfach alles nicht. Das Einzige, was Sebastian Fitzek einigermaßen kann, ist Spannung erzeugen. Das kann er irgendwie mit seinen Cliffhangern, das kann er mit seinen Worten, aber auch in diesem Buch hier, in so einer Liebes-Rom-Com-Gedönse, da erwarte ich mir ein bisschen einen anderen Schreibstil. Bei dieser Thematik, dass man irgendwie den letzten Tag seines Lebens verbringt, bla bla bla, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Tiefe erwartet und ich hätte es eigentlich wissen müssen, dass Sebastian Fitzek das nicht kann und es war einfach so, ich habe es abgebrochen. Sebastian Fitzek hat in jedem zweiten Kapitel gesagt, das ist übrigens kein Thriller, das ist hier keine Thriller-Geschichte, aber wenn das jetzt eine Thriller-Geschichte wäre, dann würden wir jetzt hier an dieser Raststätte ermordet werden, aber wir laufen einfach nur über die Raststätte, bla bla bla. Das war wirklich, das war so furchtbar, dieses Buch, dass man es wirklich einfach nur abbrechen konnte. Also das ist mein Flop. Deutlich, deutlich schlechter als die Harpie. Und ja, das wollte ich nur gesagt haben. Also ich habe es auch gelesen, also ich habe es gehört, von Simon Jäger gesprochen. Ich fand es okay. Ich mochte ein paar Dinge da drin. Ich mochte auch den Humor, der manchmal zwischen den beiden aufgekommen ist. Aber ich gebe dir absolut recht, Tiefgründigkeit, Emotionen und dieses echte, wir beschäftigen uns damit, was wäre, wenn morgen unser letzter Tag wäre. Also war schrecklich. Es gibt einen sehr coolen Film, der heißt Ein Freund für das Ende der Welt gesucht oder irgendwie so. Den sollte man sich unbedingt mal anschauen, weil der schafft all das, was Fitzek hier nicht kann. Und ja, also. Ich habe mal eine allgemeine Frage zu dem Thema, weil ich meine, ich kenne jetzt das Buch nicht, ich würde das auch nie lesen oder hören oder sonst was, aber ich habe trotzdem eine Frage. Ja, Simon Jäger ist wirklich großartig da, ne? Aber ich mit Fitzek, das ist ja immer so. Und ich habe einfach mal die Frage, was soll denn das jetzt eigentlich? Also ist das jetzt ein PR-Gag oder will man was soll das überhaupt? Er ist doch Thriller-Autor. Ja. Also das war ja wohl so, dass er das irgendwie als Kurzgeschichte geschrieben hat. Er hat das wohl irgendwie als Kurzgeschichte geschrieben, irgendwie zur Corona-Zeit für irgendeine Anthologie oder so und hat dann festgestellt, dass da mehr dahinter ist. Dann frage ich mich nur, ja, wo steckt denn da mehr dahinter? Ich habe es irgendwie nicht entdeckt. Jedenfalls hat er sich dann überlegt, ich mache da ein ganzes Buch draus. Der Verlag hat sich überlegt, oh, wir machen da ein ganzes Buch draus. Es steht Sebastian Fitzek drauf. Wird es wohl Platz 1 Spiegel-Bestsellerliste? Sie hatten recht. Jeder hat es gekauft und jeder hat es nach 2 Minuten wieder vergessen. Also es hatte schon schöne Momente. Also ich möchte es gar nicht so niederlegen. Nee. Ja, du darfst es ja, aber ich fand das tatsächlich, ich habe es halt gehört und ich glaube, dass Simon Jäger mit seiner Stimme da wirklich viel rausgerissen hat. Ich fand halt sehr schön, dass er viel von sich eingebracht hat, zumindest hatte man so das Gefühl und das fand ich nicht schlecht. Also auch so ein paar Lebensweisheiten, die er vielleicht auch gerade durch das große C letztes Jahr irgendwie mitgenommen hat, aber die Frage ist halt tatsächlich, warum steigt er jetzt auf so ein Genre um und vor allen Dingen, ich meine, ich weiß es ja nicht, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen ein Image-Schaden für ihn ist, jetzt nicht bei der großen breiten Masse, weil wie viel sagt, war ja schon wieder irgendwie Bestseller überall, aber also ich jetzt ganz persönlich als Leserin und Fan von einem Autor oder von einer Autorin. Wenn die dann auf einmal jetzt, wenn jetzt, weiß ich nicht, Chris Carter morgen ankommt und eine Liebesgeschichte, eine romantische Liebesgeschichte schreibt auf einer Farm. Aber das macht King ja auch. Du hast ja King auch nicht nur mit Horror. Du hast ihn mit zwei... Ich weiß nicht. Nein, ich möchte jetzt gar nicht King mit Fitzek. Vergleichst du jetzt gerade Fitzek mit King? Aber ich finde, es gibt Autoren, die können in 2, 3 Genres wirklich gut schreiben. Natürlich. Bitte? Ich weiß, was natürlich. Du meinst. Ich bin da voll bei dir. Nur aber Chris Carter würde nie auf die Idee kommen. Ja. Der würde nie auf die Idee kommen. Und bei King ist es ja zum Beispiel auch so, wenn wir zum Beispiel Bücher haben, wie, ich glaube, Love ist ein gutes Beispiel. Oder auch jetzt Bücher, die sich zum Beispiel von Büchern wie S oder sowas abheben, dann ist es trotzdem irgendwie immer noch King. Es ist immer noch so, du weißt, es ist King, aber Fitzek schreibt dann sowas wie das erste. Nein, das ist ja genau das Problem mit diesem Buch, weil das ist halt auch Fitzek. Du weißt halt, dass es Fitzek geschrieben hat, nur dass es einfach in dieses Genre halt überhaupt nicht passt. Das war für mich der Punkt. Ja, bei King, der passt sich dem Genre, was er gerade schreibt, an. Der schreibt das auf das Genre zugeschnitten. Bei King passt es einfach immer. Und bei Fitzek war das so, als hätte er sein
Thriller-Gehabe genommen und einfach in dieses Buch hier reingepackt, was halt überhaupt nicht passt. Aber King passt sich nicht dem Genre an. Nein, King passt das Genre seinem Schreibstil. Ja, so kann man es auch sagen, ja. So. Und er das kann auch Liebesgeschichte. Also wenn wir an den Anschlag denken. Großartige ja. Liebesgeschichte. Also, mega. Highland. Leute, also. Ja. Der Unterschied ist halt, es wird hier gerade auch gesagt, Stefan König kann halt im Gegensatz zu Fitzek einfach schreiben. Das ist es. Er versteht das Handwerk des Schreibens. Und Fitzek kann es halt nicht. Er hat zwei Kniffe drauf, die funktionieren, diese Cliffhanger, diese kurzen Kapitel. Aber das macht für mich keinen guten Schriftsteller aus. Und auch ein Thriller-Autor muss ein guter Schriftsteller sein. Hallo? Und ich habe hier jetzt auch. Die hat Krimis geschrieben. Wunderbar. Ich habe hier auch noch gerade ein gutes Beispiel. Da hat jetzt gerade jemand auch im Chat geschrieben, dass ja Colleen Hoover jetzt auch Thriller schreibt. Und Colleen Hoover schreibt ja normalerweise. Ja, ja. Richtig. Aber der Unterschied ist, mir gefallen von Colleen Hoover ihre New Adult Bücher nicht. Die gefallen mir nicht, damit kann ich nichts anfangen. Jetzt, wo sie Thriller schreibt, liebe ich diese Autorin, weil sie das für mich absolut großartig macht. Die erscheinen bei Bolt, das ist ein anderer Verlag, als da, wo ihre Jugend-Liebesgeschichten da erscheinen. Und deswegen, ich mag Colleen Hoover super gerne, wenn sie Thriller schreibt. Alles andere mag ich nicht von ihr. Deswegen, für mich ist sie keine New Adult, sondern eine Thriller-Autorin. Deswegen... Ja, ich mir ihr neues Buch Laila jetzt auf jeden Fall auch nochmal anschauen möchte, obwohl das jetzt wieder bei DTV erscheint, aber da klingt der Klappentext recht interessant. Aber ich fand Verity großartig. Ich weiß, dass es viele gibt, die das total doof fanden. Ich habe es geliebt und ich lese alle Bücher, die Colleen Hoover aus dieser Ecke schreibt, weil ich sie halt da großartig finde. Da kann sie mich unterhalten. Bei ihren New Adult Büchern langweilt sie mich. Ich frage mich wirklich, warum du kein Trash-TV guckst. Weil da kriege ich eine Ebolie. Das ist Colleen Hoover ist halt noch trashiger. Aber anders. Also ich werde Verity bestimmt nicht lesen, dass das Höchstmaß an Trash, oh Gott, was ich hier reinziehen kann, ist Richard Layman. Und das auch nur in homöopathischen Dosen. Da weiß ich, was auf mich zukommt. Okay. Thorsten, hast du Flops? Du fehlst jetzt noch. Ja, habe ich gerade. Einen können wir erraten. Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Gut, dann hat Thorsten gerade auch schon seine Sendezeit überschritten. Wir müssen zum nächsten Thema wechseln. Und zwar, wir haben aber heute warte noch mal, gar nicht... Steffi hat doch noch gar keinen Flop gesagt. Ich habe ja auch keinen. Steffi hat keinen, gesagt, sie hat gesagt. Keinen. Ach ja, deshalb sollst du ja auch die Hab hier lesen. Ja, ja, ich erinnere mich. Also, wir haben ja heute noch gar nicht so viel über den Meister gesprochen, über Stephen King. Noch nicht so viel wie sonst, muss man sagen. Ich kann euch berichten. Was bitte? Mach, ich wollte dich nicht unterbrechen. Billy Summers erscheint. Und wir sind absolut gespannt und freuen uns drauf. Oder nicht? Ich weiß nicht. Doch, mehr kann man doch eigentlich zu einem neuen King gar nicht sagen. Also, Yippie. Ja, den Umfang finde ich halt super interessant, weil ich das Gefühl habe, jetzt er hat in letzter Zeit sehr viele eher kürzere Bücher irgendwie veröffentlicht und das ist mal wieder so ein Brummer. Und mit der Geschichte, irgendwie glaube ich ja, dass Holly wieder auftreten wird. Ich weiß nicht warum, ich habe es irgendwie im Gefühl. Und was ich auch super interessant fand, das hatte ich ja auch bei den Kingsianern reingepostet, dass halt in diesen Verlagsvorschauen als Stichwort zu diesem Buch das Overlook Hotel genannt wurde. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur marketingtechnisch, einfach damit es da irgendwie zu finden ist unter dem Schlagwort, oder es hat wirklich irgendwie etwas damit zu tun. Dass da irgendein also sollte es eine, auch gemacht wird. Sollte es eine erweiterte Geschichte von Shining sein, mit dem Shining, dann hätte ich das gerne vorher gewusst, weil ich habe Dr. Sleep noch nicht gelesen. Aber der Herr King spoilert ja gerne mal komplette Bücher in anderen Büchern, die eigentlich gar nichts mit den Vorgängern zu tun haben. Siehe der Outsider. Oder es hat sogar etwas mit später zu tun, weil mir ist halt aufgefallen, dass der
dass die Gestaltung der Klappbroschur sehr, sehr, sehr ähnlich irgendwie ist. Ich weiß nicht, wie es ist, einfach der neue Stil, den Heine da irgendwie ausprobieren möchte. Das fing mit der Outsider schon an, der Stil. Und es ist halt direkt, und es ist halt irgendwie 3 Monate später kommt es schon sofort raus. Das finde ich auch so unüblich irgendwie. Das ist wirklich der zweite große Roman innerhalb von 2 Quartalen ist. Das hat wie viele Seiten hat es nochmal? 700. Können wir denn davon ausgehen, dass er das mal wirklich selber geschrieben hat? Vielleicht hat es auch Fitzek geschrieben. Also Sebastian Fitzek schreibt mit Megan Hunter unter dem Namen. Oh Gott. Stephen King. Um Gottes Willen. Melusine. Ja. Also, ja. Es wurde gefragt, wie wir den Preis finden. Ich glaube, der liegt bei 26, 27 Euro fürs Hardcover. Ja, ist schon. Das ist halt normal mittlerweile, ne? Also. Kennt man ja. Ist ja. Ja, aber schon. Also, preislich schon. Ja. Aber für 700 Seiten dann ja vielleicht. Wobei ich halt sagen muss, ich kaufe mir halt einfach jedes Buch von King, weil es halt einfach mein Lieblingsautor ist. Und ehrlich gesagt, ich finde den Preis happig, ist klar, aber man könnte jetzt auch über die Buchpreise diskutieren, wenn man will, und das Fass aufmachen, aber ich kaufe mir das Buch halt trotzdem, weil Stephen King ist mein Lieblingsautor und ich will alles von ihm lesen und deswegen gehe ich in den Buchladen und kaufe mir das Buch am Erscheinungstag und basta. Und da gebe ich das Geld dann auch gern aus, weil, ich meine, es ist ein Buch, das ich unbedingt lesen will und das mir so schöne Stunden hoffentlich wieder bescheren wird. Und deswegen ist mir das einfach halt dann auch gut. Also man kann es sich natürlich auch ausleihen. Jede oder Bibliothek so wird es sicherlich haben. Ja. Und ich sage mal, wenn man es dann so toll fand, dass man es sich nachher ins Bücherregal stellen will, dann kann man ein paar Monate später sicherlich bei Rebuy auch noch ein gutes Schnäppchen machen. Ja, es wird jetzt auch gefragt, ob wir uns mal überlegen, einen Kindle oder einen E-Book-Reader zu holen. Man muss natürlich sagen, dass das E-Book auch 20 Euro kostet. Ja. Also, das ansonsten, richtig, ja. E-Books, gar keine Frage. Ich lese viel auf E-Book. Aber das macht jetzt für mich auch nicht den großen Unterschied, wenn wir ganz ehrlich sind. Zudem ich dann, wenn es ein Highlight ist, ja im Grunde sogar doppelt Geld ausgebe. Also, was dann ja noch döfer wäre, weil ich bei King immer davon ausgehe, dass es ein Highlight ist. Man könnte natürlich auch überlegen, es als Hörbuch zu hören, egal ob man es dann über BookBeat macht, wenn es da ist, oder natürlich über Audible oder wo auch immer. Dann ist es im Grunde natürlich am günstigsten gefühlt. Ne? Richtig, oder so, genau. Ich meine, David Nathan, ist ja immer schön. Und deswegen, ja, also man kann es halt auch als Hörbuch hören, wenn man gern Hörbuch hört und sagt, hey. Richtig, richtig. Dann geht das ja auch. Hast du schon gesehen, Thorsten, wer der Übersetzer sein wird? Ja, es ist wahrscheinlich wieder Herr Kleinschmidt. Ja, obwohl Herr Kleinschmidt hat auch später übersetzt und fand ich nicht so schlimm. Nein, fand ich nicht so schlimm, ist falsch. Fand ich überhaupt nicht schlimm. Aber und das Cover ist wirklich mega. Also das sieht halt echt Hammer aus. Ganz, ganz toll. Ich finde die Heine-Cover ohnehin immer cool. Auch Mr. Mercedes, ne, ich finde die Farben immer toll. Auch die letzten Cover, so Sleeping Beauties. Das sah wirklich immer alles. Aber können wir vielleicht mal über Autos sprechen? Wir wollen über Autos. Du möchtest wissen, wie der Buick, wie den Leuten der Buick gefallen hat, stimmt's? Nein, ich möchte das nicht. Ja, das habe ich auf Instagram mitbekommen, dass du das wissen willst. Es ist ja so, wenn ich auf Instagram eine Frage zu Steven. Ich gucke deine Stories nämlich. Dass immer alle abstimmen, außer die Kingsianer. Deshalb weiß ich überhaupt nicht, ob ihr überhaupt der Buick schon gelesen habt. Nein. Ist das eigentlich ein Buch, was ihr auf dem Schirm habt? Also mir ging es so, ich habe mal geguckt, ich denke, der Buick, ja, gibt es. Keine Ahnung, was da passiert. Keine Ahnung. Und deshalb war ich von diesem Buch auch absolut überrascht. Und dann habe ich ja diese Umfrage gestartet auf Instagram. Und alter Schwede, ein Drittel kannte das Buch. Also ich glaube, von ungefähr 120 Leuten kannte ein Drittel das Buch. Und ich fand das viel. Ich fand das wirklich viel für einen so relativ unbekannten King.
Und dann kriegt ihr natürlich Fragen, ist das nicht sowas wie Christine? Und habe ich gelesen, das ist doch mit dem roten Auto und so weiter. Und ich muss sagen, es hat bis auf die Tatsache, dass ein Auto eine Hauptrolle spielt, überhaupt nichts mit Christine zu tun. Christine ist ein Actionbuch, ist ein Horrorbuch, da geht's ab. Und das ist so wunderschön leicht und langsam erzählt, aber trotzdem passieren richtig komische Sachen. Und ich finde, das hat Ähnlichkeiten mit der, ja, mit der, ich sag mal, ich könnte mir vorstellen, dass King beim Schreiben von der Buick in einer ähnlichen geistigen Verfassung war wie beim Schreiben von Duddits. Könnte ich mir vorstellen. Ohne, dass es wirklich abgedreht ist, aber es ist, ihr müsst euch dieses Buch besorgen. Also es ist wirklich eins meiner absoluten geheimen Favoriten mittlerweile. Apropos möchte ich an dieser Stelle einmal ganz kurz festhalten. Hier Wellen. Aber das kennt ja, wenn ich... Apropos Begeisterung. Ich möchte den Faden gerne aufnehmen und einmal sagen, dass Thorsten und Phil Christine gelesen haben und dass Thorsten und Phil beide das Buch grandios fanden. Großartig. Stimmt's? Absolut. Yes. Habe ich euch ja gesagt. Ich wusste, dass ihr das feiern werdet. Ja. Oh. Das ist auch also, sowas, was ich nochmal gerne lesen wollen würde. Das ist halt das beste Buch, das ich bisher dieses Jahr gelesen habe, ganz klar. Also es ist zumindest... Das ist so toll, ich liebe dieses Buch. Ich will den Film gucken noch. Den habe ich letztens auch geguckt. Oh ja. Ist halt alt, ne? Ja, er ist etwas angestaubt, aber er funktioniert echt noch recht gut, weil die Effekte und so sind richtig, richtig geil. Aber was ganz, also es fehlen zwei ganz extrem wichtige Sachen. Einmal der pinkfarbene Kackesauger Petunia und eine Geschichte, die ja so diese ganze Sache abrundet. Philipp, du weißt, was ich meine. Christine ist ja nicht von sich aus böse. Ja. Das fehlt im Film halt komplett. Aber dieser, ich bin schockverliebt in den rosafarbenen Kackesauger Petunia. Also Entschuldigung. Ach, wunderbar. Das war ein klasse Buch, ne? Das hat doch echt spitzenmäßig unterhalten. Und dann habe ich ja noch ein King gelesen, weil ich war ja fleißig. Nämlich Desperation. Oh, okay. Und ich muss euch sagen, bevor ihr das Buch lest, lest lieber die Harpier oder irgendwas anderes. Oder irgendwas mit Fitzek. Was ein, das ist wirklich Trash. Da fand ich Layman noch stilvoll. Ups. Und dann habe ich ja noch einen King gelesen, und zwar Riding the Bullet. Sehr zu empfehlen. Eine super geile Kurzgeschichte. Die ist doch aber auch in irgendeiner Sammlung mit drin, oder? Ja, glaub schon, ja. Mir kommt das vom Namen bekannt vor, aber ich habe keinen so kleinen. Ich habe es jetzt bei Rebuy, gab es das von Ullstein noch. Habe ich mal ganz günstig mir dazu gekauft. Hatte überhaupt keine Ahnung, was mich da erwartet. Habe angefangen und habe es in einem Rutsch durchgelesen. War großartig, ich fand es großartig. Ja. Ja. Das war mein Beitrag zu King. So, wir wollten ja dann eine Fragerunde machen, oder? Ich glaube, im nächsten Livestream werden wir deutlich mehr Gesprächsstoff haben, wenn wir wahrscheinlich alle schon Billy Summers gelesen haben. Oh, ja. Werden wir es alle lesen direkt, wenn es rauskommt? Ja, ja, ich bin total neugierig schon. Ja. Ich werde es auf jeden Fall gleich lesen. Ja. Eine Frage noch, also oder eine kurze eingeschobene Sache. Gibt es bei euch Highlights, was Serien und Filme angeht in letzter Zeit? Bei Thorsten schon. Madame beginnt. Achso, ich. Also wir gucken aktuell die erste Staffel von Grisha, also ne, diese Serien-Dings. Wir sind jetzt, glaube ich, in der 5. Folge und ich finde es okay. Also ja, ich, ne? Also ich schmeiß mich jetzt nicht auf den Boden vor Begeisterung, aber ich finde es in Ordnung, ich finde es unterhaltsam.
Nebenbei gucken wir noch ein bisschen Sons of Anarchy. Also ich gucke nebenbei, meine bessere Hälfte kommt nicht mehr weg von der Glotze. Aber ja, ich gucke auch so ein bisschen mit und lieb's auch. Ich finde es echt, ja, es ist jetzt nicht meine, wird jetzt nicht meine allerliebste Serie aller Zeiten werden, aber es ist unterhaltsam. Und ansonsten habe ich wieder in Mangelung einer Serie, auf die ich hinfiebere und hinwarte, die es momentan halt einfach nicht gibt und nicht gibt, habe ich jetzt wieder mit Bates Motel angefangen. Weil ich liebe einfach Norma Bates. Was soll ich machen? Die Serie ist so cool. Hm? Das Frau Farmiga? Vera Farmiga? Ja. Und die liebe ich und ich verstehe nicht, wieso die nicht in allen Filmen für alle Rollen überhaupt besetzt wird. Buddy, ich sehe die fast nirgends. Auf der großen Leinwand. Das ist, ja. Kennst du auch. Die wäre, das ist eine so tolle Schauspielerin, die hat so einen krassen Ausdruck. Ich liebe das, wie sie spielt und ich verstehe wirklich nicht, wieso die nicht einfach überall mitspielt, wieso die sich nicht um die reißen. Also die passt für mich einfach überall rein. Ich glaube, die kann in historischen Serien genauso gut spielen wie, was weiß ich, im Weltall, in irgendeinem Raumschiff. Ich glaube, die kann einfach alles spielen. Und ich finde, ja, die sieht man viel zu selten. Aber ich gucke aktuell wieder Bates Motel. Vielleicht macht sie es auch richtig und macht sich rar. Ja, ja, das kann auch sein. Nicht alles, ne? Mhm. Ja. Aber ja, mehr gucke ich momentan nicht. Ein bisschen True Crime noch hier und da dann natürlich. Da sind jetzt auch auf Netflix einige neue Dokumentationen gekommen, wo ich reingeschaut habe hier und da. Habe ich gesehen, ja. Habe ich so ein bisschen durchgeschaut und ja, genau. Aber war jetzt nichts dabei, wo mich jetzt so total vom Hocker gehandelt. Und was ich auch noch geschaut habe, was mich total gut unterhalten hat, wo ich geliebt habe, war das Damen-Gambit. Ja, das war wirklich mega toll. Das war so toll. Und ich habe es die ganze Zeit, wurde es mir immer vorgeschlagen. Jetzt beliebt auf Netflix und die ganze Zeit. Und ich dachte mir jetzt, ich habe es immer weggedrückt. Ich war schon genervt von dieser ewigen Werbung. Und dann habe ich es angeschaut und ich war total begeistert. Wirklich. Also Thorsten, das wird dir wirklich auch gefallen. Ja. So, wenn dir das nicht gefällt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also wirklich nicht. Ja. Also ich überlege auch, das Buch zu lesen oder zu hören, weil ich das tatsächlich auch einfach nochmal erfahren möchte. Aber ich fand die Miniserie wirklich toll. Ich habe nichts und ich habe die ja, glaube ich, im Dezember oder im Januar geschaut. Ich habe die an einem Wochenende auch wirklich weggesucht. Und ich auch, in kürzester Zeit. Ich fand es auch wirklich toll. Ja. Ganz, ganz toll. Ja, absolut. Genau. Ja. Was guckt ihr so? Guckt ihr noch irgendwas Spannendes? Oder? Ich habe die Chrome geschaut. Schön. Komplett weggesuchtet und war dann im Queen- und Corgi-Fieber, habe dann ja auch das ein oder andere Buch dazu gelesen. Mhm. Ich finde das echt großartig. Also mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich glaube, man muss sich daran gewöhnen, dass alle zwei Staffeln neue Schauspieler kommen, was natürlich irgendwie klar ist, weil natürlich immer ein Jahrzehnt werden älter. Aber ich fand großartig auch die Besetzung und ich muss sagen, ich glaube, ich fände es als Queen sehr komisch, wenn man mein Leben jetzt schon verfilmt, obwohl ich ja noch lebe. Es heißt ja, dass Prinz Harry sich die Serie anguckt und cooler findet als seine eigene Familie. Aber ja, das weiß man nicht. Ich finde es schön, wie respektvoll man bei manchen Themen umgeht. Also ich finde, dass zum Beispiel Kinder ja sehr selten in der Kindheit gezeigt werden. Also egal, ob Charles klein war oder eben jetzt auch Harry und Will, wo ich so denke, ich finde es schön, dass da nicht so über die Kindheit hergezogen wird. Oder das finde ich sehr gut gemacht, dass man da respektvoll war. Aber wir sind in der vierten Staffel jetzt auch bei Di, dass die schon da ist. Und da muss ich ja auch Charles sehr echauffiert haben im Nachgang, wie er da dargestellt wird. Und ich denke mir nur, Junge, du wirst genau so drauf gewesen sein, wie es uns da gezeigt wird. Deswegen gefällt es dir nicht. Und das finde ich schön. Also das nochmal so zu sehen, jetzt kommt man ja in die Zeit, die man selbst auch so bewusst mitgekriegt hat. Also so die 90er, sage ich jetzt mal, da ich und auch Thorsten, wir waren da ja schon ein bisschen älter, wo man sich dran erinnern kann und auch gewisse Szenen irgendwie kennt. Das ist natürlich schon nochmal was ganz anderes. Ne? Also man weiß natürlich nicht, wie viel ist da echt, was ist Fiktion. Es gibt Gespräche, wo ich mir denke, woher soll wirklich wissen, wie das da, was da gesprochen wurde. Aber ich finde das großartig gemacht. Also auch optisch richtig, richtig klasse. Ich wollte gerade sagen, ich persönlich finde ohnehin, das habe ich nach der ersten Staffel schon gesagt, ich habe die Serie ja schon dreimal durchgeschaut und ich finde, das ist die Serie auf Netflix, die am besten aussieht.
das ist optisch, das ist unglaublich wieder. Also ja, auch noch nicht. Deswegen könnte ich die mir auch immer wieder anschauen, weil die einfach so schön ist. Die ist ja so schön, diese Serie. Ich auch irgendwann mal weiter. Mhm. Ja, und Helen Bonham Carter als die Schwester der Queen. Also es gab nichts Großartigeres, wie ich fand. Also wirklich grandios besetzt und das passt so. Und wenn man eben auch Biografien von der Queen oder vom Umfeld schon mal gelesen hat oder dann natürlich auch Gillian Anderson als Margaret Thatcher, wahnsinnig, wie die umgesetzt hat. Und man echt denkt, man schaut eine Doku, ne? Also was die für eine Mimik da auf einmal drauf hatte. Also ja, sehr begeistert, hat mir mega gut gefallen. Ist Gillian Anderson, warte mal, die ganz kleine, ist Gillian Anderson Britin? Ich glaube nicht. Nee. Es schreibt auch gerade jemand im Chat, dass ja auch The Crown die teuerste Netflix-Serie ist und das sieht man. Also ich finde, das sieht man einfach. Das ist mir völlig klar, weil es ganz offensichtlich ist, ja. Und ich da muss ich zum Beispiel den Vergleich anbringen mit, also der vielleicht hinkt vielleicht ein bisschen, aber so von der Set-Ausstattung und vom Produktionsdesign her, Grisha zum Beispiel auf der anderen Seite, sieht halt wirklich billig aus, wenn man das mal vergleicht. Aber du hast also Grisha sieht nicht schlecht aus, ne? Nicht falsch verstehen. Aber du hast in der Fantasy-Welt natürlich schon viel mehr Kosten, um die darzustellen. Ich meine, das haben wir ja bei Game of Thrones erlebt. Wie oft sind keine Schattenwölfe mehr aufgetaucht, die Drachen waren so ein bisschen mehr, weil das einfach unglaublich viel Geld kostet. Und das hast du natürlich bei was Historischem, wo du ja auf ein Setting zurückgreifen kannst, was ja irgendwie schon da ist, oder auch Kleidung oder Ähnlichem. Ne? Vertue ich nicht, du. Das weiß ich nicht. Ich glaube, es wirklich historisch akkurat aussehen lassen, ist schwieriger und kostspieliger, als eine Fantasy-Welt realistisch darzustellen. Ja, ich glaube, die Akribie ist bei beiden nicht zu unterschätzen, weil wenn du Filmaufnahmen machst und in den 50er Jahren kommt dir irgendwo eine Fernsehantenne in die Quere, das sieht ein Zuschauer. Also mal so England ab, London abfilmen, ist da nicht. Das ist alles am Computer gemacht, alles. Auch die großen Paraden. Aber die Serie sieht auf jeden Fall mega aus. Und allein deswegen könnte ich mir die immer wieder. Und ich meine, gut, das Thema an sich ist ja sowieso meins, deswegen passt das da alles zusammen. Deswegen. Aber das sind ja auch alles irgendwie so alte Kamellen an Serien. Ne? Ich meine, The Crown gibt es jetzt ja auch schon seit 5 Jahren irgendwie. Habt ihr irgendwie eine neue Serie, die euch richtig gecatcht hat? Weil ich habe das Gefühl, dass da gerade so ein bisschen Flaute ist. Ja, wir warten halt neue, alle. Wir es gibt diese, halt diese, diese neue Serie aus Island bei Netflix, Cutler, die habe ich Cutler angefangen. Ich auch. Aber das war so... Weiß ich nicht, bin ich auch irgendwie nicht über Folge 4 hinausgekommen. Ich auch nicht. Und ansonsten, nee, das hat mich irgendwie nicht so richtig gecatcht. Und ansonsten sind das irgendwie immer so Serien, wo jetzt eine neue Staffel von rauskommt. Zum Beispiel jetzt Virgin River, gerade die 3. Staffel, das ist so eine Feel-Good-Serie, die gucke ich total gerne. Aber so neue Sachen kommen irgendwie gerade nicht so bei rum. Außer vielleicht, welches? Na, Holsten haben wir vergessen, haben wir im Mai geguckt. Oh, stimmt, Holsten. Also, das habe ich immer noch nicht gesehen, oh Gott. Aber das hast du uns doch empfohlen. Eben. Ja, das weil es halt eine Ryan Murphy-Serie ist, aber ich habe es immer noch nicht geguckt. Ach so. Das macht Philipp immer. Und dann das macht Philipp immer, dann empfiehlt er eine Serie und man findet die geil, guckt die durch, will sich mit ihm unterhalten. Was? Und die war richtig grandios. Ja, fand ich auch. Gewartet habe, ist mehr Andy Warhol, weil die ja sehr eng befreundet war. Und wenn man schon mal von Warhol eine Bio gelesen hat, dann kommt Holsten ja sehr präsent drin vor. Der hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber Ewan McGregor war Hammer. Und wie gerne wäre ich mit dem mal in Studio 54 gewesen und hätte mit dem mal dezent einen reingezogen. Es war Hammer, es war geil, es war optisch mega. Und vor allem die ganze Zeit mit seiner Kippe, ne? Ja, durchgängig. Und wie die da Kokain kaufen geht, die Sekretärin, und sagt, oh, nach 3 Stunden schon, ne, das war eine Wochenration. Und wie geil ist diese da? Also, ich möchte jetzt nicht drogen. Also, dass das was Gutes ist, auf gar keinen Fall. Aber es passt halt zu dieser Zeit und hat den Zeitgeist total eingefangen. Und es war, also auch welche Probleme die natürlich damals in dieser Zeit hatten, eben, dass er auf Männer stand, dass er sich den, also, dass er auch einfach, homosexuell war, was das für Probleme noch gegeben hat und zu Skandalen geführt hat, wo man heute so denkt, also, ich weiß, dass das in der heutigen Zeit auch noch nicht einfach ist, aber das war natürlich so vor 50 Jahren ja nochmal eine ganze Spur anders und Wahnsinn, was da für ein Schauspiel
war und ich fand Ewan McGregor großartig und ja, also Phil, schau es dir unbedingt an. Schön, ja, dass du es empfohlen hast, Tina. Leg los. Ja, ich habe ja, so viel auch auf meiner Watchliste, was ich jetzt angefangen habe und das ist mal eine neue Serie, die könnte richtig was werden, ist bei Amazon Prime The Flight Attendant. Da spielt Kaylee Cuoco die Hauptrolle, die von Big Bang Theory, die Penny. Und sie spielt eine Stewardess, die auch sehr viele verschiedene Männer hat, ne, sehr so ein Partygirl. Und sie geht mit Dario von Game of Thrones, den trifft sie im Flieger. Die gehen zusammen aufs Hotel und am nächsten Tag wacht sie auf und der ist tot und liegt halt neben ihr in der Blutlache. Und sie kann sich halt an nichts mehr erinnern. Und es ist tatsächlich so ein bisschen, es ist halt ein Thriller, aber es hat auch so ein bisschen diesen Comedy-Effekt. Ne? Also es ist schon deutlich witziger als so die typische Thriller-Serie. Es ist so ein bisschen Killing Eve-artig angehaucht, würde ich sagen. Und da habe ich jetzt gerade die erste Folge von geguckt und es hat mir echt gut gefallen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt auf mehr. Ja. Ich habe noch A Quiet Place geguckt, nach 3 Jahren. Ja. Wahnsinn, wie geil war diese Atmosphäre. Ja. Also wenn keiner spricht und irgendwann sind selbst alle anderen um dich herum ganz ruhig und wie, da kommt dann irgendwo ein Vogel her und dann zucken alle zusammen. Es war großartig. Also, ja. Hast du den zweiten auch schon gesehen? Noch nicht, nein. Wirklich genauso gut wie der erste. Das hätte ich nicht gedacht. Mit, ne? Ja. Oder? Ja, ja. Ne? Okay, ja. Wird es einen dritten Teil geben? Ich habe das irgendwo so... Ja. Okay. Spin-off. Also ein Spin-off haben sie schon in Planung und es wird garantiert auch einen ganz normalen dritten Teil geben, weil das schon wieder extrem erfolgreich ist. Also richtig toll. Ich mag die Emily Blunt ist sowieso eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. Und dann noch mit ihrem Ehemann Krasinski oder irgendwie so. Großartig, macht super viel Spaß. Ja. Ja. Aber ich habe das Gefühl, sonst ist es irgendwie serientechnisch so ein bisschen so eine Flaute drin. Also mein absolutes Highlight des Jahres bisher ist wirklich Kampf der Reality Stars. Also diese ganze Trash-TV-Sache, das ist super und alles andere flaut irgendwie gerade so ein bisschen ab. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen diesen Faden jetzt nicht auf und gehen direkt in unsere Fragerunde. Hat jemand von euch schon diese Sweet Tooth gesehen? Da höre ich nämlich auch richtig positive Stimmen. Das ist wovon ja nochmal? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Ja. Ist das dieses Kind mit diesem Geweih? Genau, ja. Aber es ist wieder, Marvel, ne? Oder ist das DC? Nee, das ist gar kein von beiden. Auf andere, also ich glaube, es könnte sogar DC sein. Ich bin mir aber gerade sicher. Ich glaube, das ist DC. Echt? Weil es auf Comics basiert, ja. Also das weiß ich auch, ja. Dachte. Also es sieht auch nicht cool aus, aber ja. Was ist denn bitte Kampf der... Nein, ich will es gar nicht wissen. Ich frage gar nicht. Kampf der Reality hat den besten Cast, den es jemals gab. Narumol, Gina Lisa Lofink. Großartiger Cast einfach nur. Wir sehen die... Okay. Naja, dann damit kommen wir auch zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung, nämlich unsere kleine Rubrik über Trash-TV. Ich habe gesprochen. Party. Ich habe LOL geschaut. Zählt das schon als Trash-TV? LOL? Ach ja, hier, das mit Bulli, ne? Nein, Trash-TV. Das fand ich auch ganz gut. Nein, das ist kein Trash-TV. Ich wollte nur auch das etwas einbringen. Das ist wirklich kein Trash. Party. Aber es war sehr unterhaltsam. Die haben eine neue Kategorie einfach eingeführt, ohne uns zu fragen. Ja, nicht die, ich nicht, ja. Tatsächlich, ich bin ja kurz da vorne. Paddy hat es ja vorgemacht mit ihrem True Crime und mit ihren Kerzen. Ich bin ja kurz davor, Analysen zu Trash-TV zu machen. Hm? Zusätzlich. Mach das. Ich bin der Erste, der deinen Kanal deabonniert. Ach, okay, dann, das ist ein Ansporn. Jetzt muss ich es wirklich machen. Aber Thorsten, guck dir das auf YouTube an. Mir wird das immer mal angezeigt. Reactions auf irgendwelche Trash-Sendungen. Die haben tausende von Klicks. Und ich frage mich, das ist mir warum? Scheiße. Nein, ich weiß, ich gucke mir das ja auch nicht an. Aber ich sehe das immer. Und dann gibt's so einen, habe ich einen entdeckt, der macht so Skandale von YouTubern und keine Ahnung. Und ich denke mir so, warum? Warum guckt sich jemand denn Reactions an, wo jemand anders sich die Serie anguckt? Also, ja, weil die Leute langsam, die Menschen werden langsam dumm. Die sollen sich einfach alleine anschauen.
Die werden, es ist einfach so, dass die Menschen langsam dumm werden. Ja, aber Phil, von dir würde ich es mir vielleicht tatsächlich anschauen. Kommt drauf an, was du kommentierst, wenn es nicht zu trashig ist. Beim Bachelor würde ich das nicht zu trashig. Naja, doch. Ich glaube schon. Wobei, ich könnte ja jetzt sagen, ich habe tatsächlich auch mal in so eine Reaction-Sendung reingeguckt, so 10 Minuten. Da hat man über Princess Charming gesprochen. Oh ja, das war auch ganz gut. Habe ich auch gerade angefangen zu gucken. Und dann dachte ich aber so, ja, die haben auch keine anderen Probleme wie ich oder alle anderen. Dann dachte ich, naja, okay, es ist halt auch wieder nur eine, die da steht und sich dann aus 20 anderen Frauen eine aussucht. Und die könnten sich natürlich auch noch ineinander verlieben. Dann dachte ich, ja, das ist wie New Adult. Fand ich auch nicht so. Also es war, ich glaube, wirklich nicht schlecht gemacht und ich fand auch die Reactions richtig cool, aber ich dachte auch so nach 10 Minuten, ach nee, ich will die Sendung nicht gucken, mich interessiert auch die Meinung von der nicht, also von daher war es dann auch ein Philipp, du bist so nett und guckst so einen Scheiß. 10 Minuten habe ich mir angeguckt, aber weil mich diese Klicks so fasziniert haben, ich dachte, was gucken sich da, was verpasse ich denn da? Das war echt so ein Gefühl, wo ich mal in meinem Urlaub dachte, ach, du hast gerade nichts anderes zu tun, guck doch einfach. Also, ja. Moment, Themenwechsel sofort, aber was ich jetzt, weil Steffi gerade sagt, was ich zum Beispiel schon gucke, ist, ich habe zwei amerikanische... Paddy, darf ich mir das jetzt anhören oder kriege ich einen Anfall? Kannst du dir anhören. Das ist ein Pärchen, und die gucken halt auch super gern Serien, und die gucken halt genau die Serien, die ich auch immer geliebt habe, sowas wie Lost oder Game of Thrones oder so. Und da gucke ich tatsächlich ab und zu rein, wenn die das schauen. Und ihr glaubt gar nicht, wie krass das war, als die die Rote Hochzeit geschaut haben. Weil du wusstest, jetzt gleich. Und das dann einfach in ihren Gesichtern zu sehen, so diese Reaktion, wo du schon weißt, was los ist, das finde ich schon irgendwie teilweise echt spannend. Also, oder die haben auch zum Beispiel Vikings geguckt, da gibt es ja auch die ein oder andere Folge, wo du dir denkst, okay. Und da habe ich dann auch mal reingeschaut. Ich mag die zwei halt auch total gern. Die unterhalten mich einfach gut. Ich würde die nicht schauen, wenn die jetzt, was weiß ich, zu Bauer sucht Frau irgendwie ein Reaction-Video machen würden. Aber zu sowas, was halt ich auch gern mochte, gucke ich es schon. Also das fand ich schon ganz toll. Das finde ich, ist auch immer die Faszination. Ich gucke super gerne mit Menschen Serien, die ich schon kenne, die diese Leute aber noch nicht kennen. Mhm. Zum Beispiel, ich empfehle ja jedem immer Lost und dann gucke ich das halt mit denen und mich interessiert viel mehr die Reaktion dieser Menschen, als diese Serie nochmal zu rewatchen. Und gerade bei Lost, das Ende von der dritten Staffel, ich spoilere es nicht, aber es gibt da einen Moment, da möchte ich mir immer die Reaktion angucken von den Menschen, die das erste Mal sehen. Und das finde ich einfach großartig. Und bei Game of Thrones gibt es auch so viele Momente, Rote Hochzeit, so viele Momente, wo ich dann immer mir denke, boah, die Reaktion der Leute ist noch viel interessanter eigentlich. Oder auch Lost, Staffel 4, das Ende, der verwirrte Blick. Ja. Genau, was ich meine. Das ist immer der Moment, wo alle aufhören, diese Serie zu gucken, wenn ich mit den Leuten irgendwie gucke. Patti, magst du nochmal wiederholen, wie der YouTube-Kanal oder wie das heißt? Nikki und Steve React heißen die zwei. Die sind echt super, ich liebe die. Die sind super sympathisch. Und die gucken halt auch Serien, die ich auch total gerne mag. Deswegen. Nicht alles, weil jetzt fangen ja alle an, Disney Plus zu schauen und da komme ich nicht mehr mit, weil da ist ja wieder Marvel. Ist das richtig, Marvel? Es gibt großartige Disney Plus Serien, also wirklich. Ja, deswegen, gut, ja. Fragerunde, 9:30. Fragerunde. Wir wollen heute mal ein bisschen eine ausgiebigere Fragerunde machen, da die häufig doch zu kurz kommt. Und wir haben jetzt unsere kleine interaktive Phase in diesem Livestream erreicht. Wir wollen zum einen nochmal alle Fragen, die so kommen, beantworten. Und zum anderen geht es dann ja noch an die Pick My Sub Challenge, wo alle Kingsianer ihren Sub öffentlich zugänglich gemacht haben für die anderen Kingsianer. Jeder Kingsianer hat 2 Bücher gewählt vom Sub seiner jeweilig anderen Kingsianer. Und ihr dürft dann entscheiden, welches dieser ausgewählten Bücher wir dann wirklich lesen müssen. Das heißt, am Ende vom heutigen Livestream hat jeder von uns 3 Bücher, die er oder sie dann bis zum nächsten Livestream lesen muss. Und das wird, glaube ich, für sehr, sehr viel Gesprächsstoff im nächsten Livestream sorgen.
Aber wenn es den überhaupt dann gibt. Aber wir sind dann so mit Lesen beschäftigt. Und vielleicht macht Phil bis dahin schon Reaction-Videos zu Trash-TV. Dann wird es richtig interessant. Ja, dann wird es richtig spannend. Okay, ja. Fragen haben wir. Ja, haben wir da kommen aber auch schon, es kommen schon die ersten Fragen. Auf welche Neuerscheinungen freuen wir uns besonders 2021? Also ich freue mich Billy natürlich auf den neuen King, ist ganz klar. Ja. Ich freue mich aber auch auf den dritten Teil von You, von Carolyn Kepnes, unheimlich. Und ich bin auch gespannt auf das neue Buch von Elizabeth Freemantle, einer meiner liebsten Autorinnen, wenn wir im historischen Genre sind. Und ich freue mich, bin auch gespannt, wie gesagt, auf Colleen Hoover. So, da bin ich auch. Weil ich habe die Hoffnung jetzt aufgegeben, dass von Chris Carter noch was kommt und auch von Philippa Gregory wird wahrscheinlich jetzt nicht nochmal was kommen. Deswegen, ja, aber darauf freue ich mich. Steffi? Ja, ich hast du irgendwas? Also ich könnte jetzt natürlich auf meinen Neuerscheinungs-Hangout vom Dienstag verweisen und sagen, guck da mal rein. Also der neue Strobel, das neue Buch von Ursula Ponznanski, von Adriana Popescu, wenn man so die Großen irgendwie sieht, natürlich der neue King. Ja, da ist so viel dabei, was noch kommt. Der neue John Mars kommt raus. Also ja, da ist eine ganze Menge jetzt noch, gerade auch jetzt im nächsten Quartal, auf das ich mich freue und ja. Thorsten, Phil? Ich freue mich auf alles das, was jetzt so standardmäßig am Jahresende kommt oder sogar schon im September, den neuen Lee Child. Mhm. Weil der Mann wird immer besser. Der war immer schon gut, aber der Mann wird immer besser. Kommt noch irgendwie was? Ach nee, das hatten wir dieses Jahr, ne? Robert Harris hatten wir dieses Jahr schon, oder war es letztes Jahr? Letztes Jahr. Dieses Jahr hatten wir noch keinen neuen Harris, oder? Sag mal, von Dan Brown kam doch jetzt auch schon eine ganze Weile. Ja, habe ich gerade auch gedacht. Ja. Würde ich auch langsam mal wieder was Neues vertragen können. Oder Dan Simmons, ist der noch Dan Brown hat sich, glaube ich, mit Thomas Harris zusammengetan und die beiden haben sich geschworen, nie wieder ein Buch zu schreiben. Okay. Weißt du was von Dan Simmons? Ob da irgendwas mal wiederkommt? Ist jetzt auch bei Elm Haven war ja nur eine Neuauflage im letzten oder vorletzten Jahr. Nee, aber von dem habe ich tatsächlich auch noch einiges ungelesen, Gott sei Dank. Okay. Phil? Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so richtig auf dem Schirm, bis so in nächster Zeit rauskommt, dass ich immer so meine nostalgischen Punkte, so der neue Stephen King. Ja. Und dann ist halt so, okay, dann ist der erstmal da. Victoria Aveyard bringt ein neues Buch raus, es kommt jetzt auf Deutsch raus, aber das habe ich schon auf Englisch gelesen, aber ich freue mich trotzdem darauf, dass das dann irgendwie ein bisschen mehr zu sehen ist, weil das fand ich wirklich richtig gut. Und ansonsten weiß ich gar nicht, ob da noch groß was kommt. Nee. Was ist denn mit unserer Freundin von Martha Schläft? Romy Larsson. Ja, da muss eigentlich auch langsam mal wieder was Neues kommen. Gerne. Ich glaube Anfang nächsten Jahres. Hm? Okay. Es gibt auch schon einen Titel, aber ich erinnere mich gerade nicht mehr. Ich habe im letzten Hangout schon gefragt, glaube ich, aber ich bin immer noch wirklich gespannt, wann Shelley Stevens endlich mal wieder was Neues bringt. Das ist ewig her und ich liebe ihre Bücher. Ich habe alles von ihr, bis auf eins. Never Knowing, glaube ich, das habe ich auch gelesen. Eins habe ich auf jeden Fall noch nicht von ihr gelesen, weil ich mir das noch aufheben wollte. Aber da wird es auch mal Zeit werden, dass die wieder was bringt. Die schreibt so schön. Ja. Was haltet ihr vom Büchermarkieren? Ich nehme an, es geht darum, so Klebezettel reinzumachen und sowas. Ja, in Leserunden, ne? Sonst ja, das sind Markierungen von schönen Momenten. Ach so. Also das mache ich. Ich bin keiner, der reinschreibt. Das mag ich tatsächlich nicht. Aber so mit einem Post-it markieren, das mache ich gerne. Ich fand ganz schön, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch das jetzt ein Gedanke war. Ich weiß nicht mehr, in einer der letzten Bücher, die eben sagt, sie mag es, so gebrauchte Bücher zu lesen, wo eben Leute verewigt haben, was sie schön fanden, weil das Buch dann eben so lebt. Und sie eben deswegen gerne gebrauchte Bücher liest. Also ich bin kein Mensch, der reinschreibt. Aber so Markierungen oder ich habe auch Post-its, auf denen ich dann schreibe, das mache ich ganz gerne. Da habe ich, das stört mich überhaupt nicht. Das finde ich sogar schön, so im Nachgang sich so schöne Szenen einfach nochmal durchlesen zu können.
Also ich mache das ganz selten, aber ich kann jetzt am Schlag drei Bücher nennen, wo ich es gemacht habe. Ich habe bei S markiert, ich habe bei Ein wenig Leben markiert und ich habe bei dem Lied von Eis und Feuer viel markiert. Aber ansonsten mache ich es eigentlich eher selten. Ich habe da, eigentlich markiere ich es doch. Bei S, wo du gerade S sagst, ich habe ja letztes Jahr oder vor 2 Jahren angefangen, S zu rereaden und bin bis zur Hälfte, also quasi den ersten Teil habe ich gelesen und schreibe dann immer so schöne Zitate von den einzelnen Mitgliedern des Clubs, mache ich dann einen Insta-Post und packe den dann in die Highlights. So kann ich dann immer mal wieder... Irgendwer haut sich da gerade mächtig das Glas vor. Achso, okay. Ich dachte, das hat keiner mehr was gesagt. Shining oder S? S, ich mag Shining nicht. S, ich habe Shining ganz bewusst und in voller Absicht noch nicht gelesen, weil ich mir Shining... Was? Es ist ein großartiges, Shining ist ein großartiges Buch. Das ist ja die neueste Information, die ich bekomme. Du hast Shining noch nicht gelesen? Nein, ganz, ganz bewusst und mit Absicht nicht. Warum? Shining wird aufgehoben für einen Moment, der noch in der Zukunft liegt, über den ich nicht sprechen möchte. Okay, der noch hoffentlich sehr, sehr weit in der Zukunft liegt. Genau. Deswegen meiner Meinung nach S. Aber Shining wäre halt um einiges dünner. Deswegen, ne? Aber wenn man sich darauf einlassen will auf S, dann ist es bei mir immer S, bei Stephen King, weil es halt einfach... Ja, same. Meine dunkle Vanessa, wer hat es gelesen? Ich fand es extrem gut. Same. 2020 Jahreshighlight, auf jeden Fall. Ich fand es auch gut. Paddy, liest du noch Mr. Parnassus? Ich habe gerade vorhin, als Steffi so geschwärmt hat, nichts gesagt, weil der ganze Chat so geschwärmt hat und Steffi so geschwärmt hat. Und ich weiß, dass dieses Buch von allen geliebt wird, aber ich habe angefangen, es zu lesen und ich habe es pausiert. Okay. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nichts damit zu tun hat, dass es mir nicht gefällt, sondern es war nicht die richtige Zeit. Ich war in Stimmung für Thriller, für was Spannendes. Ich war gerade total in dieser Phase und dann war das irgendwie nix. Und dann habe ich es jetzt einfach mal, ich habe es jetzt mal auf mein Want-to-Read wieder gepackt, und mal gucken. Aber ich glaube, es lag wirklich daran, dass es gerade nicht die richtige Zeit war. Oh, tolle Frage, Thorsten. Wann kommt das nächste Video? Und außerdem, magst du nicht einmal im Monat über deine gelesenen Bücher sprechen, wenigstens? Ja, mag ich gerne. Und Thorsten, liest du im nächsten Video was vor? Ja. Müsste man nur urheberrechtlich, glaube ich, abklären. Inwiefern, welches Buch man das sagt. Also, aber jetzt nochmal die Frage, wann kommt denn das nächste Video? Ich wüsste ein Buch, da könnte ich ohne Probleme einen Absatz vorlesen. Da würde ich ohne weiteres die Erlaubnis vom Autor kriegen. Welches Buch würdet ihr gern aus eurem Gedächtnis streichen und warum? Hier dieses Komische, was Paddy mir empfohlen hat. Wie hieß das? Das Komische. Das Seidenraupenzimmer. Das ignoriert. Da habe ich nach wie vor eine Störung irgendwie, hat das in mir ausgelöst. Ich würde gerne. Steffi, hast du das eigentlich jetzt schon gelesen? Das Seidenraupenzimmer, Steffi? Nee, ich hab's auch um Gottes Willen, um Gottes Willen, du kannst doch Steffi dieses Buch nicht lesen lassen. Paddy, du bist masochistisch veranlagt. Was, du willst deine Kingsianer mit Absicht irgendwo reinreiten. Aber du kannst doch mit Steffi guten Gewissens dieses Buch empfehlen. Ja, ich habe das andere von ihr auf der Wunschliste. Da gab es doch irgendwie zwei. Die Ladenhüterin, Die finde auch großartig, kannst du auch lesen. Ja. Das Nein. Aber ja, nur auf der Wunschliste. Gedanken. Also mir würden bei dieser Frage so einige Labels einfallen, die ich gerne vergessen würde. Ja, da schließe ich mich an. Ja. Und die Therapie von Sebastian Fitzek würde ich gerne wieder aus meinem Gedächtnis streichen, weil ich immer wieder daran denken muss. Schlimm. Ich,
ich wüsste nicht, so ein schlechtes Buch gab es, glaube ich, nicht. Aber, ja. Ist doch gut. Welchen King soll ich als nächstes lesen? Needful Things, ja. Friedhof der Kuscheltiere, The Green Mile oder Sie? Ja. Genau in der Reihenfolge. Genau. Also wirklich. Na komm, sagen wir Misery. Da ist Erik dann schneller durch und dann kann er direkt den nächsten. Ich glaube, danach kommt schon The Green Mile, dann kommt Friedhof der Kuscheltiere und dann kommt Needful Things. Ja. Ja. Ich mache mich jetzt damit, glaube ich, auch sehr unbeliebt, aber ich habe ja angefangen, das Hörbuch zu hören von Needful Things und ich bin überhaupt nicht reingekommen. Mhm. Es war mir viel, aber ich glaube, das ist auch kein gutes Hörbuch. Weil es einfach zu viele Charaktere sind, zu viele Sachen und ich konnte mich nicht so richtig drauf einlassen. Also ich glaube, für Needful Things brauche ich wirklich Zeit und Lust und dann wird es wahrscheinlich viel Stoff. Ja. Aber dann wird es super, ja. Mhm. Du hast das, was durch die Augen in dein Gehirn dringt, mehr präsent als das, was durch die Ohren dringt. Nein, da möchte ich widersprechen. Das glaube ich nicht. Also es gibt auch zig Bücher, wo ich schon durchaus gehört habe, wo du wahnsinnige Welten entworfen wurden, 5 Perspektiven und so weiter. Aber ich glaube einfach, dass bei King oftmals das Problem ist, dass er eben auch wahnsinnig ausschweift und du ja manchmal schon beim Lesen am Ende nicht mehr weißt, wo hat der Satz eigentlich angefangen oder wo will er eigentlich hin. Und ich glaube, dass das beim Hören tatsächlich viel, viel Konzentration benötigt. Und das ist eben bei Needful Things auch so, weil es sehr atmosphärisch ist, sehr episch, sehr groß. Und deswegen würde ich, würde da auf jeden Fall das Buch empfehlen. Aber nicht grundsätzlich sagen, dass... Ja, ist aber so, du hast die visuelle Verarbeitung im Gehirn funktioniert besser als die Audio. Und dann auch noch der Film, großartig. Ja, oh, der ja. Film. Oh ja. Alan Pangborn. Ed Harris, ja. 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 Paddy, hast du schon das letzte Buch der 7 Schwestern gelesen? Ich habe noch nicht mal das davor gelesen. Ja. Ich bin im Moment in einer Lucinda Riley-Pause, aber ich... werde auf jeden Fall nochmal einen Reread machen. Ich möchte den Lavendelgarten nochmal hören oder lesen, mal gucken. Und dann werde ich irgendwann auch die Reihe beenden, weil mich halt natürlich auch einfach interessiert, wie es dann hinten raus dann ausgeht. Und liest du den neuen Andreas Gruber? Ich habe ihn auf der Wunschliste, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn mir direkt kaufe, wenn er erscheint oder ich mir nur ein bisschen Zeit lasse. Aber ich liebe Andreas Gruber und Martin Snyder sowieso. Deswegen, ja, ich lese ihn auf jeden Fall. Also. Ich glaube, Steffi, du hast gerade dieselbe Frage gelesen wie ich, oder? Nee, ich habe tatsächlich Paddy angeguckt. Ach so, Entschuldigung. Also das ist so Paddys Blick nach rechts für euch wahrscheinlich in die falsche Richtung. Aber ach so, okay. Nee. Welches Buch war eure Überraschung? Egal, ob positiv oder negativ. Da würde ich sagen, das, was ich eben gerade schon gezeigt habe, Atme, weil ich da einen ganz klassischen Thriller erwartet habe. Und halt so einen literarischen Thriller irgendwie bekommen habe, der so Sachen gemacht hat, die ich nicht kenne aus gewöhnlichen Thrillern. Und deswegen fand ich das sehr überraschend. Ich muss da mal eben bei Goodreads. Bei mir war es der. Weil ich halt nicht gedacht hätte, dass Harpe Kerkeling, dass das hier bei mir funktioniert und es hat sowas von funktioniert. Deswegen ist es für mich die größte Überraschung. Und wenn ihr mich Ende des Jahres fragt, dann werde ich wahrscheinlich wieder dieselbe Antwort geben. Weil das hätte ich halt echt nie gedacht dann. Also ich muss sagen, ich habe einige Thriller gelesen, die sind aber jetzt nicht alle aus 2021, die mich überrascht haben, dass sie mich wieder begeistern konnten und auch im Thriller-Bereich fesseln konnten. Aber ja, es ist, glaube ich, schwierig mit so Überraschungen. Also ich habe eine positive Überraschung, das war für mich tatsächlich Christine, weil ich nicht dachte, dass das Buch wirklich so gut ist. Und ich habe ein bisschen eine negative Überraschung. Das war Kill Creek, das kennt ihr auch, von Scott Thomas. Das sieht, kann man das so sehen? Nein, jetzt. Jetzt, ja. Da habe ich eigentlich auch nur Gutes von gehört. Ich sehe das halt immer überall. Aber Also es hat von mir 3 Sterne im Endeffekt bekommen. Aber viel zu vollgepackt, ja, eine Spukhausgeschichte, absolut geniale Ideen dabei, tolles Setting, aber wieder
alles reingeballert, was man an Spuk überhaupt so machen kann. Und da habe ich nur gedacht, okay, das ist wieder so ein Blockbuster. Das ist viel zu viel, viel zu viel. Ja. Leider war das Ende auch sehr, sehr schlecht. Was ist euer Wohlfühlbuch? Oh. Harry Potter. Und alles, wenn es nach Mittelerde geht. Da bin ich zu Hause. Ich habe tatsächlich kein Wohlfühlbuch. Ich habe immer eine Wohlfühlserie. Also wenn ich irgendwie down bin und mich wohlfühlen möchte, dann gucke ich einfach eine Folge Glee. Das ist immer so. Ich habe da kein Buch, nach dem ich greife. Das ist irgendwie... Also ein Buch, nach dem ich greife, habe ich auch nicht. Aber wenn ich mich so an Bücher zurückerinnere, wo ich mich tatsächlich wohlgefühlt habe, fällt mir immer Tenderbar ein. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich gelesen habe, dass Tenderbar jetzt verfilmt wird. Von? Du hast das überhaupt nicht gelesen, du weißt überhaupt nicht, wovon ich rede. Ja, hast du denn Atme gelesen? Hast du denn Party, es geht schon wieder los. Das hier gelesen? Party. Hast du das hier gelesen? Ja, das ist alles schlecht. Ja, also, weil du es ja auch schon so gelesen hast. Du hast es ja auch schon gelesen, deswegen kannst du es ja auch beurteilen, lieber Thorsten. Ich komme und jeder schreit. Was ist hier los? Paddy, Frage. Ja. Thorsten mobbt mich. Das Wohlfühlbuch. Hä? Du hast doch die ganze Zeit gerade wieder so gemacht. Gerade wieder so. Also mein absolutes Wohlfühlbuch ist Die Schwester der Königin von Philippa Gregory, weil es das Buch ist, was ich immer lese, wenn mir alles auf den Wecker geht. Dann nehme ich dieses Buch, dann lese ich es und danach weiß ich, wo ich hingehöre und danach weiß ich genau, was das Beste vom Besten ist und dann geht es mir wieder gut. Leute, deswegen, ja. Ich habe Angst vor gleich. Oh. Hast du noch ein bisschen Zeit? Habt ihr The Handmaid's Tale geguckt? Ich freue mich schon auf die neue Staffel. Das habe ich eben gerade vergessen. Ich habe die 4. Staffel geguckt, auf Englisch, die jetzt rauskam. Und ich war ja nach Staffel 2 und nach Staffel 3 war ich so ein bisschen, oh, die Geschichte tritt hier auf der Stelle. Und dann kam Staffel 4 und ich dachte mir, wow, geil. Endlich passiert mal was. Und ich war so emotional drin, habe mehrmals mir die Augen aus dem Kopf geheult, also wirklich. Mit Staffel 4, finde ich, hat das wieder eine ganz neue Ebene erreicht. Also ich liebe diese Serie, wirklich. Ich auch, ja. Ich bin auch gespannt auf die nächste Staffel. Die kommt im September, ne? Oder? Oder wann? Oktober? Irgendwie sowas, ne? Glaube ich. Keine Ahnung, wann sie auf Deutsch kommt. Ich glaube schon. Ja, vermutlich. Also Thorsten, ne, ich weiß, du hast das Buch nicht gemocht, aber man kann das Buch wirklich nur... Das kann man nicht so richtig vergleichen mit der Serie. Also die Serie ist wirklich, das ist ein ganz anderes Medium. Das erzählt die Geschichte komplett anders. Und es ist wirklich krass. Ich glaube das auch sofort. Ich glaube, das ist auch eine Serie, die besser funktioniert. Oder die besser funktioniert als das Buch. Als das Buch, ja. Mhm. Ja. Ja, also Steffi, Paddy, ich haben es gesehen und Thorsten versuchen wir noch dazu zu bringen. Nach welchen Kriterien bewertet ihr ein Buch? Geht ihr da nur nach Gefühl oder habt ihr wirklich Kriterien? Nee, ich habe keine Kriterien. Ich auch nicht. Außer bei einem Thriller. Ein Thriller muss für mich zumindest zum Teil Spannung erzeugen können. Also ich finde schon, das ist sowas, was ein Thriller halt schon auch tun muss. Sonst kann ich auch einen Roman lesen, dann brauche ich keinen Thriller lesen. Weil wenn ich mir einen Thriller kaufe, dann erwarte ich auch einen Thriller. Und ein Thriller hat für mich immer was mit Spannung zu tun, irgendwo. Das muss nicht von Anfang bis Ende sein, aber es muss mich schon so mitreißen, dass ich so ein bisschen zittrig bin, dass ich so ein bisschen, ne, dass mich das fesselt. Das ist bei mir so der einzige Anspruch, ansonsten alles gefühlsmäßig. Und das ist nicht selbstverständlich, ne? Nee, null. Es wird sogar immer weniger so, leider. Tatsächlich. Ja. Ich glaube halt schon, dass, also im Kopf oder im Bauch ist schon so, dass man natürlich Genre unterscheidet. Also es gibt Dinge, die ich wichtig finde, bei einem Thriller, bei einem Roman, bei einem Sachbuch, bei einem Jugendbuch. Ich finde, da gibt es in mir schon irgendwie so Kriterien, wo ich sage, für ein Jugendbuch war es großartig. Wäre es ein Roman gewesen, hätte es vielleicht einen Stern weniger gekriegt. Aber ich glaube schon, dass man sich da das Genre einfach vor Augen hält. Aber sonst ist es schon sehr viel Bauchgefühl oder was ich eben gerade empfunden habe, als ich es lese oder dann eben auch beende. Ja. Ach, doch.
Ja, Thorsten, erst du. Ich hatte letztes Jahr oder war es dieses Jahr? Ich weiß es nicht. Wenn ich Videos machen würde, könnte ich jetzt nachgucken. Aber ich mache ja keine Videos mehr. Ein Jugendbuch, also so eine Jugenddystopie gelesen. Die kennt ihr auch. Da geht es darum, dass, glaube ich, so ein Meteor den Mond trifft. Und der die Sonne verdunkelt. Nee, Quatsch, das geht ja gar nicht, oder? Ja, doch, irgendwas passiert da. Warte mal, ich sag euch das gleich. Was redest du denn da? Was? Ach, Philipp. Das ist so ein schwarzes Cover mit dem Mond vorne drauf. Yes, genau. Gelber Schrift oder weißen Schrift. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, ich komme aber gerade auch nicht auf den Titel. Ich weiß auch, was du meinst. Gibt es da nicht drei Teile, die ja, alle so Cover gleich ausschauen oder so? Ja, so ähnlich. Schreibt das jemand im Chat? Nein. Dann gucke ich das jetzt nach. Die Welt. Aber während wie wir sie kannten. Ja, genau. Ja, genau. Das habe ich gelesen und fand das gar nicht schlecht. Und dann wollte ich das bewerten und dachte so, ja, so drei Sterne. Aber da habe ich gesagt, Moment mal, das ist ja eigentlich ein Jugendbuch. Und dafür hat das ganz schön viel Input. Also, wie man sich dann, also, ich sag mal, als 15-, 16-Jähriger hat man ja wahrscheinlich eine andere Vorstellung darüber, was man machen würde oder wie die Welt sich verändern würde, wenn nicht mehr alles möglich ist. Ne? Und man mit der Familie zum Beispiel über Monate zu Hause eingeschlossen ist und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, dann das war mir dann auch dann tatsächlich 4 Sterne wert. Also vom Genre abhängig ist es tatsächlich auch. Ja. Ja, oder auch Zeitgeist. Also es gibt ja auch Bücher, die vielleicht ja 15 Jahre alt sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel Jugenddystopien nimmt, wenn man natürlich die erste, die da irgendwie rauskam, nimmt und die vielleicht heute liest und sagt, natürlich wirkt das jetzt alles sehr bekannt, aber wenn man ihm sagt, dass das eben schon 10 Jahre alt ist, da war natürlich auch der Zeitgeist und der Stil ein ganz anderer. Und das finde ich tatsächlich auch wichtig, das so ein bisschen in Relation zu setzen, ob es trotzdem funktioniert oder vielleicht auch, wenn es irgendwie nicht richtig funktioniert, zu sagen, ja, hätte es aber, also das klingt jetzt komisch, aber ja, hätte es mich vor 10 Jahren begeistert oder ja, da der Stand, ne? Also ich glaube, solche Dinge fließen da durchaus mit ein. Ja klar, das macht ja 1984 so besonders. Ja, das ist dass es damals schon eine Vision war, die heute, wenn man sich das heute durchliest, denkt man, oh mein Gott, wie schrecklich, aber guckt euch um. Also 80% dieses Buches der vorausschauenden Entwicklungen, die sind eingetreten. Ne? Ja. Ich muss dazu sagen, Effie Briest war vor 100 Jahren schon scheiße und ist es heute auch noch. Also es gibt es natürlich auch solche Sachen. Ja. Ich glaube auch, dass man ganz viel geframed wird durch seine aktuelle Situation, in der man sich gerade befindet. Also die Zeit und der Ort, an dem ich ein Buch lese, ist für mich auch ganz entscheidend dafür, wie ich es bewerte. Weil wenn ich gerade, keine Ahnung, Liebeskummer habe, Herzschmerz, whatever, und dann das Schicksal als ein mieser Verräter lese, dann bewerte ich es, glaube ich, in dem Moment ganz anders, als wenn ich gerade eigentlich irgendwie vom Konzert hier von Harpe Kerkeling komme. Also, ne? Also ich habe das immer so, ich bin ganz so ein ganz krasser Stimmungsleser und genau, ich merke irgendwie, wann die richtige Zeit für ein Buch ist. Weil ja, wenn ich merke, dass das nicht gerade die Zeit für das Buch ist, dann bewerte ich es auch einfach schlechter, als ja, wenn ich es zu der Zeit lese, wo die Zeit halt dafür ist. Deshalb also das ist halt einfach komplett subjektiv. Ja, und deshalb bin ich auch keiner, der sich Leselisten macht. Kann ich genau, weil ich kann mich da auch gar nicht dran halten. Ne? Also kann sein, bis ich gleich aus diesem Hangout rausgehe und sage, hey, ich möchte 50 Shades of Grey lesen. Dann haben wir irgendwas falsch gemacht, Philipp. Und was ich zum Beispiel, was bei mir, also was ich immer mehr merke, was ich für einen Anspruch auch habe, ist speziell bei den historischen Romanen bei mir, dass ich merke, dass es mich immer mehr aufregt, wenn ich weiß, es geht in diesem Buch zum Beispiel um die Zeit, als die Pest in Europa aktuell gewesen ist. Und das wird dann alles irgendwie überhaupt nicht richtig erzählt oder da werden dann irgendwie Sachen komplett anders erzählt, nur dass es irgendwie besser passt, dass die Stimmung in dem Buch vorankommt und so weiter und so fort. Oder gerade wenn es um bestimmte historische Figuren geht, wie zum Beispiel Königin Elisabeth oder sowas oder auch jetzt Heinrich VIII. Oder so,
und diese Figuren werden dann im Buch komplett woanders hin platziert, nur damit es dann mehr Unterhaltungswert hat, dann nervt es mich. Ich weiß, dass das vielleicht für andere Leser gerade dann das Schöne ist, weil das halt dann unterhaltender ist, aber für mich ist es dann nervig, weil ich will es so haben, wie es halt wirklich ist oder zumindest, dass man sich halbwegs daran entlanghangelt und nicht dann irgendwie eine Katharina von Aragon jetzt als ja, keine Ahnung, verrücktes Miststück hinstellt, die den König irgendwie mit einem Besen durch den Palast verfolgt hat. So wie das jetzt auch bei dem Buch gewesen ist, das ich jetzt erst vor kurzem wieder gelesen habe, da gruselt es mich, das nervt mich, das regt mich tierisch auf. Deswegen habe ich auch die Serie abgebrochen, weil... War das Rain? Ja, Rain nicht. Also Rain war ich ja schon... Bei Rain war ich nach dem zweiten Teenie-Pop-Song schon raus. Ich meine jetzt von... Alison Ware, glaube ich, oder Weir, da habe ich ja auch die Bücher gelesen und das fand ich auch ganz schrecklich. Was die teilweise mit diesen Frauen von König Heinrich gemacht hat, das geht für mich halt gar nicht. Es gibt eine gewisse künstlerische Freiheit, die man sich nehmen kann. Damit kann ich auch leben. Muss, aber das ist natürlich extrem, ja. Ja. Und ja, ich habe die Bücher von Hilary Mantel gelesen und ich fand sie grandios. Wölfe. Falken. Aber das ist jetzt nicht Fremantle, ne? Nee. Aber Hilary Mantel ist wieder was anderes. Mhm. Okay. Schreibt auch über die Tudors, ja. Gut, haben so, wir noch... Wir haben noch einen Haufen Fragen, aber wenn wir die jetzt alle beantworten, dann werden wir in 5 Stunden noch hier sitzen. Ich würde vorschlagen... dass wir in Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde jetzt erstmal noch die Sub-Challenge machen, weil die wird noch einiges an Zeit beanspruchen. Und wenn wir dann merken, dass wir noch Zeit haben, würden wir die Fragerunde einfach nochmal aufnehmen. Wenn ihr damit d'accord geht, dann würde ich nochmal kurz diesen Modus erklären, damit der Chat sich schon mal darauf einstellen kann. Die Kingsianer haben alle ein Sub, ein Stapel ungelesener Bücher. Bei manchen ist es eher ein Rupp, und bei manchen ist es eher ein Bub. Das haben wir ja alles schon irgendwie herausgefunden. Nichtsdestotrotz haben wir diesen Sub miteinander geteilt. Und nun habt ihr als Zuschauer die Möglichkeit, abzustimmen, welche Bücher wir bis zum nächsten Livestream lesen sollen. Denn jeder Kingsianer hat für jeden anderen Kingsianer, sorry, für jede andere Kingsianerin, zwei Bücher ausgesucht und ihr dürft aus diesen zwei Büchern euch entscheiden, welches gelesen wird. Es gibt jetzt neuerdings, habe ich vorhin gesehen, ein neues Umfragetool für den Chat. Das heißt, ich werde dort gleich eine Umfrage starten und ihr müsst dann abstimmen, welches der beiden ausgesuchten Bücher der oder diejenige lesen soll. Das ist und ja im nächsten Livestream gibt es dann die Auswertung mit wahrscheinlich sehr viel Gebrüll, mit wahrscheinlich sehr viel Streit. Wir werden sehen. Ein Bub ist übrigens ein, ich weiß es schon gar nicht mehr, was es war, ein bayerischer, ungelesener Bücherstapel. Ich weiß es nicht mehr. Bub? Hatten wir einen Bub? Servus. Ja, ja, Bub. Das weiß ich weiß auch gerade nicht mehr, was es bedeutet. Ja. So, wie machen wir das denn jetzt am klügsten? Wir nehmen uns jetzt immer eine Person vor und die bekommt ihre Bücher vorgestellt, von der jeweilig anderen Person. Gut, dann gucken wir zuerst den kleinsten Sub. Wir sind vorhin auch mal gefragt worden, ob wir überhaupt wissen, wie groß unser Sub ist. Jungs, habt ihr eine Zahl im Kopf? 180, irgendwie 130, sowas. 180 circa und Paddy hat 5 Bücher auf dem Sub. Nee, es sind schon also ein paar mehr, möchte ich sagen. Ich würde Paddys Sub beschreiben, er ist ähnlich vielseitig und unterhaltsam wie ein Buch von Margaret Atwood. Nein. Ja. Wir betreiben jetzt kein Subshaming mehr am heutigen Tag. Sondern wir zelebrieren es. Wir zelebrieren es. Ich habe für Paddy 2 Bücher herausgesucht. Zum einen hat sie Friedhof der Kuscheltiere im englischen Original von Stephen King auf dem Sub. Und zum anderen hat sie Der Astronaut von Andy Weir auf dem Sub. Den habe ich auch noch auf dem Sub. Also ja, fände ich beides cool, was auch immer es wird. Ich finde natürlich auch ein Reread von Friedhof der Kuscheltiere mega. Habe ich ja im letzten Jahr gemacht. Fand ich großartig. Die Geschichte funktioniert auch
30 Jahre oder 40 Jahre später noch mega. Also ja, bin danke sehr gespannt. Ich freue mich total auf Friedhof der Kuscheltiere, auch auf Englisch, weil ich bin echt gespannt, ob ich da gut durchkomme. Aber noch ist es das ja nicht. Nein. Ihr wird nicht beeinflusst. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja. Natürlich wird hier beeinflusst. Und von Andy Weir, der Astronaut, ist ja sein drittes Buch. Und ich bin mega selbst gespannt auf das Buch und bin natürlich dann auch gespannt, was du, Pani, dazu sagst. Dürfen wir mit abstimmen? Ja, ne? Also ihr beide vielleicht schon. Ich habe ja beide rausgesucht. Das finde ich jetzt komisch. Ich finde ja beide toll. So, die Abstimmung ist offen. Es gibt bereits 54 Stimmen, also das geht jetzt wirklich Schlag und Schlag auf Schlag. Ach krass. Paddy, worauf hast du denn mehr Lust? Nein, das finde ich jetzt gemein. erst müssen wir die Abstimmung schließen. Ja. Na gut. Vielleicht. Aber warum hast du die beiden ausgesucht, Steffi? Ja, also genau aus dem Grund, warum ich letztes Jahr Friedhof der Kuscheltiere nochmal gelesen habe. Einfach die Geschichte nochmal zu erleben, zu sehen, gruselt es mich immer noch so wie beim ersten Mal. Bin natürlich gespannt, wie es Paddy dann im englischen Original geht. Und bei Andy Weir, es ist Andy Weir, das neue Buch. Ich möchte es auch noch lesen und bin dann natürlich neugierig, was sie zum dritten Buch von dem Autor einfach sagt. Ja. Weil hier gerade nochmal gefragt wird, ich dachte, Paddy muss 3 lesen. Nochmal kurz als Erklärung. Jeder von uns hat jetzt für Paddy 2 Bücher ausgesucht und ihr wählt immer 1 dieser 2 Bücher aus. Das heißt, am Ende des Livestreams hat Paddy 3 Bücher, die sie dann in den nächsten 3 Monaten irgendwie lesen muss. Lesen darf. Es sind ja Bücher von unserem Sub oder in Paddys Fall auch von ihrer Wunschliste. Ich glaube, da ist nie von müssen die Rede. Also es sind ja Bücher, Klar. Also wir haben 168 Stimmen bereits und 57% sind bisher für den Astronauten. Ja, ich glaube, das könnte man so stehen lassen erstmal, ne? Ja, würde ich sagen. Gut. Ich denke auch. Okay. Also, dein erstes Buch, Paddy. Jawohl, ist notiert. Der Astronaut. Gut. So, dann kommen wir zu den nächsten. Ich bin gemeinsam, ihn bis zu lesen im Endzeitraum, Paddy. Das wäre natürlich Dann schließ mal die Abstimmung. Yes, habe ich. Aber ich glaube, das dauert noch einen Augenblick, bis ich eine neue Abstimmung starten kann, offensichtlich. Umfrage beendet mit 180 Stimmen. 56% waren für den Astronauten. Aber auch schon sehr knapp, Man sieht, dass es trotzdem ganz schön knapp war. Ja. Okay. Paddy, bist du zufrieden? Sehr zufrieden. Ich freue mich auf alle Bücher auf meinem Sub, deswegen, Thorsten, welche Bücher hast du denn für Paddy ausgesucht? Also ich habe mich jetzt mal nicht an dem Sub orientiert, weil das sind ja Bücher, die du liest. Ich habe mich einfach mal daran orientiert, was du mir mal so zwischendurch immer mal so zugeworfen hast. Und das erste ist eine deutsche Autorin und es geht um True Crime. Und es ist Tief in der Erde von Christa von Berg. Das wirst du dir dann kaufen müssen. Ja, das habe ich ja sowieso schon auf der Wunschliste, weil du gesagt hast, dass das so großartig ist. Das ist von Gold, ja. Da geht's um, wie heißt sie? Da geht es um, hier heißt sie Annika Schön. Ich weiß nicht, ob das der richtige Name ist. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr bekannter Fall. Ja. Und das zweite, das habe ich gar nicht hier, ist auch ein Buch, worüber wir kurz gesprochen haben, was auch eine Art Kriminalroman ist, aber in eine ganz andere Richtung geht. Und das ist von Philipp, blend mal bitte eben das Cover ein, weil ich die Autorin nicht aussprechen kann, ohne dass ich es lese. Leilani, die anderen. Oh ja. Der Kein und Aber Verlag. Selbstverständlich. Mein neues Schätzchen in der Verlagswelt. Und das hast du das nicht zu Hause? Ich habe beide schon gelesen. Okay. Ich starte mal die Umfrage für den Chat. Ja. Vielleicht könnt ihr noch kurz sagen, worum es da geht, damit der Chat auch ein bisschen Anhaltspunkte hat.
Ein entführtes Mädchen, ein Grab im Wald und ein Dorf, das bis heute schweigt. Also es ist ein Roman basierend auf einer wahren Geschichte. Allerdings, das muss ich dazu sagen, mit einem fiktiven Ende, weil die Frau Bernuth hat diesen Fall zum Ende gebracht. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Oberbayern, 1981. Die 10-jährige Annika Schön ist mit dem Fahrrad auf dem Heimweg, doch sie kommt nie zu Hause an. Nach Tagen des qualvollen Wartens macht die Polizei einen erschütternden Fund. In ihrem True-Crime-Roman, inspiriert von einem spektakulären Fall, der die Republik erschütterte, begibt sich Christa von Bernuth auf die Suche nach der Wahrheit. Und um noch ein bisschen weiter zu erklären, worum es geht, dieses Mädchen wird relativ früh, das ist auch kein Spoiler, in einer ausgehobenen Grube in einem Wald gefunden, die für sie vorbereitet worden ist, weil es sich eigentlich um eine Entführung handelt, die spektakulär gescheitert ist und das Mädchen halt tot ist. Und bei der Frau Lailani geht es um einen Lailami. Ach so, oh Gott, ich habe gerade das falsche Buch eingeblendet. Also du hast gerade über Tief in der Erde gesprochen, richtig? Ja. Ja. Okay, weil als du angefangen hast zu reden, haben alle für die anderen gewotet, weil sie, glaube ich, dachten, dass es darum geht. Gut, jetzt redest du über die anderen. Jetzt rede ich über die anderen. Die anderen ist eine Geschichte über einen Autounfall, bei dem ein Ladenbesitzer ums Leben kommt und die Tochter kommt in diesen Ort, wo dieser Laden ist und übernimmt den Laden quasi als Erbe ihres Vaters und merkt, dass mit dem Autounfall etwas nicht so ganz koscher ist, sagen wir es mal so. Sie fängt also privat ein bisschen an zu ermitteln, ist allerdings überhaupt kein Krimi im üblichen Stil, sondern er wird aus, ich meine, 5 oder 6 verschiedenen Ich-Perspektiven erzählt. Also in jedem Kapitel hast du eine andere Perspektive. Der mutmaßliche Täter kommt da zu Wort, der Sohn des Täters, der zufällig den Laden nebenan führt. Dann kommt natürlich die Protagonistin zu Wort, sehr, sehr häufig. Und ich fand das sehr, sehr schön. Und es ist so ein bisschen amerikanisches Kleinstadtleben. Ja, ist auch total mein sehr interessant. Ich glaube tatsächlich, ich muss die Umfrage nochmal neu starten, weil viele dachten hier, dass du über ein anderes Buch redest. Okay, die Umfrage wird nochmal kurz beendet. True Crime. Und okay. Hast du nicht gesehen? Hast du nicht, ich kann nicht noch gesehen? Ich kann noch ein anderes suchen. Bitte ja, sonst. Nein. So, nochmal. Die anderen von Leila. Hast du auf den Fall von Peggy Knoblauch irgendwie an? Nee, das spielt auf den Fall von Ursula Herrmann an. Genau. Ursula Herrmann, bist du sicher? Ja, ich meine schon. Ja. Sie ist doch in dieser Grube. Ach ja, ja, ja. So, es gibt jetzt nochmal eine neue Umfrage, die gerade gestartet wurde. Wir geben euch mal noch 2 Minuten, um darauf zu reagieren. Sorry, dass ich das gerade mit dem Einwenden nicht hingekriegt habe. Ein kleiner Tipp, die Frau Christa von Bernuth ist Journalistin, was immer ja, ein gutes Zeichen. Wichtig ist, dann, das zu erwähnen. Jetzt zeichnet sich aber auch sehr deutlich ab, dass Tief in der Erde gewinnt. Mit 62% der Stimmen. Ja, dann werde ich mir das doch direkt mal nächste Woche kaufen müssen. Stand eh auf meiner Wunschliste, also sehr gute Wahl. Gut. Dann schauen wir mal. Genau. Also, ja. Gut, das ist ein großer Vorsprung. Ich beende die Umfrage schon mal wieder. Genau. Ja, ist ja gut. Ja. Ja, 63% ist schon. Ja. Und 173 Stimmen. Ja, du kannst ja auch so machen, Phil, dass wenn du merkst, das tendiert jetzt in eine Richtung, dass du dann einfach vorzeitig abbrichst, weil das ja dann so... Deshalb müsst ihr alle ganz, ganz schnell abstimmen. Es kann natürlich sein, dass bei einigen in dem Chat das erst später kommt, das weiß ich nicht. Ja, aber wenn wir vielleicht erst reden und dann die Umfrage machen, ich glaube, dann hat jeder auch, bis die Umfrage kommt, zumindest schon ein bisschen was von beiden Büchern gehört. Ja. Genau.
So, okay. Ich habe auch zwei Bücher für Paddy ausgesucht. Das erste ist Die verschwundenen Studentinnen von Alex Michaelidis, weil ich auch Die stumme Patientin gelesen habe von, ich weiß gar nicht, ist es ein männlicher Autor oder eine weibliche Autorin? Ich glaube, ein männlicher Autor. Ich glaube, es ist ein Mann. Ja, und das fand ich wirklich richtig gut. Das war psychologisch schön fein. Dieser Autor hat ja auch selbst irgendwie einen Background in Psychologie und das fand ich irgendwie, das war alles stimmig. Das war irgendwie ein guter Thriller und ich bin selbst relativ hyped und kurz davor, dieses Buch hier zu kaufen. Und deswegen wäre es ganz interessant, erstmal Paddys Meinung zu erfahren, ob das genauso gut ist wie Die stumme Patientin. Mhm. Genau, deswegen habe ich das zum einen ausgesucht und zum anderen habe ich ausgesucht drei von Stephen King. Denn Paddy muss jetzt einfach zu ihrem Glück gezwungen werden. Ich möchte noch einmal betonen, dass Paddy Schwarz gelesen hat und es nicht gut fand und deswegen nie weitergelesen hat. Ist ja auch schön und gut, weil mir ging es genauso. Ich habe Schwarz sogar zweimal gelesen und fand es beide Male nicht gut. Und dann habe ich drei gelesen und habe mich einfach schockverliebt in diese ganze Reihe, in den dunklen Turm. Weil das, du musst auch Schwarz nicht nochmal lesen, liebe Paddy, weil es gibt ein hervorragendes Vorwort von Stephen King, wo nochmal alles genau erklärt wird. Du wirst nochmal abgeholt, wohin die Geschichte sich gerade entwickelt hat. Und dann bist du einfach von Seite 1 auf einmal drin. Und es ist einfach eines der besten Bücher von Stephen King überhaupt. Es ist einfach unfassbar, was für eine großartige Dynamik diese Charaktere haben. Und es ist einfach wirklich für mich das auf jeden Fall mindestens in der Top 5 seiner Bücher. Und es war halt wirklich so, dass Schwarz einfach nur ein Prolog war. Und ich finde, also ich weiß nicht, Sex ist ja auch nicht schlecht, nur weil man im Vorspiel irgendwie schlecht geküsst hat. Ne? Da gehört ja viel, viel mehr noch dazu. Und das ist halt bei drei auch der Fall. Also wirklich, da müsst ihr jetzt alle für drei stimmen, weil Paddy muss jetzt einfach endlich mal auf die Reise von diesem dunklen Turm gehen. Und selbst wenn sie es scheiße findet, dann freue ich mich auch auf den nächsten Livestream, weil Steffi dann jemanden an ihrer Seite hat, der es genauso schlecht fand, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Paddy es einfach feiern wird, weil es einfach Stephen King in Reinform ist. Ja, ich gehe davon aus, dass ich weiß, wie diese Abstimmung jetzt ausgehen wird, weil Phil hat jetzt überhaupt nicht beeinflusst an dieser Stelle. Nein, es würde mir nie einfallen. Also Philipp, du kannst Abstimmung kannst du beenden. Die ist relativ einfach. Also ich möchte da vielleicht noch einbringen, insofern meine Meinung irgendwem interessiert. Nein. Nee, interessiert nicht. Kannst aufhören. Steffi, wir sind uns, was den dunklen Turm zumindest den Anfang angeht, vollkommen einig und ich bin ja mal gespannt. Ja, aber du wirst lachen. Ich habe ja sogar eine Kurzgeschichte aus dem dunklen Turm gelesen, die ja, ich glaube, im Kabinett des Todes war und ich fand die grandios und aus dem Grund habe ich ja mit drei weitergemacht. Und dann ist aber auf 220 Seiten nichts passiert, außer dass wir durch das Flugzeug gelaufen sind. Und ich, ja, es ist nichts passiert. Ist doch nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach erstunken und erlogen. Das ist ein großartiges Buch. Wirklich. Wie sieht es denn mit der Abstimmung aus zu dieser überhaupt nicht beeinflusst? Die Abstimmung besagt, dass 74% für drei sind. Gut. Und Paddy, wenn du drei gelesen hast, dann kommt ein noch besserer Teil. Das fand ich zum Beispiel nicht. Ich fand drei noch einen Tick besser als Tod. Ich fand Tod einen Tick besser. Aber Tod war auch mega. Wenn du möchtest, ich schicke dir meine Ausgabe zu. Okay. Naja, ich habe ja die von Phil. Ja, schön. Dann haben wir ja Paddys. Cool. Gut, ich bin also, durch. Paddy, du liest demnächst drei tief in der Erde und außerdem, was war das dritte? Den Astronaut. Der Astronaut. Ja, sehr gut. Also, bin ich doch ganz glücklich damit. Also, ihr werdet auf jeden Fall, glaube ich, in den Lesemonaten von Paddy das dann immer so sukzessive sehen und dann natürlich im nächsten Livestream auch. Sie. Gut, dann machen wir mal weiter. Dann machen wir doch mit Steffi weiter. Sehr gut. Oh, auch, ne? Steffi, nein, ich bin sowas von glücklich.
Na dann, leg los. Was hast du, Thorsten? Ich leg los. Also, ich habe deinen Sub durchgescrollt und habe entdeckt, warte mal eben ganz kurz, ich muss mal ganz kurz nochmal hier reingucken. Ich habe entdeckt, also eigentlich wollte ich dich ja ärgern und wollte John Grisham die Erbin auswählen, aber dann dachte ich, nee, das ist ein Buch, da muss man Bock drauf haben, das ist 700 Seiten lang. Ein Brigands, so wie der Polizist, also es ist schon, der ist schon richtig spannend, aber dann dachte ich, okay, ein Grisham, da muss man immer Spaß dran haben. Dann dachte ich mir, den zweiten Teil von Kerstin in Zani, und da habe ich mir gedacht, den liest du sowieso. Das ist gar kein zweiter Teil, das sind zwei getrennte Bücher. Ach so, ich dachte, das wäre ein zweiter Teil. Nee, in Zani habe ich nicht gelesen, das war ja ihr Debütroman. Aber den anderen, das zweite Buch von ihr, Silencio oder so, habe ich gelesen. Ja, aber es ist keine Reihe, es sind zwei unterschiedliche. Ah, okay. Okay, aber da habe ich mir gedacht, das liest du sowieso, da brauche ich dich gar nicht anfixen. Deshalb habe ich Der Wahl und das Ende der Welt gewählt. Wie du dir vielleicht schon gedacht hast, von John Ironmonger. Ein wunderschöner Roman über eine Pandemie, die eigentlich nur am Rande so ein bisschen eine Rolle spielt, aber eigentlich über sonst das Leben, wie es in einem südenglischen Küstendorf so spielt, wenn es eben halt von der Außenwelt abgeschlossen ist. Tolle Charaktere. Es gibt einen Pfarrer, es gibt einen jungen Mann, der plötzlich auftaucht, von der Flut angespült, genau zum selben Moment, wo auch ein großer Wal auftaucht. Und so wird dieser junge Mann, so wie Jonas, ne, biblische Geschichte, irgendwie mit diesem Wal in Verbindung gesetzt und auch mit dieser Pandemie. Und er wird quasi so ein bisschen wie der Erretter, nicht gefeiert, aber behandelt. Er ist halt neu, aber dieser junge Mann ist halt, wollte einfach nur nackt schwimmen gehen und ist dann eben halt von einer Flut überrascht worden und ist halt sehr, sehr zufällig da gelandet. Und dann entspinnt sich über diesen jungen Mann eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte, eine Geschichte über das Dorf und wie es damit klarkommt, dass von außen halt nichts mehr nachkommt. Und man kann diese Geschichte lesen und in jedem Satz sich eine großartige Philosophie zusammenbasteln, weil jedes Thema, was dir einfällt, kommt drin vor. Oder man liest diese Geschichte und möchte eigentlich gar keinen Hintergrundwissen haben. Und dann ist es einfach nur eine schöne Geschichte. Also Der Wahl und das Ende der Welt von John Ironmonger. Ich glaube, das steht bei Philipp auch noch auf der Liste. Ne? Du musst es auch noch lesen. Ja, ich habe es auch. Aber du hast doch auch von Ramona das Buch ausgesucht bekommen. Nee. Oh, du heilst. Warum höre ich mich jetzt eigentlich doppelt? Ja, wollte ich auch gerade sagen, du heilst jetzt. Ja. Jetzt höre ich mich weg. Nicht mehr doppelt. Ja, komisch. So, und dann blutet mir natürlich das Herz, wenn ich sehe, dass du Walter Mörs noch auf deinem Sub hast, nämlich Das Labyrinth der träumenden Bücher. Ja, da blutet mir auch alles, weil mir jetzt immer gesagt wird, dass der nächste Band wahrscheinlich nie kommt. Und, das ist egal. Ja, ich weiß. Aber das war so der Grund, weswegen es seit Weihnachten auch auf dem Sub liegt. Ja, aber alles gut. Ich möchte dieses Buch oder ich kann dieses Buch gar nicht anpreisen, weil es preist sich von selber an. Ja. Hildegunst von Mythenmetz. Ja. Ne? Die Buchlinge. Das ist der zweite Teil der Reihe. Ja. Das ist der zweite Teil und ich habe gerade Der Bücherdrache ausgelesen vor ein paar Wochen. Auch ein Zamonien-Roman. Auch toll. Wunderschön. Ja, ich freue mich auf beide. Ja. Dann starte ich mal die Umfrage. Umfrage. Ich kann mir das, oh, ich wollte gerade sagen, ich kann mir das Ergebnis vorstellen, aber es ist doch 50-50. Ich sehe es ja nicht, ich habe ja nicht draufgeklickt. Ja, aktuell sind 55% für Der Wahl und das Ende der Welt. Also doch gar nicht so klar. Ich hätte 49-51. Oh, das lassen wir noch ein bisschen laufen. Ja, alle nochmal eben abstimmen. Oh, 50-50, das ist doch krass. Ja, das würde mir auch so gehen. Das ist halt auch wirklich eine krasse Auswahl. Also,
Also ich sag mal so, wenn es nachher wirklich 50-50 steht, dann darfst du dir eins aussuchen, ist ja klar. Aber ich habe im Moment 49 für das Ende der Welt und 51 für den Mörs, oder? Ja. Was habt ihr? Ja, sieht bei mir auch so aus. Okay, dann nehmen wir Mörs. Ja, ja. Ja, wir haben 200 Abstimmungen. Ja, also. Ja. Dann ist es der Mörs. Schön. Ganz knapp. Ja. Paddy, was hast du ausgesucht für Steffi? Tja, also ich habe für Steffi, und da brauchen wir jetzt gar keine langen Worte drum machen, den Wal und das Ende der Welt ausgesucht. Danke, Thorsten, dass du das gut so ausführlich beschrieben hast, weil dann muss ich das jetzt nämlich nicht mehr machen. Aber tatsächlich ist die Wahl, die ich für Steffi getroffen habe, das muss ich zugeben, auch ein bisschen eigennützig gewesen, weil ich nämlich das Buch auch unbedingt, also weil ich mir nicht sicher bin. Und deswegen habe ich ja, mir gedacht, Steffi liest jetzt mal und sagt mir dann, ob es was ist. Und ja, deswegen, und das ist mir direkt ins Auge gestochen, weil ja, deswegen. Genau, das ist das Erste. Und dann habe ich für Steffi noch Iron Flowers von Tracy Bangard ausgesucht, weil ich ja weiß, Steffi liest gerne Jugend, das ist, glaube ich, auch Jugendfantasy, ne? Und ich habe aber über das Buch im Vorfeld gehört, dass es was für Selection-Fans ist. Und ich fand ja Selection furchtbar, aber es soll, so vom Klappentext her klingt es ganz, genau, es soll besser sein. Und ich sehe das auch überall. Also es ist auf Instagram auf jedem zweiten Bild gewesen, auf YouTube hast du es überall gesehen. Es ist offensichtlich, muss irgendwie was dahinter stecken. Ich glaube, es gibt auch schon den zweiten Teil jetzt, ne? Und dann habe ich mir, genau, und dann habe ich mir gedacht, das, ja, mal gucken. Und deswegen habe ich, ja. Sehr schön, auch sehr abwechslungsreich. Ja. Ja, gucken wir mal. Ja, die Umfrage ist gestartet. Zweite Chance für den Wal und das Ende der Welt. Schauen wir mal. Oh, 79% für den Wal. Ja, so einen Moment sollte man den Leuten geben. Ja, klar. Aber auch direkt schon 112 Stimmen. Also krass auch, dass ihr wirklich mit abstimmt. Also cool. Ich hoffe, euch macht das genauso viel Spaß wie uns gerade. Ja. Ich finde das total spannend. Ich auch, ja. Iron Flower schon mal Kandidat für das hässlichste Cover. Ja, das ist richtig. Ja, ist richtig. Aber man soll ja ein Buch nicht nach seinem Cover beurteilen. Und, richtig. Ja, das richtig. Ja. Ja. Ich glaube, das ist ja, das eindeutig. Ist sehr eindeutig. Ein Viertel zu drei. Okay. Ja, das ist sehr eindeutig. Oh, 75%. Okay, sehr schön. Sehr gut. Dann würde ich mal meine Bücher vorstellen, die ich dir aussuchen wollte. Ich habe ursprünglich den Wal und das Ende der Welt für dich ausgesucht. Aber ich, irgendwie wusste ich schon, dass Paddy und Thorsten das auch auswählen werden. Leute, deswegen. Ihr habt 80 Bücher und da findet ihr alle das Gleiche. Das sieht man mal wieder. Das es ist auch. Halt ein gutes Buch. Ich habe es ja noch nicht gelesen, aber ich habe es ja auch auf dem Sub. Und deswegen, gerade deswegen, weil ich es halt auch auf dem Sub habe ich das auch für dich ausgewählt, weil ich mir dachte, vielleicht könnte man zusammen lesen. Aber wie gesagt, ich habe das dann jetzt, ich switche dann jetzt quasi. Ich habe es ja bekommen. Stimmt, ja. Also ich würde es einfach vielleicht trotzdem mit dir zusammen lesen. Aber ich habe mich dann auch für zwei andere Bücher entschieden. Und zwar zum einen Das Labyrinth des Fauns von Cornelia Funke und Guillermo del Toro. Allein schon aus dem Grunde, weil ich diese Kombination unfassbar interessant finde. Cornelia Funke und Guillermo del Toro, das ist für mich so, das könnte so ein düsteres, geiles Märchen sein. Und wenn ich das richtig weiß, ist das doch quasi die Romanfassung von Pans Labyrinth, oder? Also da bin ich sehr gespannt, wie das als Romanfassung funktioniert. Habe ich auch schon ganz, ganz lange auch bei mir auf der Wunschliste, aber habe es mir irgendwie nie zugelegt. Das war bei mir auch in der engeren Wahl.
Das war mal ein Schnäppchen bei Thalia. Hat, glaube ich, 4,99 gekostet, war reduziert. Oh, das ist günstig, weil das ist gar nicht so alt. Nein, das ist auch diese petrolfarbenere Ausgabe, eher mit diesem Schimmer-Cover. Ja. Aber ja. Kennst du denn den Film? Nein, auch nicht. Okay. Ich auch nicht. Ich habe den auch noch nie gesehen. Deswegen ist es spannender. Ja. Aber gut, ja, weiter, Buch 2. So, und das zweite war ganz klar, ich als der größte Glee-Fan eigentlich, musste ich das Buch von Chris Colfer natürlich nehmen, Tale of Magic. Das ist ja eine neue Reihe von ihm. Also eigentlich hat er ja The Land of Stories geschrieben, das fand ich auch schon mega. Also wie kann der denn als Schauspieler bei Glee dabei sein und dann einfach mal zack, so eine Autorenkarriere hinlegen. Der schreibt so bezaubernde Middle-Grade-Bücher. Das sind wirklich so schöne Bücher einfach nur. Und deswegen habe ich das sofort dann für dich ausgesucht. Alleine aber schon. Ja, sehr cool. Ja. Also ist doch, glaube ich, gelesen von Rufus Beck. Richtig, oder? Ja. So war es ja auch bei Land of Stories. Richtig, das habe ich auch gehört, war auch richtig toll. Ja. Da hätte ich auch noch mal richtig Bock drauf auf die Reihe. Ja. Also aber wirklich super. Aber jetzt Chris Colfer als Schauspieler zu bezeichnen, ist schon sehr gewagt. Er ist halt wirklich mehr Autor. Er hat ja auch eigentlich nur bei Glee so richtig mitgespielt und sonst halt eigentlich nirgends so richtig Fuß gefasst. Ich nehme beide. Oh. Wahnsinn, was ihr auch. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich sage den. Warum könnt ihr denn eigentlich abstimmen? Ich kann nicht abstimmen. Ist ja deine eigene Umfrage. Ach so, macht Sinn, ne? Und warum kann Steffi? Aber Steffi, du könntest. Also ich könnte, aber das fände ich jetzt auch doof. Also ich mache das gleich bei mir auch nicht. Nein, also von daher. Hier wird auch noch die Frage gestellt, es war ja so, dass Pans Labyrinth zuerst kam, der Film. Ja, ja. Wie kam es dann dazu, dass dann 10 Jahre später ein Roman daraus gemacht wurde? Das finde ich auch mega interessant. Ich glaube, dass der erste Schritt, glaube ich, von Del Toro kam und dass ihm wohl relativ schnell auch nur ein Name dazu eingefallen ist, nämlich Cornelia Funke. Das ist das, was ich so gehört habe. Also es war schon relativ schnell klar, dass die beiden, wenn dann, das gemeinsam machen. Okay. Ja. Okay. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich mir vorstellen kann, dass das Labyrinth des Fauns eine sehr entschärfte Version von Pans Labyrinth ist, weil Pans Labyrinth ist heftig. Sehr heftig. Ist das ein Jugendbuch eigentlich? Also wenn ich jetzt Cornelia Funke lese, würde ich sagen, ja. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Genau. So, was ist es denn? Aber geworden? Es ist recht eindeutig, 63% sind für das Labyrinth des Fauns. Sehr cool, sehr schön. Vielen Dank. Das heißt, du liest Der Wal und das Ende der Welt, das Labyrinth der träumenden Bücher und das Labyrinth des Fauns. Schon notiert, ja, ich freue mich sehr. Verloren cool. In den Labyrinthen und dann müsstest du eigentlich noch Shining lesen. Ach nee, da kommt das Labyrinth gar nicht vor. Nee, das ist nur im Film. Nur im Film, vergiss es. Okay, ich bin gerade verwirrt. So, suchen wir jetzt für Thorsten? Genau, Paddy, was hast du für Thorsten ausgesucht? Ach, ich weiß es schon. Also, ich fange mal mit ein bisschen wippenden Brüsten an, Thorsten, weil ich weiß, dass sie dir sehr fehlen. Und deswegen habe ich das Buch von Richard Layman ausgesucht, wo mehr wippt als in allen anderen seinen Büchern. Warte, stopp! Ich habe ja noch gar nicht angefangen. Das habe ich gar nicht auf dem Sub. Das musst du auf dem Sub haben, sonst schicke ich es. Natürlich hat er es. Okay. Naja. Also das war, und ich weiß ja, dass die Insel ja so ein Buch für dich war, wo du dir gedacht hast, alter Verwalter, das hier wird das Ganze noch toppen. Das war wirklich das bescheuertste Buch, das ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Ich habe mir wirklich gedacht, jetzt ist aber Feierabend. Und
Richard Layman hat bei mir wirklich viel Kredit, ja, ganz viel. Aber da habe ich mir echt gedacht, okay, da muss er wirklich komplett. Deswegen, Thorsten, wünsche ich dir ganz viel Spaß. Sollte es gewinnen. Aber Paddy, die Kacke ist bei Layman. Die wippenden Brüste. Ab 400 Seiten werden die einfach blöd. Und das hat über 500. Also ich kann dir auch garantieren, dass es die ganzen 500 Seiten lang absolut schwachsinnig ist. Aber ich habe noch... Ja. Liebste Paddy, warum wählst du das dann aus? Weil ich mich jetzt schon darauf freue, wie du darauf reagierst. Sprachnachrichten. Du willst wieder Sprachnachrichten. Warum hast du es denn überhaupt auf dem Sub? Ist doch deine eigene Schuld. Genau, richtig. Weiß ich denn, ob das Kacke ist? Ich meine, wenn Paddy sagt, das ist Kacke. Wenn ich irgendein Buch hochhalte, weißt du auch immer sofort, dass es Kacke ist. Also, ja, bei dir ist es ja auch einfach. Aber Paddy fand ja auch die Insel toll. Ich fand eigentlich auch das Loch total unterhaltsam. Es war halt völlig bescheuert. Deswegen. Ich finde alleine den Titel so geil. Wer nennt denn sein Buch das Loch? Ich bin neugierig. Layman. Ja, und dann habe ich noch ein zweites natürlich. Und da werden jetzt wahrscheinlich alle sagen, weil es ist ein großartiges Buch. Ich habe für Thorsten Christmasland von Joe Hill. Oh, toll. Ja, großartig. Weil es ein großartiges Ja. Für alle, die es nicht wissen, Joe Hill ist der Sohn von Stephen King. Und dieses Buch. Also Kontrastprogramm. Ja. Es wird einfach keine Chance haben gegen den Layman. Ich sag's dir jetzt schon. Wir werden sehen. Menschen werden mich leiden sehen wollen. Nein. Wir werden sehen. Die Umfrage ist offen. Ja, aber ich muss halt auch sagen, Christmasland war halt wirklich. Also das war. Ach. Ich guck nicht hin. Das habe ich ja auch immer noch auf dem Sub. Ich hatte das irgendwann mal angelesen. Oh ja, ich weiß schon, was da kommt. Philipp. Aber das ist halt so ein Buch, wo ich mir einbilde, dass ich das auch wirklich eher so im Winter lese, damit das so thematisch irgendwie passt. Aber Philipp, ich habe gesehen, du hast noch eins von Joe Hill auf dem Sub, und zwar Blind oder Blind. Ja. Das ist der Hammer. Und halb so dick. Ja, Christmasland ist auch so ein fast 1000 Seiten Oschi, ne? Nee, nicht ganz. 800, irgendwie sowas? Knapp 800. Aber Blind, weiß ich noch genau, habe ich an einem Tag gelesen. Aber lieber Thorsten, es tut mir leid, 64% sind bereits für... Nein, die Abstimmung läuft ja noch. Naja, es sind auch schon 200 Stimmen. Also, das ist schon ziemlich deutlich. Ja. Okay. Ich kann das nächste von Steffi kann ich schon rausholen. Nee, das glaube ich nicht. Ja, Steffi, sag doch mal. Was hast du denn für Thorsten? Also, es ist auf jeden Fall das Loch. Okay. Ich habe für den lieben Thorsten, ich habe mit Erschrecken und wirklich mit großem Erschrecken festgestellt, dass du Der Pate noch nicht gelesen hast. Unfassbar. Also ich bin ja fast vom Glauben abgefallen und dachte, meine Güte, wie kann das sein, wo ich das ist unfassbar. Dreimal gelesen habe und 10-mal den Film gesehen habe und du kennst das Buch nicht. Und ich glaube, ich muss auch gar nicht mehr sagen, was es in Der Pate geht. Ich bin echt sehr erschüttert gewesen, als ich das. Aber Steffi, soll ich dir mal noch eine ganz schlimme Beichte machen? Aber ich habe den Film auch nie gesehen. Na Gott sei Dank, dann muss ich mich unbedingt das Buch freuen. Und dann schaust du gefälligst diesen Film. Den dritten musst du nicht gucken, aber eins und zwei. Oh, das ist, so muss Film. Unfassbar. Also ich mache mal folgende Vorhersage. Ich werde dieses Buch wahrscheinlich feiern. Deshalb habe ich mir das auch irgendwann mal aus der Bücherkiste, ist ein Buch aus dem Bücherschrank mitgenommen. Und ich glaube, ich werde diesen Film rotzlangweilig finden. Nein. Hast du das völlig ausgeschlossen? Nein. Völlig ausgeschlossen. Und ich muss, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Und das zweite Buch ist eines von meinen liebsten deutschen Autoren. Und damit meine ich nicht Fitzek. Du meinst Andreas Eschbach? Es ist von Herrn Eschbach und ich habe Herr aller Dinge ausgesucht, weil ich das damals so gefeiert habe. Das ist ein Wahnsinnsbuch mit keine Ahnung wie vielen Seiten und ich habe das an einem Wochenende weggesuchtet und ich fand diese Science-Fiction-Story, wo es ja dann um künstliche Intelligenz und eigene Kopien von sich selbst geht, ich fand das mega und ich habe das so gefeiert damals und ich habe auch gesehen, dass du
auf dem Sub hast. Das habe ich aber selbst auch noch auf dem Sub. Und deswegen wollte ich dir ein Buch von Eschbach aussuchen, was ich eben kenne und gefeiert habe. Und es sind zwei ganz großartige Bücher. Und ich bin sehr gespannt. Also sind noch mehr auf dem Sub von Eschbach. Also ich habe ja, einen das, schönen Eschbach-Sub. Und freue mich jedes Mal. Ja, und ich liebe ja Eschbach. Und ich habe, also bis auf NSA und das Aktuellste mit den Flügeln auf dem eines Menschen Flügel, habe ich ja alles gelesen. Ich glaube, Perry Roden habe ich auch nicht gelesen. Aber ich dachte, das sind zwei so Highlights-Bücher, die ich so gefeiert habe und mit denen du auch Spaß haben wirst. Mein absoluter Lieblings-Eschbach. Ich fand ja damals das Jesus-Video großartig. Ach, muss ich sagen. Das hat Film noch auf dem Sub, da war ich auch total schockiert. Ja. Und dann habe ich geliebt, Der Letzte seiner Art. Ja, das war ein großartiges. Ja, auf dieser Inselhütte oder Meeres. War der in Irland oder so irgendwo ganz allein? Ja, und dann toll. Ja, also auch wirklich Herr aller Dinge, richtig toll. Also ich habe das alles sehr schön. Der zweite Teil von das Jesus-Video, der Jesus-Deal, den habe ich abgebrochen, fand ich total blöd. Ich auch. Hat's auch. Und die Verfilmung ist auch grottig. Das ist eine deutsche. Ja, das ist doch Pro7 gewesen, ne? Ja, und dann hat sich ja gar nicht das Ende verändert. Das geile Ende von Eschbach und die drehen das total. Nein, aber gut. Ja, ich bin sehr gespannt, was es jetzt wird. So, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es sind 208 Stimmen schon eingegangen und aktuell sind wir bei 52% für den Eschbach. Ja. Also, aber ich finde auch tatsächlich, dass das bisher mit die schwierigste Entscheidung ist, weil beide Bücher so was ganz Eigenes haben und das ist wirklich eine krasse Auswahl. Also das ist ein Mafia-Thriller oder ein Mafia-Epos, muss man ja schon sagen. Und das ist halt Science-Fiction. Ne? Und halt gar nicht so weit weg. Ich finde, das schafft Eschbach ja immer. Also Science-Fiction so ganz nah. Also man könnte das Gefühl haben, das passiert nächstes Jahr. Ne? Also das, Und es sind 687 Seiten gegen 640 Seiten. Na, habe ich doch gut ausgewählt. 1000 Seiten haben wir dann schon mal. Über 1000 Seiten. Macht ihr gut. Ja, wir sind auf jeden Fall bei 50-50. Nach 224 Stimmen. Ja. Und Herr aller Dinge führt jetzt wieder mit 51. Also Herr aller Dinge ist irgendwie die ganze Zeit so bei 51. 50-50 schon wieder jetzt. Also es darf natürlich jetzt Thorsten, wenn es wirklich 50-50 ist, auch frei entscheiden. Also wie bei Paddy vorhin. Aber es tendiert auch immer eher zum Eschbach. Also es springt immer mal wieder auf 51% für den Eschbach. Ja, okay. Nehmen wir den Eschbach. Nehmen wir den Eschbach, ne? Jawohl. Ewig nichts mehr gelesen von dem. Dann wird es Zeit. Ja, ich habe auch schon mal ganz... Ich habe der Nobelpreisträger... Bei der Umfrage steht jetzt Herr aller Dinge 50, der Pate 49. Ja, dann gerade auch. So. So fehlende Prozente ist dann irgendwie in der Warnung verschwunden. Es ist Herr aller Dinge geworden. Sehr schön. Viel Spaß. Ja. Und ich habe auch zwei Bücher für dich ausgesucht. Ich habe allerdings völlig vergessen, dich hier bei StreamYard reinzuhauen, ehrlich gesagt. Also ich kann sie jetzt nicht zeigen. Ich habe aber ausgesucht, genau, du hast sie ja da. Ich habe für dich ausgesucht, zum einen, wir haben heute schon drüber gesprochen, Stephen King mit Dr. Sleep. Der zweite Teil sozusagen von Shining, wo es ja auch eine hervorragende Verfilmung von gibt, muss man ja sagen, mit Ewan McGregor in der Hauptrolle. Vorletztes Jahr rausgekommen, war auch wirklich gut verfilmt. Ja, fand ich auch. Und dieses Buch war zwar irgendwie so, also das Buch war jetzt kein herausragender King, absolut nicht. Und wieso? Aber ich bin... Ich habe dieses Subbuch ausgewählt, weil ich einfach gerne deine Meinung dazu hören möchte. Schlicht und ergreifend. Es ist auf jeden Fall ein gutes Buch. Es ist ein gutes Buch. Es war okay. Ja, ich... Und du mochtest ja Shining, wenn ich mich recht erinnere, ne? Ich mochte Shining vor 30 Jahren.
Ja, also aber ich mochte ja Shining nicht und fand Dr. Sleep trotzdem gut. Ja, ich, klar. Okay. Also, wenn es so weitergeht, werde ich dieses Jahr alles von Stephen King gelesen haben. Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Und außerdem habe ich ein Buch von einem Autoren gewählt, der uns so ein bisschen verbindet, wo wir schon sehr viel drüber gesprochen haben. Und zwar ist das von Zoran Drenka oder wie auch immer, Still. Oh Gott, das ist so ein unglaublich tolles Buch. Ich habe ja Sorry von ihm gelesen. Das war ja nicht so my cup of tea. Oh, das, Steffi, das haben wir ja zusammen gelesen. Oh mein Gott, ich erinnere mich. Ja. Ich erinnere mich. Oh Gott, das war ja wirklich so ein bisschen so ein komisches Buch. Haben wir im Leseklub gelesen und ich weiß noch, dass da jemand stirbt, die eine Leiche finden und dann gehen die zur Beerdigung und danach ist es mitten im Winter, liegen die am See und schmusen sehr intensiv miteinander. Diese Szene sehe ich noch so vor mir. Wie unlogisch ist das? Die kommen von der Beerdigung und legen sich da in Schnee und ja, und da war, ja, ich kam ja auch mit dem Schreibstil nicht zurecht, aber ja, und was gibt es denn in Still? Ich bin ja gar nicht voreingenommen. Thorsten, lies mal vor. Ach so. Nee, also das ist, wer starke Nerven hat, wird an diesem Buch seine helle Freude haben. Ich glaube, das sagt alles, weil da musst du wirklich starke Nerven haben. Es ist nicht, es ist sehr, sehr schwere Kost. Wenn es Winter wird und Schnee und Eis alle Spuren verwischen, erwacht in einem, Moment, ist das Richtige? Ja. Erwacht in den einsamen Wäldern Brandenburgs das Böse. Über Nacht verschwinden auf mysteriöse Weise Kinder. Nur ein einziges Mädchen taucht unerwartet und verstört wieder auf. Ihre Lippen sind seitdem verschlossen. Ein verzweifelter Vater beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Doch damit dreht sich die Spirale des Bösen nur noch schneller. Eine albtraumhafte Geschichte von Jägern und Gejagten, Schmerz und Trauer, Rache und Vergeltung. Ich glaube, es geht auch um Kindesmissbrauch. Ja. Das ist ein heftiges Buch, großartig. Also. Soran Drenka ist... auch sowas, was man halt nicht vergisst mehr, wenn man es gelesen hat, finde ich. Mhm. Also ich finde, Soran Drenka gehört zu einem sehr außergewöhnlichen deutschen Schriftsteller. Und ich sehe auch hier schon, der Stil des Buches ähnelt den anderen. Es gibt Sorry, es gibt Du. Und hier, wenn man sieht... Mhm. Überschrift, es fängt mit Ich an, mit Sie, also er spielt sehr mit Perspektiven, er hat einen sehr eigentümlichen Schreibstil, ich mag den total und ja, und der ist gut. Der Chat kann sich auch schon wieder sehr schwer entscheiden, es steht 52% für Still. 53. Ein Buch, um das ich schon bestimmt 5 Jahre hier liegen habe, um das ich immer einen großen Bogen gemacht habe. Was ist ja, aber still. Okay. Wie viele Seiten hat Still? Nicht so viele, ne? Nein. Es ist nicht so dick. 400 Seiten. Mhm. Naja. Aber, ja, aber es ist 53% geworden, sind für Still. Mhm. Still, wow, ich bin gespannt. Dann habe ich meine 3, ne? Mhm. Genau. Nochmal rekapitulieren, du liest Still. Jawohl. Herr aller Dinge. Und darauf freust du dich, glaube ich, am meisten. Anni, du wirst dir die Sprachnachrichten anhören müssen. Ja, ich freue mich drauf. Ja. Und natürlich, die anderen natürlich auch. Die können sich die ja auch anhören. Du sollst still bitte einmal in die Kamera halten, Thorsten. Yes. Das ist jetzt nicht sehr spektakulär. Ich glaube, da macht auch eher der Inhalt die Musik. Ja. So, und jetzt überraschen wir Phil. Ja. Denn er hat ja von uns in der Regel jetzt die Bücher bekommen zum Einstellen, aber seine eigenen natürlich nicht. Ich bin mal so frei und fange einfach an und bin auch sehr gemein, was die Seitenanzahl geht. Ich war erschüttert. Ich bin hier wirklich ein kleiner Mensch. Erschüttert. Mehr als erschüttert. Echauffiert. Hallo? Echauffiert. Genau. Denn es ist tatsächlich noch der Übergang auf deinem Sub. Das geht überhaupt nicht. Herr Phil, das müssen wir ändern. Hab ich ja schon
von Justin. Ich habe das ja schon zweimal angefangen zu lesen, ne? Und ich fand es auch immer gut. Ich fand es auch immer gut. Ich bin nur immer, es war nie die richtige Zeit dafür. Das bleibt nicht gut. Das bleibt nicht gut. Das wird großartig. Also wir haben hier ja im Grunde einen Virus, der die Menschen irgendwie zu einer Art Vampire verwandelt. Und wir haben Amy, die irgendwie was damit zu tun hat. Und es ist eine wahnsinnig epische, große Geschichte. Und auch das ist eins der Bücher, die ich vorhin gerne als Beispiel angebracht hätte. Das ist zwar 1000 Seiten bestimmt hat, wahrscheinlich nur 1010, aber keine Seite zu viel hat, sondern eher gebt mir noch mehr. Und dann gibt es noch einen grandiosen zweiten Teil und einen noch größeren dritten Teil. Und es ist einfach nur der Hammer. Also ich bin, ich bin hier wirklich heute Abend sehr erschüttert, was meine Kollegen noch nicht gelesen haben. Also warte mal ganz kurz. Ich tippe darauf, sagt Christine, ich tippe darauf, dass Phil der Übergang nicht gefällt. Das glaube ich nicht. Ich wette dagegen. Ich wette dagegen. Mir hat das auch schon gefallen. Also das, was ich da bisher von gelesen habe, fand ich wirklich gut. Ob es sehr bedrückend ist. Also ich weiß nicht. Es ist natürlich keine Juhu, wir sind noch am Leben. Aber es hat so viele einzelne kleine Geschichten da drin. Und mir ist dieses Buch noch so präsent. Ich träume nachts von manchen Szenen. Und ich möchte es unglaublich gerne rereaden. Es zieht mich dahin. Ich würde super gerne das Hörbuch hören. Leider ist der erste Teil gekürzt mit knapp 13 Stunden. Und da weiß ich, da fehlt ja die Hälfte, weil Band 2 und 3 dann fast 30 Stunden haben. Also kann ich mir vorstellen, wie viel da fehlt. Also auf jeden Fall der Übergang. Und jetzt muss ich gerade spontan umswitchen, was das zweite Buch angeht. Denn ich habe vorhin so grob gesehen, was Thorsten in der Hand hatte. Und ich switche. Aber wir sind uns einig, das ist schon mal gut. Denn ich habe für euch alle ja drei rausgesucht, insofern es sich ergeben hätte, dass man was doppelt hat. Und zwar habe ich gesehen, dass du A Clockwork Orange noch nicht gelesen hast. Ich habe es aber leider noch nicht ausgedruckt oder zum Zeigen. Aber das ist ein Wahnsinnsbuch samt einer grandiosen Verfilmung. Es gibt so viele Anspielungen in der Popkultur auf dieses Werk. Und ich, also das ist Science Fiction oder... Ja, wie es wirklich nur gefeiert werden kann. Und du hast es, glaube ich, im englischen Original, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Ich habe es damals gefeiert. Ich habe das auch schon zweimal gelesen. Ich fand den Film verstörend, erschreckend und trotzdem irgendwie gut. So komisch das Ding. Und ich habe den Film schon gesehen. Also ich habe so ein Trauma von dem Film. Weil ich weiß noch, ich war, glaube ich, irgendwie so 12 oder 13 und der lief halt im Fernsehen abends und ich habe angefangen, den zu gucken und ich war irgendwann so unfassbar verstört und aber auch fasziniert und ja, weil das halt so ein Klassiker ist. Ja, absolut. Und auch absolut verdient und auch wirklich, wie viele Werke sich im Nachgang ja irgendwie darauf beziehen und bei mir fing die Liebe zu diesem Buch ja an mit einem Lied von den Toten Hosen. Hier kommt Alex, der ja da seine Grundlage findet. Und dann habe ich das mitgekriegt, dass das auf einem Buch basiert und gelesen und Film geguckt und immer wieder. Also beides Bücher, die ich dir jetzt rausgesucht habe, die ich absolut feiere. Und also die Abstimmung ist auch völlig klar. Kannst du schon mal wieder wegpacken. Stimmt, ja. 71% für den Übergang. Gut, da brauchen wir gar nicht lange zu fackeln. Das ist eindeutig. Gut, dann komme ich jetzt, dann ist das jetzt mein dritter Anlauf mit der Übergang. Ja. Und wenn du irgendwo schwächelst, ruf mich an und sag mir, wo du bist und warum du schwächelst und dann schaffen wir es über diese Hürde drüber. Ich möchte nochmal anmerken, dass Thorsten die Spiegelstadt ja auch noch auf dem Sub hat. Ja, habe ich auch. Aber das hatte ich auch kurz überlegt, für Thorsten auszuwählen. Aber dann hätte ich ja auch gleich den Übergang geben können und sagen, wir fangen nochmal von vorne an, weil ich glaube, die Spiegelstadt ist ja auch schon 4 Jahre her, dass es rausgekommen ist und dementsprechend die anderen Bücher ja noch länger, aber... Also ganz kurze, weil wir ja eh schon weit über der Zeit sind, kurze Anekdote zu der Übergang. Ich habe den Übergang gelesen, als er rauskam. Und da war ich so fasziniert von diesem Buch, dass ich mal im Internet geguckt habe, gibt es da Rezensionen? Wird das irgendwo besprochen? Gibt es da was auf YouTube? Und siehe da, das erste Video, was mir vorgeschlagen wurde, war eine Rezension von der Übergang von
Seitenknistern? Buchgeflüster? Ich weiß es nicht mehr. Von Tobi, von Tobias. Von Tobias? Ja, Tobi. Von Tobi aus Hamburg, genau. Und da habe ich BookTube entdeckt. Da war ich völlig fasziniert. Wer der zweite BookTuber war, den ich abonniert habe, das verschweige ich jetzt. Und dann kam Philipp schon so in die Ecke gerauscht. Ganz viele, die schon ewig nicht mehr dabei sind. Ja, das war der Beginn einer langen und schweren und entbehrlichen Zeit. Ja, Tobi ist ja jetzt wieder in Hamburg, ne? Ja. Tobi ist ja von Bremen nach Hamburg wieder gezogen. Nee, umgekehrt, von Hamburg nach Bremen gezogen, so. Das war meine Geschichte so, zu dem. Ja, okay, weiter. Interessant. So, kommt Thorsten jetzt oder komme ich jetzt? Oder? Nee, mach du mal. Ich switch hier noch um. Okay, also ich habe für Phil natürlich auch zwei Bücher ausgesucht und das eine, das ich jetzt als erstes nenne, wieder aus vollkommenem Eigennutz. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich möchte wissen, was es mit diesem Buch auf sich hat. Ich hatte es schon in der Hand. Ich stand eigentlich auch schon fast an der Kasse damit, aber ich habe mich dann doch nicht getraut. Und jetzt sehe ich, dass Phil das auf dem Sub hat. Also, willkommen in Night Vale von Joseph Fink. Und der Grund, warum ich unbedingt wissen will, wie Phil dieses Buch findet, ist, weil ich über dieses Buch schon so oft immer dasselbe gehört habe, nämlich, dass es total crazy ist und dass es völlig verrückt ist. Und das hat mich irgendwie gereizt. Und irgendwie total interessiert, was es jetzt damit auf sich hat. Und dann habe ich heute dieses lilane Cover gesehen und habe mir gedacht, das ist es und das muss Phil jetzt unbedingt lesen. Also ja, deswegen habe ich das. Das hatte ich tatsächlich auch mit der Begründung, weil ich es auf dem Sub habe. Mir ging es da ähnlich. Ach, vielleicht liest man das dann einfach zusammen. Und Nummer zwei, wobei ich möchte jetzt niemanden beeinflussen in den Kommentaren bei der Abstimmung, ich möchte niemanden beeinflussen, aber um euch jetzt direkt nochmal zu beeinflussen, ich möchte, dass Phil das zweite Buch liest, was ich jetzt nenne, denn ich war auch schockiert und echauffiert, dass der liebe Phil tatsächlich, ich kann es eigentlich überhaupt nicht fassen, Die Chemie des Todes von Simon Beckett noch nicht gelesen hat. Bitteschön. Das ist der erste Teil der David Hunter-Reihe. Und ich sehe, dass er noch nicht einmal mit dieser Reihe begonnen hat. Das ist unfassbar, Freunde. Das kann kein Mensch verstehen. Das kann niemand stehen lassen. Deswegen, na, ich möchte niemanden beeinflussen, aber stimmt ab für die Chemie des Todes. Paddy, die Chemie des Todes hat für mich den einprägsamsten Anfang aller Thriller. Den werde ich nie aus meinem Kopf rauskriegen. Wie er da durch den Wald geht und dieser Spur folgt. Also, das war so ein großartiges Phil, wieso liest... Wie, hä? Habe ich damals das Hörbuch gehört? Ich sehe das auch noch vor mir. Es, Paddy, deine Gebete wurden erhört. Es ist sehr eindeutig. Vor allem, da wirst du durchrasen durch dieses Buch. Das ist hier zacki, zacki, zacki fertig. Also. Das glaube ich auch. Gut, ja. Dann ist es die Chemie des Todes. Ist doch gut. Yes. Das war auch der, das habe ich ja auch wirklich schon ewig auf dem Sub und ich weiß auch gar nicht, warum ich damit nie angefangen habe. Sehr schön. Und jetzt haben wir noch Thorsten am Ende für Film. Ja, dann komme ich jetzt zu Willkommen in Night Vale. Ein Roman, der eigentlich in keine Schublade passt. Es ist ein kulturelles Ereignis, voll von surrealer Komik und im Schaudern alter Geistergeschichten, einfallsreich und extrem süchtig machend. Night Vale, ein Städtchen in der Wüste, irgendwo in der Weite des amerikanischen Südwestens. Geister, Engel, Aliens oder ein Haus, das nachdenkt, gehören hier zum Alltag. Night Vale ist völlig anders als alle anderen Städte, die sie kennen, und doch seltsam vertraut. Das Schicksal ist schlimmer als der Tod. Das waren die Gesundheitsnachrichten. Ach so, da gibt es zwischendurch immer Nachrichten. Genau, da gibt es einen Nachrichtensprecher, der haut immer so One-Liner raus. Es ist großartig. Und
ich weiß nicht, ob es geplant ist, aber die beiden Autoren, der Fink und der Cranor, die wollten immer mal einen zweiten Teil schreiben und ich warte da sehnsüchtig drauf. Hier gibt es übrigens eine Bibliothek, die man nur unter höchster Lebensgefahr betreten kann. Ich muss das irgendwie auch noch lesen, weil das ist das, ja. Super. Und was hast du das noch? Das zweite Buch ist das Buch Der Spiegel. Schockierenderweise hast du das auch noch nicht gelesen. Ja. Ein Mord, der nie aufgeklärt wurde, ein Buch, das nicht zu Ende geschrieben wurde und ein Rätsel, das niemand lösen kann. Das ist eine Art Kriminalroman in drei Teilen. Und diese Geschichte wird dreimal erzählt und zwar aus drei verschiedenen Perspektiven und jedes Mal ein bisschen anders. Und das spielt so ein bisschen damit, wie die Wahrnehmung sich verändert und wer eigentlich die Wahrheit sagt und wer nicht, weil die drei Geschichten überhaupt nicht zueinander passen. So, aber auch da ist es halt echt mega eindeutig. Das ist so schwer, also wirklich. War damals auch ein überraschendes Highlight. War toll. Der Autorin, dem Autor nichts mehr nachgekommen. Das Taschenbuch heißt jetzt, glaube ich, irgendwie anders oder sieht anders aus. Aber ja, das war echt großartig. Und es spielt halt wirklich so mit diesen Ebenen. Also, ja, es war hoch. Ich habe dieses Buch. Ich habe dieses Buch auch nur, weil ihr das immer empfohlen habt. Ich habe es irgendwann mal als Mängelexemplar irgendwo bekommen. Ja, cool. Jetzt kommt die Strafe, dass du auf uns... Und seitdem wartet es hier. Du merkst, es holt dich ein, ne? Früher oder später. Jetzt könnte man dir auch die Frage stellen, warum hast du es denn auf dem Sub? Aber was ich schön finde, hier schreiben immer viele so, auch egal, was du vorstellst und egal, was nachher gewählt wird, es landet irgendwie ganz viel auf den Wunschlisten, weil es halt die besten Bücher sind. Ja, und ab auch. Mal bis auf das Loch vielleicht. Also das würde auch nicht auf meiner Wunschliste landen. Mir hat die Insel echt gereicht. Also ich war bedient. Aber ich habe es durchgelesen. Ich habe nicht abgebrochen. Das muss man ja. Möchte ich lieben. Aber der Chat. Sorry. Der Chat sagt aber, willkommen in Night Vale. 54% der Stimmen. Was mich sehr freut, weil das ist kein Buch, nachdem man einfach mal so greift, weil man da Lust drauf hat. Weil auf dieses Buch kannst du dich nicht einstellen, du musst es einfach lesen. Ja. Also der Sohn von der Protagonistin ist Gestaltwandler, das sagt schon alles. Also sie weiß nicht, ob die Kaffeetasse jetzt eventuell ihr Sohn ist oder eine Kaffeetasse. Großartig. Ja, dann würde ich sagen, beende ich die letzte Umfrage. Es ist Willkommen in Night Vale geworden. Das heißt, bei mir werden die nächsten drei Monate gelesen, der Übergang, Willkommen in Night Vale und Die Chemie des Todes. At last. Finally. Schön. Aber darf ich mal Paddy was fragen? Hast du nicht gesehen, dass da Philippa Gregory noch steht? Doch. Okay. Doch. Ich hab's gesehen, aber ich habe mir gedacht, du meinst jetzt bei dir. Ja, ja. Ich habe es schon gesehen, aber ich weiß, dass du mal gesagt hast, du liest es, wenn du in der Stimmung für dieses Genre bist. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, nee, dann nehme ich lieber was anderes, weil ich weiß, dass du das noch irgendwann lesen wirst. Da bin ich mir ganz sicher, wenn du dann Lust hast. Ja, einen sehr exquisiten Historiensub, da steht da drauf. Ja, gut. Da kann ich noch abwarten. Wann der nächste Livestream ist, also ich vermute ja mal, dass wir so im Rhythmus bleiben und uns dann wahrscheinlich irgendwie Anfang, Mitte Oktober wiedersehen. Sowas in der Richtung, ja. Und da werden wir dann auch berichten über den neuen King, den wir dann alle gelesen haben und über unsere Bücher, die wir dann jetzt so lesen. Dann kommt die Auswertung. Genau, dann kommt die Auswertung. Ja. Genau. Ja. Und demnächst machen wir vielleicht mal eine Auswertung über die Bücher, die wir alle noch auf dem Sub haben. Da gibt es bestimmt zwei, drei, und die wir dann gemeinsam lesen. Oder nicht gemeinsam, aber die wir dann lesen und dann gemeinsam in einem Hangout besprechen. Ja. Vielleicht was von King. Ja. Auf jeden Fall sehr cool. Ich freue mich sehr auf die Bücher. Ich freue mich auch. Die Euphorie schwappt wieder über. Ich werde meine Gedanken demnächst für mich behalten. Sammel doch deine Euphorie und leg sie mal in neue Videos. Wie wär's du guckst denn sie doch sowieso nicht. Du ja, aber ich kann sie liken.
Ich gucke sie schon. Genau, alle anderen gucken sie. Das ist doch genug. Ja, vor allem ganz cool fand ich damals die Um die Welt. Das war immer richtig cool, wie du da im Garten gesessen hast. Und ach, das war toll. Es wird auch gesagt, es ist tatsächlich eine schöne Idee mit dem gemeinsamen Lesen. Da könnten die Zuschauer dann auch mitlesen, wenn wir uns auf ein Buch einigen. So Buchclub-artig. Das ist mal eine Idee. Das ist nichts, was man regelmäßig machen kann. Also wir vier werden das nicht regelmäßig machen können. Kriegen wir nicht auf die Kette. Da bin ich schon das schwache Glied in der Kette. Paddy sowieso. Paddy hält sich eh nie ans gemeinsame Lesen. Also ich habe mit Paddy schon 3 Bücher gelesen und es war immer sehr gelungen und ein schöner Austausch. Also ich würde mich nicht wundern, wenn Paddy die Bücherdiebin schon gelesen hätte. Ich habe die Bücherdiebin noch nicht gelesen. Schön. Weil das lesen wir zusammen. Das, oh Gott, das war ja aber gar nicht auf deinem Sub. Ja, ich habe es meiner Omi gegeben. Weil die ist Paddy, Moment. Weißt du, du hast eh schon so einen kleinen Sub und dann hältst du uns die Hälfte der Bücher auch noch vor, die da irgendwie drauf sind. Ja, aber die ist momentan so, die ist momentan in so einer unglücklichen Phase und da liest sie immer so gern und sie liebt so historische Sachen. Der hab ich ja, aber auch trotzdem, du hättest doch dazu sagen können, dass du es auf den Sub hast. Du hast aber ja das ganze Spiel manipuliert, Paddy. Manipuliert. 3 ja, hast du uns nämlich auch vorenthalten, möchte ich nur mal gesagt haben. Hey, aber da habe ich zu dir schon gesagt, dass du das ruhig mitnehmen kannst. Ja. Oh Gott, naja gut, du kommst nochmal, nimm dich davon, Paddy. Und ich erwarte, dass du 3 feierst. Ich prophezeie es. Ich prophezeie es, dass du innerhalb von 3 Monaten die ganze dunkle Turmreihe gelesen hast. Ich bin gespannt auf unseren nächsten Hangout. Sagen wir es einfach mal so. Ich auch. Halten wir doch das einfach mal so fest. Genau. Ja. Gut, Leute, wir haben schon weit überzogen. Ich fühle mich so ein bisschen wie Thomas Gottschalk oder Stefan Raab oder wer sonst. Die nächste Sendung. Wir haben... genau. Aber es war uns wieder ein Fest mit euch. Schreibt uns auch gerne Anregungen, was ihr im nächsten Livestream sehen wollt, ob euch dieses Umfrageding am Ende gut gefallen hat, ob wir die Fragerunde vielleicht noch weiter ausbauen sollen. Das wollten wir heute eigentlich machen, aber es gab dann doch immer irgendwie zu viele coole Themen, über die wir auch noch reden mussten. Ihr wart wieder so zahlreich mit dabei. Mega. Das war wirklich krass. Vielen Dank an alle, die im Chat dabei waren, die es auf Instagram gepostet haben, die mitfeiern. Und wir sind froh, dass wir einfach mal ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Unterhaltung bieten konnten, gerade wenn die Realität auch in NRW zum Beispiel gerade ganz, ganz anders aussieht. Und ja, gerade auch, wo irgendwie die letzten Monate man nicht so viel beisammen sein konnte, machen wir das wenigstens digital. Und bestimmt sehen wir uns auch bald wieder im echten Leben. Wohl ich sage nochmal Schönes Wochenende euch allen. Danke, dass und weil es so schön war, gucken wir uns doch nochmal den Trailer an. Ja, tschüss. Ja. Tschüss. Sommer in Deutschland. Während Phil und Steffi die warmen Temperaturen genießen, wollen Paddy und Thorsten lieber nach Island auswandern. Doch das ist nicht die einzige Diskrepanz bei den Klingsianern. Das ist eine Frechheit. Also wirklich. Was redet ihr da? Wieso, was heißt das? Das ist ein Sender- und Empfänger-Ding. Also ich spreche doch deutlich. Drohen die Meinungsverschiedenheiten, die Klingsianer zu zerreißen? Alter Schwede, ist es gut geschrieben. Und jetzt mit poetisch, wie es oftmals auch irgendwie behauptet wurde, kann ich jetzt da nicht entdecken. Oder sind sie harmonisch wie eh und je? Hallo, ich freue mich. Guck mal, wer da ist. Philippa und Steffi ist auch da. Heute Abend finden wir es heraus. Was erwarten wir vom neuen Stephen King? Außerdem, wir begrüßen das 5. Mitglied der Kingsianer. Dich. Denn in der großen Sub-Challenge entscheidest du, was wir lesen. Heute haben wir die Horror-Challenge, wie es Thorsten gerade so schön benannt hat.
der Schlucke von Edeka, wie in diesem Schlauch. Paddy. Hallo meine Lieben und willkommen. Steffi. Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen. Phil. Hallo du hinterm Bildschirm und herzlich willkommen. Und Thorsten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.